Da sind wir wieder. Wir spielen Arche Nova. Flo und ich spielen eine Partie. Matthias wird uns aus dem Off begleiten und anleiten, falls wir was falsch machen. Ja. Ja, ja, ja. Ich werde wahrscheinlich noch 3000 so. Regelfragen haben. Und genau, wir haben das Spiel aufgebaut. Wir haben jetzt auch schon die 8 Startkarten, die wir uns 4 aussuchen. Wir sind ja hier Profis. Ich behalte einfach die hübschesten. Ich wollte ja die mit diesen Tieren haben, aber ich habe nur Menschen auf meinen Karten. Auch schön, ja. Man möchte auf jeden Fall schon mal Sponsoren vielleicht am Anfang haben. Ja. Oder auch nicht. Das ist auch so eine gute Frage. Man muss ja schon so ein bisschen gucken. Wir haben ja schon gehört, dass man ganz am Anfang eine Karte, nämlich die 1, ist festgelegt. Das sind die Tiere und die anderen werden zufällig gemischt. Und für mich war schon mal so eine Geschichte, naja, was gibt es auch Geschichten, die Gesundheit, dass man irgendwas ganz am Anfang natürlich machen muss. Ne? Man muss mit irgendeiner Sache anfangen und andere Aktionen sind weniger wert am Anfang. Aber du hast noch richtig gesagt, nee, es hängt davon ab, was für Karten ich auf der Hand auch habe. Genau. Wenn ich nämlich keine Sponsorenkarte auf der Hand habe, bringt mir meine 5er Sponsorenkarte einfach gar nichts. Na, gar nichts nicht. Naja, aber, das ist auch nicht. Aber es ist, das hängt schon noch davon ab, wie gut die Reihenfolge der Karten ist, hängt auch von der Qualität der Karten auf der Hand ab. Ja. Oder andersrum ausgedrückt, ich suche, kann in meine Entscheidung, welche Karten ich auf der Hand behalten möchte, natürlich einfließen lassen, in welcher Reihenfolge meine Aktionen da jetzt gerade liegen. Also man legt zuerst die Aktion hin, dann bekommt man 8 Karten, sucht sich davon 4 aus, legt die anderen ab. Ja. Na, gut. Und die brauche ich nur das Ding auf Stufe 3, oder? Sonst nichts. Ich habe das Gefühl, dass man. Die fühle ich über Sponsoren aus. Die blauen Karten sind die Sponsorenkarten. Die Tierkarten sind ja zum einen an dem Tierbild zu erkennen, aber das sind die mit dem gelben Streifen in der Mitte. Mhm. Und die dritte Kartenart sind die Artenschutzprojekte. Das sind diese, die hier auch ausliegen und die man dann eben über die Verbandsarbeit spielt. Okay. Und die würde auch triggern, wenn ich sie aufspiele, hätte ich den Effekt. Und genau, jede Karte sieht sich selber. Also wenn man eine Karte spielt, die für jedes Reptilien-Symbol zum Beispiel einen Effekt auslöst und sie selber so ein Symbol hat, dann löst die den Effekt einmalig auch für sich selber aus, wenn man sie spielt. Und das ist bei allen Karten so. Das ist generelles Konzept. So, dann darfst du mal... Ach, du bist auch im Kartensortieren. Ja, ich... Ich weiß noch nicht so ganz genau, wie ich an meine ganzen Summen von Geld komme, die ich hier benötige. Du brauchst Geld? Ich brauche sehr. Ja, um Tiere auszuspielen, braucht man auch Geld. Oh, und dafür brauche ich aber die Sponsoren auf Level 2, um die aufspielen zu können. Ja, genau. Um die spielen zu können, müsstest du die Karte schon einmal aufgerüstet haben. Man fängt mit 25 Geld an. Ja, Dankeschön. Das ist nochmal eine wichtige Information vielleicht. Die, genau. Ich kann euch ja mal hier den Bankier geben, bitteschön. Danke. Dann nehme ich mir das mal an mich. Die Bank. Das ist doch schon mal nett. Man fängt schon mal. Und wir haben aber noch kein X mit dem Lehrerschein anfangen. Die müssen wir uns hart erarbeiten. Die muss man sich ganz hart erarbeiten, aber auf dem Plan sind ja durchaus, ne, also ihr spielt den Plan 0, den wir ihn genannt haben. Genau. Der sehr großzügige Platzierungsboni bietet, um es am Anfang einfacher vielleicht zu machen. Also zum Beispiel gibt es da in der Mitte von dem Plan ein Feld, was 10 Geld ermöglicht und wo man auch immer irgendwie drankommen kann. Na, also effektiv habt ihr dann doch noch ein bisschen mehr Geld zur Verfügung in der ersten Runde. Also das Feld gibt es auf den anderen Plan nicht. Also wenn man das Spiel dann schon je nach Gusto 2-3 Mal gespielt hat, dann gibt es eben 8 verschiedene Pläne, die auch jeder nochmal eine extra Fähigkeit haben, wo auch immer einer von den jeweiligen Artenschutzboni, die man hier an der Seite hat, nämlich der in der Mitte, ist dann auch jedes Mal anders. Und die Boni, die man hier für Partner Zoo und Partner Uni bekommt, die sind da auch unterschiedlich verteilt. Also die unterscheiden sich dann noch ein bisschen, aber vor allem eben über die Fähigkeit des Plans. Das heißt, wir spielen hier gerade die Einsteiger-Variante, ne? Und nicht die Variante, wo du dann nochmal unterschiedliche Sachen hast, die hier natürlich alle gebalanced sind irgendwie, ne? Ja, also ich meine, die Partner, also die Idee ist es dann ja, wie ich gerade sagte, ne? Wenn man es 2-3 Mal gespielt hat, dann bekommt halt jeder einen Plan mit einer besonderen Fähigkeit, die man dann auch zum Beispiel, empfehle ich das, in umgekehrter Spielerreihenfolge sich dann noch aussuchen kann. Okay, also jetzt nicht aus allen 8, ne, damit das nicht so lange dauert, sondern eben, wenn wir zu 2 spielen, werden halt 2 zufällig hingelegt. Okay. Und der beim Zweispielspiel dann eben der zweite Spieler sucht sich zuerst einen aus und der andere sucht sich dann eben den anderen Plan aus. Okay. So, hallo Chat übrigens, ne? Schön, dass ihr da seid. Genau, wenn ihr Fragen habt, wir haben schon festgestellt, dass das bestenfalls ein Kennerspiel ist. Ja. Ein cooles Familien. Genau. Ich glaube nicht. Ich bin von meinen Karten noch sehr verwirrt. Da schauen wir mal drauf. Also jetzt hat der Chat festgestellt, nicht wir. Ich das ist schon. Da hätte ich vorher mal gucken sollen, was du da treibst. Ne? Ja, genau. Genau. Zoo, Partner Zoo. Partner Zoo. Und den kann ich mir einfach holen, wenn ich jetzt. Ich kann Verbandsarbeit vom Wert 4. Ja, du fängst ja auch an, du könntest das jetzt zum Beispiel sofort als erstes machen. Dann bist du safe, dass der nicht weggenommen wird vom Flo.
Genau. Mhm. Zum Beispiel. Ja, das heißt Partner zu Handshake, aber dann gucke ich natürlich gleich, was habe ich hier noch, was sich damit gut ergänzt. Weil ich das für was anderes brauche. Ich brauche das. Hier kommen noch Karten hin? Ja, wenn ihr jetzt euch entschieden habt für eure vier Startkarten, dann würden jetzt hier die Fälle aufgedeckt werden. Na, wer gerade schon das Regelvideo gesehen hat und sich wundert, warum liegen die da jetzt anders, der Plan hier ist zweiseitig, ja, sodass man, dass alle gleich auf das Spielfeld gucken können und eben keiner auf dem Kopf spielen muss. Auf der Rückseite sind die Tierkarten gedreht um 90 Grad, sodass man, wenn man solo spielt oder wenn man zu zweit spielt und nebeneinander sitzt, dann gleichermaßen gut auf das Spielfeld gucken kann. Okay, da liegen natürlich erstmal sehr, sehr viele Informationen. Empfiehlst du, dass man die jetzt erstmal am Anfang alle durchliest oder schon mal vorliest für alle? Oder? Also, ich meine, klar, irgendwann weiß man natürlich ein bisschen mehr, was man macht, aber ich würde jetzt euch empfehlen, am Anfang auch gerade bei der Auswahl der Karten einfach zu schauen. Natürlich kann man sich orientieren an den ausliegenden Artenschutzprojekten. Okay. Ne? Also es macht dann schon Sinn, wenn jetzt hier Afrika und Raubtiere liegen, dass man dann Afrika und Raubtiere vielleicht auch behält, um das hier möglichst früh vielleicht auch auslösen zu können. Mhm. Das ist ein Orientierungspunkt. Dann habt ihr ja die zwei Entwertungskarten, von denen ihr dann später mal eine wieder loswerden müsstet. Auch da kann man sich grob dran orientieren. Mhm. Letzten Endes wird man das Spiel aber nicht darüber oder dadurch gewinnen, sondern dadurch, dass man die beste Synergie sich zusammenbaut und das Beste aus seinen Karten macht. Mhm. Und wenn man jetzt Karten hat, die einfach gut zusammenpassen, die aber gar nichts mit hiermit zu tun haben, ist das völlig okay. Mhm. Ne? Okay. Also das ist nur eine Orientierung. Beutel 1 fasst einfach nur den Text zusammen als Schlüsselwort? Ja. Okay. Glaube ich. Ja, genau. Wir haben so ein paar Schlagwörter für manche Fähigkeiten. Ne? Also immer wenn sich eine Karte aus der Mitte zu nehmen, heißt halt zuschnappen. Mhm, genau. Ne? Weil das eben auf den Tieren, die Tiere haben ja immer einen bestimmten, da ist das Schlagwort drauf, damit man es, wenn man es jetzt zweimal gespielt hat, eben weiß, okay, der kann zuschnappen, da darf ich mir zwei Karten aus der Mitte nehmen, du musst nicht den ganzen Text lesen. Und das ist, Beutel ist eben auch so eine Fähigkeit, dass die Beuteltiere aus Australien, die haben eben den Effekt Beutel und das funktioniert auf der Koryphäe eben genauso, deswegen steht das da auch nochmal drauf. Ben, leg los, ich bin heiß. Die Marke, die braucht dich für Voraussetzungen, Wurfkarten. Die Unis braucht man, ja, vor allem die Forschungssymbole braucht man häufiger mal als Voraussetzung. Also zum Beispiel hier, wenn ich die Archäologin spielen möchte, die gibt mir zwar auch ein Forschungssymbol, aber die benötigt auch schon eins. Ne? Und die einfachste Möglichkeit, so ein Forschungssymbol zu kriegen, ist es, eine Partnerschaft mit einer Uni zu machen. Mhm. Super. Genau. Genau. So, und jetzt als kleiner strategischer Tipp, schon mal gleich mal anfangen. Du hast ja gesagt, okay, du hast jetzt eine Karte, die braucht als Voraussetzung, du hast eine Karte behalten, die als Voraussetzung so einen Partner zu benötigt. Mhm. Bietet sich dann natürlich an, sich den gleich als erstes zu schnappen, damit der dann auch nicht weg ist, weil die liegen halt hier in dieser Runde einmal aus und wenn der genommen ist, wenn der weg ist, kriegst du den in dieser Runde auch nicht mehr. Dann muss es erst eine Pause geben. Das kann ich erst nach einer Pause aufspielen. Wobei die Karten selbst von mir die Voraussetzungen ja auch manchmal, ne? Ja. Ja, genau. Aber die Partnerzoos kriegt man halt wirklich nur da, wenn der weg ist. Deswegen macht es da Sinn, das früh zu machen. Jetzt kommt das Aber. Du hast am Anfang vom Spiel ja auch nur einen Arbeiter, einen Verbandsarbeiter. Das heißt, wenn du jetzt sofort als erstes die Verbandsaktion ausführst, hast du die auch relativ schnell hinterher wieder vorne liegen und kannst die dann nicht mehr in der Runde nicht mehr benutzen, weil du keinen zweiten Arbeiter hast. Schön, wir haben das ja zufällig hier gemacht, wir haben es fast. Ja, genau. Also das ist dann das ist der Trade-off. Ne? Also es früh zu machen, sichert es dir, aber dann hast du halt relativ schnell die Karte wieder oben liegen und willst sie gar nicht oben haben. Ne? Und du kannst das dann natürlich mitigieren mit X-Markern, mit geschicktem anderen Spielen oder eben mit diesem Bonus hier, den wir Ausfuchsen nennen, wo man dann eine Karte wieder in Slot 1 zurücklegen kann. Das ist dann eben auch eine Möglichkeit. Ausfuchsen heißt es. Wo kommt das denn her? Schön. Die erste Karte, die das konnte, war der Wüstenfuchs. Okay. Deswegen ist das Ausfuchsen. Ja. Ja, schön. Will ich jetzt hier was bauen? Ja, bauen wir gleich was. Aber dann müsste ich ja gleich was von 5 bauen, ne? Nee, also du maximal, ne? Also ja. Du kannst jetzt, das bietet sich natürlich, wenn man jetzt sagt, man hat es auf Stufe 5 liegen und baut dann ein Einergehege, fühlt sich, ne, ist so ein bisschen,
Ja, ne, aber es geht. Und wenn du jetzt ein Tier hast, was nur ein Einergehege benötigt, dann ist es besser, jetzt ein Einergehege zu bauen, als ein Fünfergehege zu bauen und das Tier dann da reinzulegen und die 8 Geld zu viel bezahlt zu haben. Aber von hier darf ich Karten gar nicht nehmen? Doch, mit Karten nehmen. Das ist also sobald du, solange wie du die nicht aufgerüstet hast, kannst du entweder von oben ziehen und, oder halt, wenn du das auf Stufe 5 hast, dann hast du freie Auswahl. Aber nur auf Stufe 5? Nur wenn die auf Stufe 5 liegt, genau. Dann kannst du zuschnappen. Aber vorher darf ich nur die... Nee, die darfst du gar nicht nehmen, die darfst du nur bis zuschnappen. Wenn du die aufgerüstet hättest, dann dürftest du beim Ziehen aus der sprich, aus die dem Wurfreichweite nehmen. Ich gar nicht, erst wenn ich auf der Stufe bin. Oder wenn du das auf Stufe 5 auslöst. Dann hast du, also deswegen, das war ja auch deine eigentliche Frage, ne? Wie wichtig ist das jetzt, muss ich jetzt diese komplette Auslage studieren? Musst du aus meiner Sicht nicht. Klar, ne? Wenn du das irgendwann auf einem Expertenlevel irgendwo spielen willst, super kompetitiv jetzt hier, ne, dich mit Ben battlen willst, dann ist das eine offene Information. Und klar, kann man die mit einfließen lassen, weil du schon siehst, okay, was kommt später. Ja. Aber den Zugriff auf die Karten hast du eben wenn die auf Stufe 5 ist und du möchtest dann zuschnappen, dann kannst du dir eine davon auswählen, wenn die ja super gut in deine Strategie passt schon. Solange sie nicht oben ist, kannst du es ja eh nicht machen. Du kannst natürlich langfristig überlegen, was mache ich jetzt alles für Karten, damit die Karte dann hier oben kommt, damit ich dann mir die Karte nehmen kann. Aber gerade am Anfang sind das natürlich schon mal 8 Schritte vorausgedacht. Ja, ne, aber das ist ja auch das Schöne irgendwie, oder was ich auch schön finde, du kannst natürlich ein paar Schritte vorausgehen im Spiel, ne? Aber wichtig, ja, aber... Okay. Ja. Ich fühle jetzt einfach mal hier Verbandsarbeit aus. Ich sag mal, ne, da... So genau, machen wir es jetzt gleich nochmal, ne, aus. Ich mein Vorschlag wäre halt zu sagen, mein Vorschlag wäre antippen, so die will ich machen, nach oben schieben oder nach unten ziehen, dann ausführen, dann einsortieren, weil sonst kommt man immer, also ist da sagt wirklich die Erfahrung, wenn man das sofort zurücklegt dann, und man will nochmal was rückgängig machen oder so, dann ist man so, ah, Moment, wo lag die denn jetzt eigentlich? Hatte ich jetzt Stufe 4 oder 5? Also das ist der empfohlene Weg, ne? Könnt ihr es natürlich machen, wie ihr wollt, aber... So würde ich es auf jeden Fall empfehlen. Also die Aktion ausfüllen, genau, dann gehe ich auf dem hier Tablo. Hin, genau. Nehme mir einen schicken Zoo. Was, ein Zoo? Ein Partnerzoo. Ja, nimm nicht genau, den falschen. Hast du freie Auswahl? Nimm nicht den falschen, sag ich dir. Wo sind deine Handkarten? Es gibt gleich den Tablet. Mir ist auf keinen Fall den falschen. Da mir das komplett egal ist, ja, nehme ich genau. Mir nochmal den. Nimm ich... Aber warte mal kurz. Ja? Du hattest mir eben schon die Karte gezeigt. Also nochmal zur Logik. Das muss der passende sein. Ach, das muss der passende sein. Also so ganz egal ist es dir nicht. Nimm nicht den falschen, nimm nicht den falschen. Würde ich dir empfehlen, den zu nehmen. Ja, jetzt alles gut. Und dann muss ich 3 Geld für bezahlen? Nein. Die 3 Geld, das heißt, das ist 3... 3 günstiger Karten aus dem... Nein! Warum nimmt er diesen Einzug? Ja, das ist blöd. Ich bin raus. Hätte ich immer machen lassen, ne? Ja, genau. Warum hast du denn nicht diesen anderen komischen Zug? Ja, ich hätte eure Stadtkarten kontrollieren sollen. Ja? Wie soll ich hier gewinnen, wenn ich gegen 2 spiele? Du hättest mir deine Karten auch zeigen müssen. Aber jetzt habe ich ja noch einen über... Jetzt kann ich noch was anderes machen. Nee, nein, das maximal. Genau, weil das wäre völlig korrekt, wenn die Karte schon aufgerüstet wäre und du aber auch noch einen zusätzlichen Arbeiter hättest. Okay, beides nicht. Von daher bin ich, das war jetzt ein schneller erster Zugflug. So, und im Prinzip gehen die Züge auch relativ schnell, wenn man dann, ne, einen Plan hat. Man hat ja ein Ziel. Meistens. Ich spiele die Aktion bauen. Aha. Und zwar baue ich ein Dreiergehege, bitte. Bekommst du für 6 Geld. Dann also schön, ich zahle für 6 Geld. Kostet also immer 2 pro Größe. Ja, genau, ne? Wenn das steht ja da auch. Dann kriege ich 4 zurück. Du machst uns ja einmal die Bank. Ich mache euch die Bank. Dankeschön. Und dann setze ich mein Dreiergehege ein. Vielen Dank. Und das muss irgendwo an den Rand. Also genau, das erste Gehege muss den Rand berühren. Genau. Und danach angrenzend. Genau. Und das ist natürlich hier schon ein bisschen kritisch zu bauen, weil hier kommt man natürlich nicht so richtig gut raus. Auf der anderen Seite locken hier natürlich schon so ein paar Punkte. Ich sag vielleicht nochmal was zu dem Platzierungsbonus. Also die wirklich besonders gute ist natürlich das 10 Geld da in der Mitte, genau. Wo man sich dann wahrscheinlich früher oder später hinbaut. Was aber auch richtig gut ist, sind die Doppelruffelder, ne? Die da so links und da in diesem Bezirk am Wasser liegen. Die gibt es auf den anderen Planen so auch nicht, also zumindest nicht Doppelruf. Ja. Weil mit mehr Ruf man hier natürlich auch relativ schnell dann aufrüsten kann. Ja. Ne? Ja. Also das nochmal so, um das einschätzen zu können am Anfang. Die X-Marker geben Flexibilität am Anfang, um da bessere Züge zu machen. Und dann gibt es da noch Felder, wo man Karten ziehen kann, wenn man... Was ist das hier nochmal? Genau, das ist das Feld, eine Karte ziehen, ne? Entweder in Rufreichweite oder vom Stapel. Okay, ja. Ja, dann lass also Karten ziehen auf keinen Fall natürlich. Das ist hier eine Karte nach unten schieben, das kommt auch nicht in Frage. 5 Geld nehmen, irgendwie ganz nett, aber die 10 Geld reizt natürlich schon sehr.
Aber ich glaube tatsächlich, ich gehe mal auf diese Rufgeschichten hier, bin ich ganz sicher. Aber ich glaube, wir machen das jetzt einfach mal und dann. Genau, ganz andersrum. Dann haben wir den, das ist die Seite für das leere Gehege, wo auch die Größe dann draufsteht. Das ist ein Dreiergehege, das ist jetzt unbelegt. So, und dann setze ich mich 1, 2. 2 weiter. Genau. Super. Dann nehme ich die Karte, packe sie nach hinten, schiebe sie so und dann ist Ben dran. Super. Was macht nochmal der Kiosk? So, ein Kiosk in der Einkommensphase generiert ein Kiosk ein Geld für jedes angrenzende Gebäude. Oder Bauwerk, ja, für jedes angrenzende Bauwerk, außer leere Gehege. Leere Gehege geben kein extra Geld, aber sonst alles, was man dran baut. Okay. Und das sieht man hier nochmal ganz gut. Also du kannst nicht Kiosk neben Kiosk bauen und dann irgendwie so eine komplette Fressmeile bauen, zum Beispiel, sondern du brauchst zwei leere, also nicht leer, aber zwei andere Felder dazwischen, ne? Also zwei Felder Abstand zum nächsten Kiosk, um das bauen zu können. Wenn ihr euch jetzt gerade denkt, aber woher weiß man denn ganz genau, welche Teile es hier gibt und so etwas? Das steht tatsächlich alles hier drauf. Ich weiß nicht, ob ihr es gut erkennen könnt. Ne? Bei Ben sieht das vielleicht besser da. Also man hat hier schon alles drauf und muss es erstmal finden am Anfang. Richtig. Ja. Ne? Genau so. Ne? Wie Matthias gerade sagte, mit dem Kiosk hier, das haben sie hier noch schön noch mit reingepackt, dass man sieht, zwischen zwei Kiosken müssen immer zwei leere Plätze sein. Wenn ich jetzt ein Fünfergehege bauen würde, stecke nur ein Zweiertier rein, wäre das totale Verschwendung, oder? Das wäre für das Tier aber total schön, Ben. Ja, ja, viel ja. Platz und so. Ja, aber dann baue ich. Ich kann ja immer noch nur ein Zweierfeld bauen. Du kannst auch nur ein Zweier bauen. Ist ja viel, ich brauche ja auch Geld sparen. Also ich mache das hier, ich baue. Das ist natürlich total vergeudet, ne? Mit einem Fünfer bauen, jetzt ein Zweierfeld zu bauen. Das ist schon echt. Aber hilft ja nicht. Es sei denn, du kannst auch ein Fünferfeld bauen. In der ersten Runde ist das noch nicht so schlimm. Dann baue ich das mal hier hin, dann kriege ich mich jetzt ein X-Marker. Genau, aber auch andersrum, weil es leer ist. Das ist die grüne Seite, ist, wenn es belegt ist. Und ja. Das ist die, mit der Zahl drauf, die Seite ist, dass es das heißt, frei ist. Wie viel noch da genau rein dürfen. Okay, Zahl dafür jetzt 4. Ja. Also ein und ein X bitte. Den X-Marker-Platzierungsbonus. Mhm. Und dann war da schon die ganze Aktion. Genau. Und der Kurs geht ja zügig. Ja, genau. Ne, also das soll ja auch dazu dienen, dass man jetzt nicht irgendwie, ne, weil viel Downtime hat dazwischen, sondern die Züge sind dann flott. Und genau. Also ich nehme meinen Arbeiter, ich sage, ich gebe die Verbandsgeschichte. Das ist eine Fünfer Verbandsgeschichte. Da würde ich natürlich sagen, okay, da werde ich wahrscheinlich drauf warten, dass ich dann meine cool, Projekte schon krass. Starten kann, aber da kann ich natürlich noch nichts machen, ne? Das ist klar, ne? Ganz am Anfang. Also daher würde ich sagen, ist das jetzt nicht so schlimm. Ich gehe, ja, gehe dann natürlich daher drauf. Hättest du ja mir sagen können, ich nehme mal diese schöne Geschichte hier. Weil da darf ich ja dann 5 Karten behalten. Genau, dann würdest du in der Pause eben nicht auf 3 discarden müssen, sondern dürftest auch bei 5 genau. Runter. Und auch einen Ruf kriegst du dafür auch. Das ja. Heißt, halt, nein, das ist Ben. Ach so, du ich bist bin, blau, ja. Ich bin bereits hier. Ja. Wir haben eben die Farben getauscht. Ja. Ich habe ja, hab was ganz anderes vor. Was hast du denn gemacht? Hm? Ah, du bist da? Ja. Verstehe. Gut. Ne, also wenn du jetzt zum Beispiel als nächstes hier auf dieses Feld bauen würdest, dann dürftest du entweder von oben ziehen oder hättest jetzt schon die Auswahl von diesen ja, drei. Ja, ich habe natürlich schon einen Blick auf, auf die Archäologin geworfen. Aber das sage ich ja später. Nein, auf natürlich hier den Mönchsgeier. Karte nach vorne, Karte durchgeschoben, du bist. Das kann ich noch nicht. Sehr schön. Ah, das triggert aber auch sofort. Ja, einmal, also das hier unten ja? Triggert, das ist der Blitz, das passiert sofort. Mhm. Und die Fähigkeit sieht sich aber auch selber, weil sie das Symbol mitbringt. Also du kannst beides einmal machen. Aber das passt ab da für immer, wenn ich aus drei Karten spiele, kriege ich quasi immer den Vorteil, aber die Punkte kriege ich noch. Das ist genau, ausspiele. Das ist einmalig in dem Moment, wo du es spielst. Und das ist jedes Mal, wenn du so ein Symbol bekommst. Okay, dann möchte ich, glaube ich, jetzt in Ruhe aufspielen. Ich möchte eine Tierkarte spielen auf Stufe 3, also darf ich jetzt eine Tierkarte von meiner Hand spielen. Dann kann ich so ein Uhu spielen, Bubo Bubo, Wahrnehmung 4, Gehege 2 habe ich, dann kommt er da rein. 10 Geld bezahlen, Gehege umdrehen. Dann, Geld, zack. Ehrenamt hier. So, aber das kostet gar nicht 10, du das hast ja den Partner zu. Das ist nämlich diese minus 3, wo du eben meintest, müsste es sein. Das heißt, dass du jedes Mal, wenn das Tier so ein Symbol hat, das kostet es 3 weniger. Also kostet der effektiv 7, gebe ich dir jetzt 3 wieder. Clever, clever da drüben. Und dann kriege ich 4 Punkte. Genau, die Reihenfolge darf man sich auch aussuchen, das macht jetzt überhaupt keinen Unterschied in dem Fall, aber nochmal, ne, da würdest und du wieder auf 4 gehen. Wahrnehmung 4. 4 Karten vom Stapel, nimm 2 davon auf die Hand und leg die anderen ab. Ah, Frank hat das nochmal zusammengefasst, genau. Bitte was? Nochmal, was ich überlegt habe, ne? Wo es hin muss, das Plättchen. Ja. Ja, aber das ist schon ganz wichtig, man legt damit ja am Anfang tatsächlich, also ne, jetzt
gerade eben natürlich sehr unbewusst noch, so ein bisschen nur überlegt, aber damit legt man natürlich sehr stark auch fest, welche Gehege kann ich mir jetzt als nächstes gut vorstellen, wo ist Platz? Ne, hier ist auch groß viel Platz, hast du ja gesagt. Genau, also da kann, ich kann ja vielleicht auch irgendwann nochmal die anderen Pläne in die Kamera halten, aber das ist jetzt der Plan 0. Und da ist es so, dass es sehr freiläufig ist. Ne? Also man sieht, das sind große freie Flächen, da muss man jetzt nicht allzu viel überlegen, wo welches Gehege hinpasst. Also man kann fast immer auch das Fünfergehege platzieren und überall gibt es genug Felsen und genug Wassersymbole. Das kann auf den Plänen auch durchaus unterschiedlich verteilt sein, dass man nur auf der einen Seite von dem Plan Wasser findet oder eben respektive Felsen und sich dann schon genau überlegen muss, wo kann ich überhaupt noch das Fünfergehege später platzieren, wenn ich das bauen möchte. Also da gibt es schon Unterschiede. Ja. Dann auch auf den späteren. Wenn ich eine Karte auf Level 2 bringen möchte, wie mache ich das am schnellsten? Im Normalfall? Naja, entweder musst du hier den zweiten Partner Uni haben oder die zweiten Partner Zoo, die zweiten Partner Uni oder du musst hier hinkommen auf das Level. Genau, also das meistens schafft man hier? Das eben in der zweiten Runde des Spiels. Nach der ersten Pause ist dann meistens eben über eben wirklich den zweite Uni oder den zweiten Partner Zoo. Wenn du eine Möglichkeit hast, in der ersten Runde natürlich schon zwei Anschlusspunkte zu bekommen, also zum Beispiel, indem du hier so ein, wenn man mit zwei Raubtieren anfängt und dann zwei Raubtiere spielt, könnte man eben schon dieses Anschlussprojekt unterstützen. Ja, also das zum Beispiel wäre eine Option, das am Anfang zu machen. Ja, oder eben, wenn man es hier in dem Fall mit diesem Doppelruf, so wie Flo das jetzt versucht, dem fehlt jetzt auch nur noch ein Ruf. Wenn er jetzt zum Beispiel noch ein Tier hat, was auch Ruf bringt, würde er auch schon eine Karte jetzt aufrüsten können. Okay, weil ich habe hier nur Level 2 Karten. Bist du fertig? Bin ich schon wieder dran? Ich suche mir noch einen aus, du kannst schon mal machen. Super, sehr gut. Denn du hast Karten gezogen. Mhm. Gut, das mache ich auch. Ne? Denn auch ich hoffe noch auf eine andere. Also, hier habe ich ja kein Tier, wo ich Ruf bekomme. Ne? Das sehe ich richtig. Doch hier. Ach, da unten. Allerdings, natürlich. Da bräuchtest du jetzt allerdings den Partner so noch für. Das und das kriege ich jetzt auch. Das natürlich, jetzt, ne? auch jetzt hast du ja die Uni genommen. Mhm, also. Genau, das stimmt. Okay, da hätte man natürlich das anders machen können. Na, hier gibt es auch noch einen, aber der ist auch ein bisschen schwieriger auszuspielen, weil es ist ein großer. Ach, für 30, die Galapagos-Schildkröte. Die würde auch Ruf bringen, aber das. Ja, gut, ich kann das ja mal für spätere Züge schon mal vorbereiten. Also, du hast jetzt nochmal, um das zusammenzufassen, die Wahl entweder freie Auswahl aus der Auslage, weil das hier. Dann, also frei bis hier. Nee, du hast hier komplett freie Auswahl, weil das hier die Stufe ist. Ach stimmt, natürlich. Das ist Zuschnappen darf ich überall, genau. Zuschnappen ist, egal wo der Rufmacher ist, einfach eine Karte aus der Auslage nehmen. Genau, das ist Zuschnappen. Mhm. Und dann gibt es das Konzept mit dem Board, das ist eine Karte in Rufreichweite nehmen oder vom Stapel. Ne? Oder man kann sich auch merken, der Stapel liegt immer in Rufreichweite, so kann man sich das auch merken. Aber ja. Gut, da oben haben wir noch. Also um das jetzt nochmal zusammenzufassen, du hast jetzt die Wahl, entweder eine Karte, die freie Auswahl aus der Auslage oder drei Karten ziehen, dann aber von oben und eine Karte abzuschmeißen. Und das kann auch eine Karte von der Hand sein. Also du musst nicht eine von denen abschmeißen, die du gerade gezogen hast. Ja. Okay. Und du kannst dir ja jetzt überlegen, kann Ben schon mal weitermachen. Genau. Also das ist jetzt nicht so kritisch. Mhm. Ach je, meine Güte, da ist aber echt... Das ist schon einiges zu tun. Ich weiß nicht wie. Verbandsarbeit macht jetzt, also die Aktion ist ja quasi tot, oder? Die ist jetzt erstmal außen vor, ja. Wenn man dann später mehr Arbeiter hat, dann kann man die natürlich auch häufiger auslösen. Aber deswegen ist es ja auch hier eine wirklich spannende Entscheidung, ob man jetzt eine Karte aufrüstet oder lieber noch eine Arbeiter nimmt und dann dadurch eben die Aktion zusätzlich zur Verfügung. Spannend, gleich am Anfang. Ich würde hier einfach jetzt mal Pause 2 machen. Dann geht der Marker. Das haben wir auch gerade vergessen, übrigens. Gut, dass du es sagst. Du hast ja gerade auch die Kartenaktion ausgelöst. Da ist immer eine Pause 2. Ah, stimmt. Ja. Genau. Also eine schöne Schritte Folge. Und dann nehme ich hier einfach 2 Karten und muss keinen davon erstmal abwerfen. Genau. Wir haben einen lustigen Bart. Nur jetzt meintest du ja eben, ne, das ist vielleicht gerade im Zwei-Spiel-Spiel auch wirklich ein spannendes Konzept nochmal, auch was die Interaktion angeht. Mhm. Du hattest ja eben gesagt, wenn ich jetzt keine Sponsorenkarte habe, dann ist die Karte ja tot. Ne? Mhm. Nee, das ist nicht so, weil du ja eine zweite Option noch hast. Genau, ich kann Pause X machen. 5 Geld und Pause X zu machen. Also wenn jetzt beide Spieler schon Karten gezogen haben, dann kann man mit einer Pause 5 die Runde beenden. Ja. So, wenn du das jetzt machen würdest, dann würdet ihr beide natürlich wie blöd Karten abschmeißen müssen. Ja, Na, du vielleicht nicht, du hast ja ein Handkartenlimit von 5. Ne? Das stimmt, aber Ben muss natürlich extrem viele Karten abschmeißen. Ist natürlich jetzt nicht so schlimm. So, also ich sag's ja nur, ne? Also das ist ja gerade im Zweispielerspiel ist das wirklich ein strategischer Idee.
Aspekt. Ich nutze den Sponsor tatsächlich auch, habe aber zum Glück einen Sponsor. Genau, also habt ihr jetzt so viele Karten gezogen, da sollte dann auch einer bei sein. Und das ist ja auch ein richtig guter, wenn ihr Raubtier sammelt. Ja, den hatte ich schon auf der Hand tatsächlich. Sehr gut. Aber ne, jetzt ist es so, ab jetzt erhalte ich für jedes Raubtiersymbol, das in einen beliebigen Zoo gespielt wird. Mhm. Bei ihm auch? Ja. Das ist ja der Wahnsinn. Nee, 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 Imperium ist auch Spielbereich, ist dein Bereich. Ja, ist ja auch so. Genau. Nee, das ist immer Spiel. Sehr gut. Und? Man sieht das ja an dem Symbol, dass da mehrere Leute auch drauf sind. Ne? Mhm. Egal, wo ein Raubtier gespielt wird. Und es gibt mir ein Raubtiersymbol. Und, ja, Karte und das Raubtiersymbol gibt dir in dem Fall auch 3 Geld, weil sich die Karte ja selber schon... Aber dass ich die Karte eigentlich noch rausfinden sollte, weil die überpowered war? Nein. Sehr gut. Und Ben ist dran. Ich mache Sponsoren. Die Karten triggern sich auch schon selbst. Das heißt, ja, sie müssen nicht liegen, damit sie wirken, sondern sie zählen genau. sich schon selbst. Das heißt, okay, das ist eine wichtige Geschichte. Ich jetzt auch den Effekt zweimal. So, ja, also die Karten sehen sich immer selber, ne? Also, genau. Also die Karten, die immer triggern, wenn man ein Symbol bekommt, triggern auch für das Symbol, was sie selber mitbringen. Das ist einheitlich bei allen Karten hier so. So, du spielst jetzt eine Sponsorenkarte auf 5, das wäre die Europa-Koryphäe. So, der macht jetzt einmal für jedes Europa-Symbol eine Attraktion, das heißt 1-2. Aber würdest du jetzt 2 Attraktionen kriegen, du bist gelb, dann gehst du auf 6. So, das ist der Effekt für später. Aber der eigentliche Clou bei der Karte ist ja, dass du jedes Mal, wenn du ein Europasymbol bekommst, und das ist auch nur du, deswegen ist das hier nur ein Männchen, wenn du ein Europasymbol bekommst, darfst du einen einer Gehege umsonst platzieren. Also könnte ich das jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, hier legen? Zum Beispiel würdest du das dann legen können und würdest du dann auch den Bonus bekommen. Das ist ja, klappt ja wirklich Zufall. Wie ist das mit den Gehegen nochmal? Von den Gehegen darf ich beliebig viele haben. Ja. Jedes, also ich darf auch noch einen Dreier haben, ja, und noch einen Dreier und noch einen Dreier. Ja. Aber von den Gebäuden darf ich immer nur eins. Nur die Sondergebäude. Also genau. Die Großvogelvoliere, das Reptilienhaus und das Streichelzoo darf man genau einmal in seinem Zoo haben. Also ich habe auch noch nicht so viele Zoos gesehen, die mehrere Reptilienhäuser haben. Aber ja, ne? Also die darf man genau nur einmal haben. Und auch das habe ich eben auch nicht gesagt, die Partner-Unis und die Partner-Zoos, die stehen jedem Spiel auch genau einmal. Also darf man keinen doppelt haben. Ne? Die gibt es jeweils nur einmal. Und das ist Endgame. Genau, das braune unten rechts in der Ecke ist, wenn du am Ende des Spiels es geschafft hast, 5 Einer-Gehege zu belegen, dann kriegst du noch einen Artenschutzpunkt extra. Mehr geht auch. Nein, das ist genau 5. Nein, klar, du kannst mehr haben, aber ja, du kriegst maximal einen Punkt. Gut. Also nicht, wenn du 10 hast, dann 2, sondern wenn du mindestens 5 hast, dann bekommst du am Ende einen Artenschutzpunkt. Ich werde Tiere ausspielen. Und zwar spiele ich den Lippenbär. Ne, muss in ein Dreiergehege. Oh, hast du? Habe ich, genau. Kostet mich 15 Geld. Ja. Also 14. Kriegst du einen wieder. Genau. Den Lippenbär. Super. Ist ein Raubtier. Ja, kriegst du 3 Geld wieder. Also wieder. Er kostet mich nicht 3 weniger, ne, sondern ich kriege 3 wieder zurück. In dem Fall kriegst du 3 wieder. Das ist wichtig, weil das ja auch bei den Gegnern. Genau, Träger. Aber du musst vor allem das Geld auch haben, wenn ich jetzt genau... Ja, in dem Fall ja, aber sonst... Ne, das so. In dem Fall musst du es haben, genau. Ja. Super. Boost verwandt. So, jetzt vielleicht nochmal, der hat jetzt hier ein Symbol mehr, das ist eine Besonderheit bei den Bären. Die Bären sind keine eigene Kategorie, die Hauptgruppe ist hier Raubtier. Es gibt eben noch 2 Subkategorien, das sind die Bären und die Streicheltiere, die es gibt. Okay. Die Besonderheit bei den Bären... Genau, also ist einfach... Das Symbol macht für sich genommen nichts, aber es triggert halt für andere Karten. Ne? Mhm. Es gibt halt diverse Karten, die damit synergieren. Das ist deswegen, genau, das ist auch schon alles. Und der Boost-Verband sagt... Du darfst im Anschluss deine Aktionskarte Verband auf 1 oder 5 legen. Genau, und das ist das, was ihr meint mit dem Anschluss. Jetzt würdest du die Tierkarte erstmal zurücklegen. Nach hinten packen. Und jetzt passiert alles, was im Anschluss ist. Also hast du jetzt die Wahl, deine Verbandskarte, die Verbandskarte, das ist die. Stimmt, und jetzt in dem Fall macht es Sinn, die vielleicht nach unten zu legen, weil du deinen Arbeiter ja schon benutzt hast. Genau, richtig, ja. Zack. Pfui. So, warum mache ich sowas nicht? Ja, und dann ist es auch so, dass also jede Tierklasse auch immer mit einer bestimmten Aktion verbunden ist. Mechanisch, ne? Ja. Also spieltechnisch. Also so die Bären sind mit Verband immer ein bisschen unterwegs. Ja. Die Pflanzenfresser haben viel, was mit der Sponsorenkarte passiert. Die Primaten mit der Kartenziehaktion und so weiter. Also so, es zieht sich halt so ein bisschen durch. Das muss ich auch noch machen, ne? Ich darf jetzt noch 6 Attraktionen. Ja, du solltest 6 Attraktionen auch bekommen, dann hätte ich dich bei 7. Genau. Oh, hier sind gerade 2 Würfel runtergefallen. Nein, sind 2 Würfel. Ich kriege die beide. Ach, das ist hier die. Genau. Ja, den anderen. So.
Ja, kein Problem. Dadurch, dass das Spielbrett etwas lang ist. Das heißt, ich brauche ein Dreier. Wenn Matthias an den Kopf des Tisches gesetzt haben. Genau, das ist der, du hast jetzt ein Streicheltier, ne? Mhm. Für das Streicheltier brauchst du, genau wie bei der Großhöhlenvoliere oder dem Reptilienhaus, den Streichelzoo. Das ist dieses Gehege, was man aber auch ganz am Anfang schon bauen kann. Das ist hier dargestellt, wäre dieses Gebäude und da. Das brauchst du, um Streicheltiere zu brauche ich aber trotzdem Level 3 für, weil das genau, es ist große, Größe 3, kostet dementsprechend auch 6 Geld, kann auch ohne, dass du das aufgerüstet hast, schon gebaut werden. Mhm. Genau. Und Streicheltiere-Symbole werden dann auch die Ziegen, oder? Das ist das Symbol für Streicheltiere. Ah, okay. Genau. Meine Sponsoren bringen mir irgendwie noch nicht so viel. Bei Einkommen, Einkommen gibt es doch immer da, ne? Aber da brauche ich Level 2. Ja, genau, das ist genau. Jede Runde dann, ne? Naja, aber erst Level 2 ist schon ein bisschen. Die kann ich spielen, aber ich habe keine Lust rein. Ja, gut, aber erstmal, das ist ja dann eine Perspektive, ne? Richtig. Kerstin, die mich übrigens mit H schreibt. Flo. Ich spiele zwar ein Tierspiel, aber ich bin noch kein kleines Insekt. Was? Flo bekommt noch ein Einergehege? Bekommt noch ein Einergehege umsonst, schreibt sie. Aber warum bekomme ich ein Einergehege umsonst? Also Kerstin, danke schon mal für den Hinweis. Ja, bin ich jetzt aber auch gespannt. Wieso oder falsch? Warum glaubst du, dass ich noch ein Einergehege bekomme? Ich habe hier übrigens auch keinen Dings, ne? War das, ist das Absicht? Oh. Nee. Tja, wir wollten nicht die ganze Zeit auf die. Also sonst siehst du auch natürlich immer recht. Ja, ich habe da ja schon mal geguckt, aber das ist immer so, da muss man sich so machen. Ja, genau. Darum ist der besser. Ich kann den ja noch sehen. Sorry, habe ich auch gerade gesehen wie Ben eben. Okay. Ja. Was für Mist. Kerstin, Mensch. Aber alle, ne, wie gesagt, alles raus, Fragen. Das hier wären ja die Anmerkungen. Das heißt, wenn ich jetzt noch ein anderes Symbol bekomme, dann könnte ich mir hier irgendwas upgraden. Ich kann dir gerade nicht folgen. Der Text, der hier steht, bezieht sich nur auf die. Das ist nur das Ende. Die Erklärung. Das ist farblich kodiert. Dann kommen die Punkte, beziehen sich immer auf die jeweiligen zugehörigen Punkte. Das braune ist die Endwertung. Also der Text. Der Text hier. Farbkodierung ist ein bisschen schwierig bei Ben. Das ist was siehst du? Rot-grün blend, ich sehe da. Aber ja, aber das ist ja braun. Ja, braun sieht für mich nicht. Also, auf jeden Fall, diese Farbe, diese Farbe hier, diese Farbe ist dieselbe Farbe wie hier unten rechts in der Ecke und der Text erklärt einfach nur, was das hier unten macht. Und das ist blau, ja, erklärt das, was die Symbole hier oben bedeuten. Das ist einfach eine Schutzkarte. So, ja, da müsstest du erst einmal aufleveln für, also würde ich dir die empfehlen und dann eine abzulegen, zum Beispiel die, das ist doch was für. Da du auf der Leiste vorangegangen bist, weißt du? Kerstin. Da du, ne, zu meiner Geschichte glaube ich, da ich auf der Leiste vorangegangen bin, auf deiner Leiste, da ich auf dieser Leiste das heißt nicht, bin, dass man einer Gehege. Da kriegt man kein Gehege, nein. Ist einfach so, dass man ab der Stelle ist man. Auf der Leiste gibt es keine Platzierungsboni. Die gibt es nur hier. Auf der Artenschutzleiste. Das bedeutet einfach nur, dass man ab dem Moment, wo man 5 Attraktionen hat, von den gegnerischen interaktiven Fähigkeiten betroffen sein kann. Genau, von den dreckigen Karten. Genau. Vorher geht das nicht, weil damit man nicht, gerade am Anfang hat man ja eine Reihenfolge und wenn jetzt der Spieler, der nicht anfängt, dann auch sofort in der ersten Runde vom Gegner vergiftet werden kann, wäre halt irgendwie nicht so, so richtig super. Also ich mache Sponsoren Level 5, ich spiele meinen Level 5 aus 3 Koryphäe aus. Ich krieg für jedes Australien-Symbol einen Punkt. Aber wenn, warte mal eben, jetzt habe ich ja, hast du nicht eben den gespielt? Ja. Dann stimmt, scheinen wir übersehen zu haben, dass du die Karte siehst du? Verschoben hast. Ja, muss man. Das ist das Problem, wenn man es nicht sofort macht, dann kann das halt passieren. Also deswegen, keine Ahnung, also wir haben antippen und dann. Aber nach oben liegen ist ja klar, wenn du es nach oben legst, ist es bereits verbraucht. Nee, es lag da auch eben oben. Ich dachte, ich hätte es noch nicht gemacht, ob sie runtergezogen. Also muss man gucken. Aber du hast gerade den gespielt, also kann es eigentlich nicht sein, dass der schon wieder auf Stufe 5 ist, ne? Richtig. Startspieler sagt, sieht so kompliziert aus. Ja, du hast ja nur 5 Aktionsmöglichkeiten, ne? Also es ist schon viel drin, wenn man es halt, ne, wenn man einmal drin ist, dann ist es, glaube ich, super cool, weil es halt viel bietet, aber. Zum Reinkommen muss man einfach ein bisschen was anhören. Klar, ist was los. Wenn du uns ein Lieblingsspiel von dir nennst, Startspieler, können wir ungefähr einschätzen, ob es kompliziert ist oder nicht kompliziert. Ne? Um so ein bisschen so einen Vergleich zu schaffen, weil manch einer sagt, ach Mensch, ich spiele gerne Memory, schaffe ich das ja auch, dann kann man sagen, so, probier jetzt noch was anderes. Nochmal Coloretto, Zoloretto. Genau, ne? Und irgendwer anders sagt, ich spiele gerne Kanban EB, komme ich hiermit auch klar, dann kann man sagen, ja, probier's. Ne? Ich könnte jetzt aber auch, genau, ich baue jetzt, zack, und zwar möchte ich gerne einen Streichelzoo bauen. Ja. Den da.
Der kostet mich 3 Geld. 6. 2 pro Größe, also 6. 2, 6 Geld, dann hätte ich 5. Du musst auch noch ein bisschen aufpassen, ne? Also. Was? Ja, mach ich. Der kann nicht rechnen, genau. Und den kann ich jetzt auch wieder irgendwo hinnehmen, wo es hier angrenzt. Ja. Da nicht drauf. Da. Also beide kriegst du nicht? Nee. Weil dann würdest du. So? Ja? Nein. Nein. Okay, hier gibt es noch ein X. Da würde ich, muss ja auch irgendwie planen. Ob wir alles vollbauen, wir müssen noch ändern. Du musst nicht alles vollbauen, ne? Also ganz wichtig. Also es ist nicht, es ist unterschiedliche taktische Möglichkeiten. Ne? Also es ist, gefühlt würde ich sagen, jedes dritte, vierte Spiel baut man voll. Die Symbolleiste hier. Ja. Es gibt ja auch so, ne? Das finde ich auch mal sehr, sehr gut. Symbolübersicht, wenn es einzeln gibt und man nicht das ganze Regelbuch dafür in der Hand halten muss. So. Ich baue ja gerade, dann das. Das ist nicht unspannend. Ah, okay, spannend. Also das mit den Bedingungen, das ist schon ein bisschen Grübelei, aber finde ich gut. Ich brauche hier 33 also, Geld für ein Tier. Zeig dir die mal. Das ist aber... ne, ja. Bei der Karte hier, da muss ja schon... Da muss was passieren, ne? Ja, aber genau. Den Effekt hast du aber... Ja, natürlich. Das brauche ich aber eigentlich. Also 33 Geld für das eine Tier ist viel, ne? Ja, das ja. Ist auch, aber auch da wieder der Effekt. So, Startspieler sagt, Eons End spielt er gerne. Das ist ein ganz anderer Schnack. Aber von der Komplexität her? Hier kriege ich beides. Eine Karte vom Stapel. Entweder, also hier, du kriegst eine Karte hier. Deswegen ist das die Form. Und du kannst entweder vom Stapel ziehen oder in Rufreichweite. Genau. Und das wäre jetzt bei dir entweder der gesunder Kobold-Marki, ne, oder eben von oben eine ziehen. Für den ich einen anderen Zoo bräuchte. Ich hole mir einfach mal hier so ein X. Das ist, glaube ich, nicht schlecht. Genau. Ich glaube, von der Komplexität kommt bei Eons End eher die durch das Kooperative. Ja. Da sind die Abläufe einfacher. Hier muss man ja selbst ein bisschen. Also, das ist doppelt. Also man muss das passen. Bei uns muss man nicht selber grübeln, dann macht das ja einfach. So, du bist fertig? Ich habe meins noch hingefunden, ich habe das gebaut, ich habe es bezahlt, ich habe das X bekommen, ich habe alles. Sehr schön, finde ich gut. Ich nutze wieder meine Kartenaktion. Ich bin lange, sorry. Moment. Jetzt fange ich auch schon damit an. Gerade eben darum noch ne, den Zeigefinger. Nochmal Karten ziehen. Okay. Genau. Denk dran, dass gleich die Runde dann noch zu Ende ist. Ja, ne? Genau. Ich nehme mir aber... Aber gut, du kannst ja 5 behalten. Genau. Ich habe schon vorgesorgt. Genau. Also was, 2 Karten ziehe ich nochmal. Hilfe, ja. Ich will die alle behalten. Und jetzt kommt sie nach da. Und jetzt der Pausenmarker. Also 1, vielleicht nochmal so ein konzeptueller Hinweis. Ja. Karten, man kriegt genug Karten, ne, bei dem Spiel. Es ist nicht so, dass man muss nicht zu sehr an den Karten denken und es ist immer schwierig, mal was wegzulegen, ne, wenn man sie nicht alle ausgespielt hat vorher. Aber man hat, das war mir wichtig, immer Zugriff auf viele Karten. Ne? Du hast ja die Auslage, du siehst ja da auch Karten und da ist es dann eher die Frage, die richtigen auszuspielen, ne, oder eben in der richtigen Reihenfolge oder eben mit den richtigen, ja, also in der richtigen Kombination halt, ja. Als jetzt kriege ich die richtigen Karten und wie schlimm ist es schlimm, jetzt mal einer wegzulegen. Ja. Kann ich denn das hier, das muss ich auch nach den normalen Regeln angrenzend legen, was bei mir gerade nicht funktioniert, ne? Doch, das würde gehen und zwar, das ist ja auch ein, da zum Beispiel. Das ist ja auch ein Randfeld. Das ist ein, ach, es muss ja mindestens nur 2 haben. Ja. Genau, dankeschön. Du bist dann durch? Ich bin dann durch. Dann mache ich Sponsoren, ich pimpe das um einen. Dann kann ich die auf Level 3 spielen, krieg dafür aber auch sofort ein wieder Cashback. Ja. Und schieb dann die hier nach hinten. Du kannst mich mit deinen ganzen anderen Karten kannst gleich alle wegschmeißen. Warum das denn? Treff mich nicht mehr. Warum das denn? Ja, also außer Quarantänelabor. Also Hypnose, Stibitzen betreffen mich nicht. Quarantänelabor? Ja. Da werde ich andere Mittel finden. Das ist wie geschützte Habitate. Das ist wie geschützte Habitate, ja. Genau. Und das war mein super schneller Zug. Sehr schön. Sehr gut, du hast mich jetzt leider überrascht. Ja klar, Quarantänelabor. Da hast du mich leider überrascht. Okay, aber hilft ja nichts. Ich werde die Sponsoren spielen. Und zwar mit einer Pause. Kann ich jetzt, die Frage habe ich mir vorhin schon gestellt, kann ich jetzt eine Pause 4 machen? Du kriegst dann 4 Geld, ja. Ich kriege da 4 Geld, obwohl es über die Pause rübergehen würde. Ne? Okay, das steht ja auch extra separat da drauf. Ne? Machst Pause X und kriegst X Geld. Der Marker bleibt dann, geht halt dann nicht weiter. Aber das machen wir jetzt mal. Dann würdest du 4 Geld nochmal bekommen. Genau. Dankeschön. Und ich setze den weiter. So, weil du die Pause ausgelöst hast, bekommst du noch einen X-Marker. Das steht hier drauf, genau, hier vorne. Jetzt gehen wir die Pause. Jetzt können wir das hier durchgehen. Ne? Bernus ablegen auf 3, ich auf 3? Auf 5. Ja, ja. Ich habe 4 angefangen. Ja, ja. Das ist, Also, das finde ich jetzt nicht so gut, ne?
Ja, er sagt, ich kriege ihn nicht, aber ich kriege ihn. Da hilft auch das Quarantänelabor. Hilft auch dein Quarantänelabor nicht. Auf 3. Oh, das ist jetzt aber, ich mag die alle hier. Sowohl die Menschen als auch die Tiere. Dann habe ich gerade noch gesagt, es macht nichts mehr aus. Ja, ich dachte 4. Genau. Mit 4 ist alles, aber jetzt muss ich ja. Ja, muss ja eins, einem ist nur ein Unterschied. Nur. Also den will ich ja schon haben. Zeig mal. Also das wird zwar dauern, ja, aber auch, das ist jetzt so ein Ding, ne? Der ist halt auch echt teuer. Und da habe ich jetzt schon voll geplant für. Das 3 ist nicht so meins, glaube ich. Nee. Ich meine, guck mal, du hast ja jetzt, den musst du ja jetzt behalten. Das hast du ja schon gebaut. Genau, ja, den will ich auch noch. Überhaupt keine Frage, ne? Und sie, wie oft macht man das? Das macht man einfach so oft bis... Immer wieder, ne? Pause hängt einfach davon ab, wie effizient ihr sonst so seid. Ne? Aber ich so als guter Richtwert würde ich so 6 bis 8 Runden ist eigentlich so. Okay. So eine, ich habe ja schon eine Koryphäe, die würden sich nur gegenseitig ins Gehege kommen. Ja. Ins Gehege kommen. So ein okay. So, dann. Ja, dann sollte dann jetzt noch irgendwelche Giftmarker liegen haben, ne? Dann würden die jetzt abgeräumt werden. Genau, so. Dann das passiert also nicht. So, das heißt, ihr kriegt eure Arbeiter wieder. Mhm. Einmal hier. Natürlich. Hier, es steht jetzt auch wieder der Europa-Zoo zur Verfügung. Genau, das wird nachgefüllt. Steht hier. Jetzt also die nochmal kaufen, ersten beiden weggeixt hier, ne? Mhm. Was denn? Ja, ich hab nur das Floh wählen. So, und dann, genau. Ja. Die ersten beiden Karten werden abgeräumt. Mhm. Und jetzt gibt's Einkommen. So, und 2 neue. So, Einkommen. Genau, ich bekomme 7 Einkommen. Einkommen wird hier oben auf der Attraktionsleiste immer gezeigt. Der blaue Spieler ist das Flo, der kriegt 11 Einkommen. Genau, nichts dazu, plus, ne? Ja, 11. Ich hab nichts, genau. Okay, gibt's auch noch. Dankeschön. Und Ben bekommt 10. Und nix. Okay. Hätte ich den Dick heute doch behalten können. So, und jetzt kommen wir auf den hier. Das ist. Muss aber auch noch 10 Geld für ein Fünfergehege bezahlen. Ja, ja. Also. Dafür hast du schon, zu viel anderes gebaut, um das jetzt am Anfang zu machen. So, das war schon mal ziemlich klar hier. Also das ist die Einkommensgrenze. Genau, also wofür gibt es Geld? Ne? Also es gibt Geld von der Leiste. Und für Gebäude. Von der Leiste, für Kioske gibt es Geld. Und dann eben von, das hier ist das Symbol von der Artenschutzleiste. Genau, wo du was bekommst, genau. Und dann von blauen Karten, von Sponsorenkarten, die eben auch so ein Symbol haben. Im Prinzip alles, wo eine Hand abgebildet ist. Die gute Einkommenshand, genau. Mhm. Alles, wo die Hand abgebildet ist, plus Kiosk und Board. Ja, Kioske bringen einfach nur ein Einkommen, machen die noch was? Ja, ein Einkommen, aber pro angrenzendes Bauwerk, was nicht leer ist. Ah, okay. Also wenn du jetzt zum Beispiel, machen wir es mal einfach, wenn du jetzt hier einen Kiosk hättest, dann würde der ein Geld geben, das ist leer. Sobald du das belegt hast, wären es 2 Geld. Ja, okay. Na, also das Maximale, was man von einem Kiosk kriegen kann, wären 1, 2, 3, 4, 5, 6, wenn man das halt wirklich gut zusammengepuzzelt hat. Ja, so echt... Das geht, aber ist jetzt, ne? Schön, wenn Matthias immer die Karten auf den Ablagestapel umdreht, dass du den ja, aber hier ganz schlimm, ich meine, die sind ja jetzt nicht gesleeved, ja, aber wenn man die gesleeved hätte und du würdest die so rumlegen, dann zerstört man sich sofort die Hülle, wenn man die falsch rummischt. Das geht gar nicht. Die sind ja nicht gesleeved. Ja, ist ja gut, sind sie nicht, aber. Ja, man kommt da nicht raus aus der Rolle. Das ist, ja, nee, da stehe ich zu. Das geht gar nicht. Immerhin habe ich es mir verkniffen, dich darauf hinzuweisen. Ich hab das schon mal gemacht. Ben, du darfst, Ben. Was macht denn die Archäologe? Aber guck mal, er schreibt, da ist nicht mein innerlicher Mond glücklich, sondern seiner. Ihn stört das nämlich auch. Ja, genau. Deswegen ist es ihm auch aufgefallen. Du hast Unterstützer in der Community auf jeden Fall. Ja. Leidensgenossen, ja. Wenn ich die habe, die ich mir nicht holen kann, und der 10er frei ist, kann ich mir jedes Mal 10 Geld mit irgendwas platzieren? Ja. Wie krass ist die denn? Ja gut, ne, den 10er-Bonus gibt es jetzt nur auf dem Plan. Ah, okay. Ja, aber ja, die ist gut, ja. Ich ahne, was Flo vorhat, die muss ich irgendwie nehmen. Aber das kann ich ja nur auf Level 5, ne? Nee, mir die von da an. Wo bist du jetzt? Da, Karte nehmen. Du kannst zum Beispiel, wer ist denn jetzt dran? Du bist dran. Du kannst, wenn du jetzt auf diese Karte baust, dann darfst du ja in Rufreichweite eine Karte aus der Auslage nehmen. Genau. Ja. Und deine Rufreichweite geht ja auf jeden Fall auf das Feld. Aber du hast recht, mit deiner normalen Standardaktion hättest du Karte nehmen auf Level 5 haben müssen. Genau, wenn du das hier mitnehmen möchtest, dann müsstest du die hier auf 5 liegen haben oder aufgerüstet haben. Genau, oder 2 Marken. Genau. Aber wenn du die jetzt haben möchtest, die liegt in deiner Rufreichweite, dann könntest du das Feld bebauen und würdest die oder das Feld bebauen. Das ist ja derselbe Bonus, dann würdest du die kriegen. Dann müsstest du aber jetzt nochmal ein Gehege bauen. Die ist ja, also ich finde die ganz sehr mächtig in der Konstellation. Ne, aber die triggert bei dir jetzt noch einmal, zweimal, dreimal, viermal kannst du die auslösen.
Immer wenn du einen Platzierungsbonus von einem Randfeld bekommst, darfst du einen der Randfelder. Nur von Randfeldern. Genau. Also das geht jetzt noch einmal, zweimal, nee, dreimal. Ich habe den hier mitgezählt. Einmal, zweimal, dreimal kannst du das noch auslösen. Ne? Ist trotzdem gut, aber jetzt nicht unfair. Ne? Das ist ja der springende Punkt an der Stelle. Ja, froh kann das noch dreimal auslösen, wenn auch 30 Geld. Pff, 30 Geld geschenkt ist schon echt eine Menge. Ach, Geld ist nur Geld. Aber dann könnte man mit 30 Geld könnte man Elefanten spielen. Wenn man ihn noch hätte, ja. Aber geht es ja schon bestimmt. So, du wolltest einen Zug machen? Ja. Ne? Ich habe hier nämlich ja schon drei Aktionen, die ich spielen möchte. Echt? Ja. Ich bin noch bei der hier. Ich will auch das machen. Aber man kann die Karten jetzt auch zum Beispiel übereinander schieben. Ne? Jetzt um nochmal den Monk hier so irgendwie zu. Ja. Könnte man machen, ne? Muss man nicht. Frank schreibt, auf diesem Zugplan gibt es links als Belohnung für die Unterstützung eines Artenschutzprojektes auch die Möglichkeit, einen weiteren Arbeiter zu bekommen. Ja, das, ne? Das stimmt. Aber da brauche ich ja, Afrika habe ich ja gar nicht, Raubtiere, das ist kein Raubtier. Unterschiedliche Kontinente, da hättest du jetzt im Moment auch nur Europa, aber ja, muss ja nicht so bleiben, ne? Hilfe. Und der Briten. Entschuldigung, ich war gerade eingeschlafen. Hallo? Also, ich mache jetzt was. Nicht wegen des Spiels, sondern... Den Antrag soll ich gerne haben. Ich bin nicht bauen. Ich möchte gerne... Weil Ben... Ich kann jetzt auch wieder Verwandtsarbeit. Dieser Grübelstarre da verhängt. Ja, man hat... Tja. Du kannst dir zum Beispiel den zweiten Partner zu holen. Und mit dem zweiten Partner so hättest du dann auch. Kann ich eine Karte umdrehen? Dann kannst du eine Karte aufrüsten, ja. Das ist ja auch sexy. Grünstamm ist ja ein bisschen Lob und auch Fluch von so einem Spiel zugleich, ne? Also, weil es zeigt natürlich, dass du die Tiefe hast, die du haben möchtest. Zeigt aber auch, dass natürlich da, natürlich du bei Personen haben, die alles. Ja, aber das ist ja auch gerade, wenn man am Anfang noch nicht so. Du weißt ja noch nicht so die Weitsicht, ne? Ob lohnt sich das jetzt noch an der Karte festzuhalten oder nicht, das kannst du jetzt noch gar nicht einschätzen. Ne? Und das macht schon viel aus dann am Ende. Aber du kannst ja hier schon eigentlich ein bisschen weiter vorausplanen. Du kannst ja nicht erst anfangen zu planen, du musst ja nicht erst anfangen zu planen, wenn du dran bist. Genau, nee, das auf keinen Fall. Ja, wenn die Züge waren, so ich meine, natürlich kann. Er wusste jetzt nicht, ob du Pause machst oder nicht. Hat er plötzlich den Arbeiter zur Verfügung. Klar, das wusste er vorher nicht. Ne? Sowas zum Beispiel. Hier dürfte ich jetzt einfach einen Marker dahin legen für 2 Geld. Nein, das ist nur, wenn du es aufgerüstet hast, deswegen ist das hier pink. Ne? Genau. Ah, so hast du. Und nicht für 2 Geld, sondern mit 2 Geld einen Artenschutzpunkt kaufen. Ah, okay. Hier, du kannst jetzt, das hier bedeutet, dass du ein Artenschutzprojekt unterstützen kannst. Also wenn du jetzt 2 Löwen hättest oder 3 verschiedene Kontinentensymbole, könntest du eine hiervon unterstützen. Moin Spartakus, es spielt sich sehr gut. Ben überlegt nur jedes Mal. Hallo, ich habe vorhin zu den 3 Sekunden gemacht, dann sagst du da. Also ich mache das hier, auch wieder Verschwendung. Kann ich auch dann nur, wenn ich das nur auf Level 3 mache, schiebe ich nur 2 Punkte nach hinten, oder? Nein. Nein, schade. Aber da du ja auch noch keinen zweiten Arbeiter hast, willst du es vielleicht auch gar nicht nur 2 nach unten schieben. Weil da kommt es ja schon wieder dran, was ist denn damit, ne? Ich werde auch so schnell keinen zweiten Arbeiter bekommen, weil ich hätte jetzt gerne einfach mal den hier. Und jetzt darf ich eine Karte umdrehen. So, weil du jetzt genau, als Platzierungsbonus für den zweiten Panzer so darfst du eine Aktionskarte aufrüsten. Aha, da muss ich erstmal nicht durchlesen. Also vielleicht nochmal für die Zuschauer, ne, mit dem langen Überlegen. Also die Jungs spielen das jetzt tatsächlich hier heute in der Version und generell das erste Mal. Ne? Also wir haben jetzt nicht vorher schon 3 Partien gespielt, sondern das ist jetzt wirklich... Der ungeschönte Erstspieler-Eindruck. Ja. Inklusive... zufälligen Startkarten. Genau, richtig, ja. Ja, wir machen ja hier keine Theatervorführung, sondern das ist hier halt der geile Shit, den ihr erlebt, wenn ihr spielt. Ne? Man erlebt das Spiel wirklich, das ist ja das Schöne, was wir am Spiel noch mögen, oder? Ja. Gerade so diese Spiele das erste Mal so erkunden, spielen, aufsaugen. Terrifying war es noch 140 Partien, spielst du da drunter und weißt schon, die Karte und hier ist noch so, oh, genau, was klar. Kann ich? Ja, krass. Natürlich, genau. Ja, bitte. Finde ich großartig. Bist du fertig? Sehr gut, ich baue ein Bauwerk. Das hier nach oben. Ich gebe 10 ab. Boah, 10. Was willst du denn 10 machen? Fünfergehege. Genau. Ja, ich habe eine Vorstellung. So, und Fünfergehege, genau. Könnte ich natürlich hier hinspielen. Ne? Also, dann dürfte ich andersrum, okay. Ne? Ja, genau. Das könnte ich natürlich hier hinspielen, genau. Ich könnte es auch... Ah, also das mit dem Bauen, mit dem Puzzle hier ist interessant, dass du das eingebaut hast. Karl wird es hassen. Naja. Ja.
könnte natürlich auch irgendwelche so rumbauen und hoffen, dass man das andere dann. Also auch da, ne, gibt es Pläne, wo es enger ist und welche da, also auf dem Plan ist. Geht's ja im Prinzip nur darum, welchen Platzierungsbonus genau. willst du haben. Ja, ne? Ja, genau, das ist ja noch völlig unentspannt. Genau, ne? Dementsprechend packe ich das ja völlig entspannt. So. Genau. Ich packe jetzt einfach mal unentspannt. Ich packe jetzt einfach mal so hin hier. Ne? Ja. Und nehme mir dafür das X-Marker. X-Marker. Mehr Freiheit. Und Ben ist dran. Ich brauche 29 Geld. Du hast 28. Das ist gar nicht so schlecht, oder? Hast du das mit eingerechnet, dass die minus 3 kosten? Dann baue ich mal ein Vierer-Ding. Zack. Genau, mit X-Marker, ja? Genau, dann gebe ich dafür 8 Geld aus. Vierer-Gehege habe ich auch. Gleich kommt der Killer zu. Hat das einen Solo-Modus? Spartakus spielt Solo und ich frage für einen Freund. Hat es. Genau, du kannst es Solo spielen. So eine Solo-Challenge. Er sprach für einen Freund. Spartakus spielt Solo. Spartakus spielt Solo, fragt für einen Freund, ob es Solo ist. Ja, Running Gag. Also ich leg das mal hier hin. Jetzt darf ich mir zum Beispiel die hier nehmen, ja, meins. Ja, genau. Spartakus, den kenne ich doch. Spartakus, wir haben auch schon mal telefoniert. Grüße. Und dann rücken die jetzt hier runter. Der hat schon mal angerufen, weil er hat nachgefragt, ob es so ist. Ja, wir hatten schon mal so eine Diskussion, da musste ich, ja. Ja, war uns gut und nein. Fehlt hier Checks oder das gehört so? Nein, die hat keine. Die hat zwei Symbole. Das ist der Moment, wo Matthias nervös wird und Frank schnell irgendwo hinguckt, ob seine Auflage auch so ist. Du bist fertig? Natürlich, warte, nee, noch nicht. Ich spiele meine Verbandskarte wieder aus. Ne, darf dementsprechend meinen Arbeiter einsetzen. Hole mir mal diese Geschichte. Ja. Wolltest du nicht das hier haben oder hast du die abgelegt? Nee, ich habe den Plan geändert. Hast du den Plan geändert? Ich habe den Plan geändert. Ich bin jetzt hier drauf gegangen. Schwuppdiwupp. Ne? Und darf jetzt. Darfst du? Gut. Ne? Ja. Gut. Also, das waren. Darfst du? War nur falsch intoniert. Ehrlich, fällig. Ich spiele Tiere. Und zwar gerne zwei. Und zwar die beiden hier. Ich hoffe, das klappt jetzt. Jetzt legt aber los da drüben. So, mach das nacheinander. Wir machen es mal einmal richtig. Also du löst die Tierkarte aus, genau. Darfst jetzt zwei Tiere spielen. Ja. So, das ist für die Effekte ist das halt nicht ganz unwichtig. Okay. Manchmal, ne? Also jetzt einmal. So, das erste Tier kostet mich 11. Genau. Nehme ich 9 zurück. Einmal 9. Und dann kriege ich jetzt einen Artenschutzpunkt, weil der Sekretär ist sehr gefährdet. Du müsstest, ja genau, in der Gehege noch umdrehen und dann kriegst du einen Atem. Du bist gelb und das macht 4 bis über 10. Das war Nummer 1 und jetzt kommt, also das kann ich jetzt auch direkt hier drüber legen. Genau. Den Bubo überdecken und dann habe ich jetzt hier ein süßes Streicheltier, ein Hausesel. Oh. Der verbraucht jetzt hier einen Slot. Genau, der macht jetzt einen Marker in den. Na, also man sieht jetzt an dem Vogel zum Beispiel, ne, der Sekretär hätte auch in eine Großvogelvoliere gehen können. Wenn du jetzt irgendwann noch eine Großvogelvoliere baust, dürftest du den auch da reinlegen. Vater, wir sagen dir mal ganz kurz, welcher Matthias bei uns heute zu Gast ist. Es ist dieser. Der Matthias. Ne? Genau, der Matthias. Dann kriege ich jetzt noch ein X, weil der Hausesel ist sehr trickreich. Er ist sehr trickreich. Ja, okay. Es gibt ein X. Ja. Und dann kriege ich für jedes Streicheltiersymbol in meinem Zoo noch 3 Punkte. Und das habe ich jetzt richtig krass vorbereitet, dass ich dafür 3 Punkte bekomme. Schick, ja. Und schlecht. Dann bin ich fertig mit der Aktion, schiebe sie nach hinten, rücke alles andere vor. Diese Karte hier, diese beiden Symbole, wähle ich aus in dem Moment, wo ich sie ausspiele. Wenn du sie benutzt. Das sind im Prinzip 2 Joker. Hierfür auch? Also, nein, nur für du kriegst ja. zwei Joker, die du bei Artenschutzprojekten dann benutzen kannst. So. Mhm. Genau, also du könntest dann sagen, so ich will hier die Raubtiere auslösen, ich habe aber nur 1 und gebe dann einen von denen aus. Mhm. Und dann hättest du quasi 2. Mhm. Okay, alles klar. Gut, das heißt, es hilft mir jetzt gerade eben nicht so viel, weil ich keine Ahnung. Das ist nur für Artenschutzprojekte. Weil ich ja da meinen Arbeiter schon eingesetzt. Nee, ja, okay, ja. aber genau. Das macht es halt einfacher, auf die hohen Stufen zu kommen. Ne? Mhm. Genau, okay. Okay. Gut, aber das ist eher was für später vielleicht dann? Oder mal, ja gut, zwischendurch Artenschutzprojekte zu machen. Aber ich kann ja ein Artenschutzprojekt nur mit einer Fünfergeschichte machen. Und natürlich bin ich jetzt gerade hier in einer ganz anderen Richtung unterwegs gewesen. Ja, das machst du diese Runde wahrscheinlich nicht mehr. Weiß ich nicht, aber...
Genau. Ich habe ein bisschen die Geschichte mit dem Geld. Da gucke ich immer noch so ein bisschen drauf, wie man Geld kriegt. Das eine Sache war natürlich jetzt hier über diese X-Geschichte und dann am Ende einer Runde. Ja gut, also du kriegst zum einen erhöhst du dein Einkommen, indem du mehr Attraktionen in dein Zoo in deinen Zoo reinspielst. Ne? Ja. Das ist klar. Dann hast du ja hier immer, wenn Raubtiere gespielt werden, schon so eine Karte, die auch Einkommen generiert. Letztendlich. Was ich nicht tun werde. Und ansonsten hast du ja da oben die Möglichkeit, wenn du dein erstes Artenschutzprojekt unterstützt, zum Beispiel, könntest du die 5 nehmen und hättest da auch ein stetiges Zusatzeinkommen. Genau, richtig. Ja, das stimmt. Okay, also oder du, wenn du dein nächstes Gehege da, kannst du ja auch auf den 10er Bonus nehmen, das ist auch nochmal ein ganz guter Schub zum Beispiel. Das ist aber in meinem Zoo werden dann die hier. Die du ausgespielt. Ja. Du musst du alles ausgespielt. Na klar, im Zoo ist immer alles, was man ausgespielt hat. Ja, natürlich. Ich kann ja einfach ein Zweiergehege dahin bauen oder ein Einergehege. Ja, hättest ja. Ne? Also, das ist ja, also das würde ja. Das nimmt man halt dann früher oder später mit. Ne? Na, okay. Aber ich baue jetzt als erstes mal. Der Effekt ist einmalig. Der ist dann in der Reichweite. Ja, manchmal hat man auch so ein paar Überlegungen hier. Aber das hilft mir jetzt gerade gar nicht weiter. Also daher lasse ich das. Wobei das geht, bringt mich da einen nach vorne. Das machen wir trotzdem. Also, ich spiele die Sponsoren, gebe allerdings 2 X dafür aus. Dann habe ich eine 5. Dann darf ich die Zooschule spielen. Das ist jetzt ein Sonder, den kriegst du hier. Ne, ein Sonderplättchen. Tada. Also, die Zooschule, die platziere ich, das ist so eine Zweier hier, also so ein Ding hier. Und das könnte ich. Moment, war das die, die ich dran spielen musste? Ja. Ja. Wo steht das denn nochmal? Das steht auf der Karte drauf und es ist hier. Ach, da oben war das, genau, richtig. Ja, genau, das stimmt. Und die muss ich aber auch angrenzend spielen. Ich darf sie jetzt nicht zum Beispiel irgendwo hier oben hinpacken. Ne? Das heißt, ich packe sie jetzt hier hin. Was brauchst du da? Eine Zooschule. Oh. Ja, eine Zooschule. Und darf dann entsprechend meiner Stufe mir eine Karte nehmen. Oh. So tolle Karten hätte ich auch gerne. Tja, na gut, okay, das ist jetzt nicht ganz so durchdacht, weil natürlich, da, also ich nehme es jetzt hierfür, für den Boni eigentlich. Du kannst ja auch die Reihenfolge kannst du dir auch aussuchen, ne? Also du kannst jetzt auch zuerst noch den Ruf nehmen. Also ja, wenn das Sven wäre zum Beispiel, genau, er könnte auch zuerst den Ruf nehmen und sich dann die Karte nehmen. Okay, aber na gut, ich, ich nehme den Ruf, ne? Ich hier. Boah. Und Chris, ich mache dir den Artenschutzpunkt auch schon mal. Dankeschön, genau. Und dann darfst du dir noch eine Karte nehmen, aber beziehungsweise wenn du den Ruf zuerst nimmst, darfst du auch zuerst jetzt noch eine umdrehen. Noch was umdrehen, genau. Dann. Na, da muss ich gleich nochmal gucken, was ich da nehme. Ich nehme erstmal einfach hier. Was ist denn für dich gut? Was ist denn für Ben gut? Kannst du mal nicht die Schildi. Schildi lässt du da liegen. Alles andere ist mir egal. Was ist wichtig für dich? Ich glaube, die Schildkröte ist auf jeden Fall die Schildkröte. Ne? Und ja, das Ding ist auch eine Schildkröte. Das ist auch nichts. Das für ihn ist hier gar nichts wichtig. Von du kannst auch eine Karte von oben ziehen. Ne? Man guckt nicht auf den Plan des Mitspielers. Das ist ziemlich Ich nehme auch eine Karte von hier. Ja, ist besser. So. Oh, das ist ganz lustig tatsächlich. Ja. So, genau. Die kommt jetzt. Du kannst die blauen Karten, also ich schiebe immer die blauen Karten zusammen und die Tiere auch, aber du kannst es auch offen machen. Ach stimmt, du kannst es ja an den Symbolen. Genau, wir haben, deswegen ist oben immer der Effekt nochmal im Piktogramm dargestellt. Ja. Aber klar, ne, wenn man jetzt noch nicht ganz genau das Symbol, dann kann man das auch offen liegen lassen. Ja. Fertig? Zack. Ist auch bei Flug manchmal. Ich du kannst dir ja auch später, also jetzt quasi überlegen, was du umdrehst, wenn du dann schon mal machst. Du kannst schon machen. Ja, ja, genau, dran. Ich spiele den hier auf 5 aus. Ich habe hier Sponsoren plus 1. Danke, der Nächste. Flo, du bist dran. Ja, und ich kriege jetzt sofort eine Karte, ne? Also du darfst sie jetzt spielen, weil du die aufgerüstet hast. Genau. Das war die Voraussetzung. Die bringt ein Forschungssymbol mit und eben aber auch die Einkommenskarten machen das auch eigentlich immer einmal sofort. Sprinten 1, mir gefallen diese Schlüsselwörter. Ja. Du brauchst halt auch immer nicht mehr lesen, ne? Hier sind ja noch nie, hier hätten auch Artenschutzprojekte irgendwo sein können. Ne? Die können auch kommen, Stapel, ja, da sind in dem Stapel sind 20 Stück drin, ne? Also das sind wahnsinnig viele. Ja, ne? Gut, du bist schon fertig? Ja, klar. Das war alles nicht schlecht. Respekt. Respekt. Jetzt hast du mich tatsächlich erwischt. Aber ich brauche Geld, habe ich festgestellt. Und das mache ich einfach mit einer Bauengeschichte. Jetzt muss ich nur gucken, was ich hier so bauen möchte. Und natürlich kostet mich Bauen ja auch wieder Geld. Ne? Wenn ich jetzt einfach jetzt nochmal ein Dreiergehege. Ich kann schon mal sagen, was ich brauche. Ich brauche, wo ist er denn hier? 22. Zuschnabel ist auch nur eine Karte nehmen, ne? Oh, hast die Voraussetzung hast erfüllt, ja, tatsächlich. Ne?
22, ja. Ne? Du hast 21? Und ich habe 12, 14. Ich brauche also noch 8. Das heißt, das Einzige, was ich brauchen kann, ist ein Einergehege. Okay. Ja, würde passen. Du kannst jetzt... also für eins kannst du, hast du ja die Wahl, ein Einergehege, ein Pavillon oder eine Kiosk. Oh, ich könnte auch einen Kiosk bauen. Das wäre noch besser. Weil ein Einergehege weiß ich gar nicht, was ich damit anfangen kann. Also daher nehmen wir die Bauenaktion. Bauen einen Kiosk. Ne, die sind beidseitig. Ne? Ja. Das ist der Kiosk. Okay. Was wäre das andere? Der Pavillon. Der Pavillon macht eine Attraktion. Der Pavillon macht eine Attraktion. Und der ist vor allem auch gut zusammen mit dem Kiosk. Ne? Ja. Kann man sich ja vorstellen, man kauft dann an der Frittenbude, kauft man Fritten und im Pavillon isst man sie. Ja. Und weil der, die sehen sich halt. Ne? Also der Kiosk, wenn der ganz viele Pavillons drum hat, dann ist es einfacher, viel Einkommen mitzunehmen. Dann nehmen wir doch den Pavillon und legen den Pavillon hier hin. Und dafür kriege ich 10 Geld. 10. Also zweimal hast du jetzt bezahlt, ne? Oder nicht? Weiß gar nicht. Habe ich noch nicht bezahlt? Müsste aber jetzt genau passen, ne? Wir haben ja vorher gezählt. So, und jetzt habe ich hier 20, 24. Ja, ich brauche... Ne? So, und ein Attraktion. Du bist blau, das heißt... Dankeschön, wenn du darfst. Ich habe schon so eine Idee, was ich da mache. Ich würde vielleicht einfach mal... Verbandsarbeit ist jetzt auch echt Mist, ne? Das hier machen. Pause 2. Als wir telefoniert hatten, haben wir nur unsere Vornamen ausgetauscht. Ja, meine Güte. Hier dürfte ich jetzt noch nur eine Karte von da. Wenn du Zuschlag machst, eine nehmen. Das ist halt der Trade-off. Ne? Entweder, wenn da eine gute liegt, nimmst du die und sonst kriegst du halt zufällig aber dafür dann eine mehr. Beziehungsweise du siehst ja sogar zwei mehr Karten dann. Weil du ja auch eine von denen, die du schon hast, ablegen könntest. Aha. Was ich mich frage, heißt Spartakus mit Vornamen Spartakus? Nein. Dann bin ich dran. Du bist fertig? Ich muss noch aussuchen, aber ja. Super. Ich benutze jetzt das hier vorbereitete Tiere. Spiele Tiere von deiner Hand oder Rufreichweite. Ach, das kann ich ja auch noch machen. Das ist ja der Wahnsinn. Du kriegst jetzt vor allem zuerst... Was hast du denn da für ein Spiel entwickelt? Du kriegst jetzt vor allem zuerst einen Ruf. Ja. Ja. Ich sag ja, du hast Zugriff auf viele Karten. Ne? Also es ist nicht so, dass man am Anfang 5 Karten kriegt und sagt, okay, die spiele ich jetzt aus und dann klappt das oder das klappt nicht, sondern das ist schon... Weitläufiger. Also du aktivierst die. Dann kriegst du zuerst einen Ruf. Ne? Ja. Das ist deswegen wichtig, weil du ja, ne, genauso wie hier mit dem Beispiel, wenn du jetzt einen mehr kriegen würdest, könntest du auch die Karte schon spielen. Genau, ich aktiviere. Eine Frage nochmal. Dieses hier bekam ich wann? Wenn du ein Artenschutzprojekt unterstützt. Dankeschön. Und das sehe ich an diesem Symbol. Ja. Das ist nochmal wichtig. Und das ist dasselbe wie hier. Mhm. Ne? Genau, okay, super. Okay, und jetzt, weil ich diese Karte spiele, Da kriege ich einen Ruf. Den habe ich dir gerade gegeben, genau. Deswegen bist du jetzt auf 6. Weil ich auf der 5 bin, sieht man ja hier. Genau, auch eine interessante Geschichte. Und jetzt darfst du bis zwei zu Karten zwei spielen. Ich will aber nur eine Karte spielen. Ich dürfte zwei. Nee, ich dürfte zwei spielen, aber... Ich spiele eine 5er. Das ist egal. Ne? Also das dürfen... Ach, das ist ja die Anzahl der Spiele. Das ist die Anzahl der Karten. Du darfst zwei Tierkarten spielen. Ja, okay. Habe ich nicht vor, also daher. Aber den Ruf habe ich natürlich gerne mitgenommen. Genau, Voraussetzungen sind erfüllt. Raubtier. Genau, also 22 zahle ich. Danach bin ich fast pleite, aber das dann geht es natürlich bei mir richtig ab und zu. Ich habe zwei Raubtiere, das heißt, ich nehme mir für die jetzt aber auch gleich schon mal ein Raubtier drei. Das Raubtier kriegst du gleich drei Geld zurück. Genau, wenn du mir einen noch gibst, ich mir eins wieder. Und dann gebe ich den mal hier hin. Diese Bedingung habe ich erfüllt, genau, ich habe zwei Raubtiersymbole und habe die Tierkarte auf Level 2. Genau. Trickreich, erhalte für jedes Bärensymbol in allen Zoos... Genau, also Ben hat keins, also würdest du 2 X-Marke. Weil es wieder für sich selbst triggert. Ja. Maximal 3. Super, das war, hatte ich gehofft. Lautstark, stelle einen Verbandsarbeiter ein. Ja. Pfui. Bingo Bongo. Und 9 Attraktionen. So Karten hätte ich auch gern. Dankeschön. Mega. Okay, und jetzt kommt die Tierkarte. Nach hier oben. Da hat sich der Plan, das war dann der Plan, auf den ich umswitchte, als ich gemerkt habe, das wird da nichts. Ja, gelohnt. Du darfst uns nachher mal, wenn die Kamera alles aus ist, sagen, wie bekloppt. Na, wenn ich ne, wie häufig du dir voll die Tür gehauen hast. Ich habe ja schon gar nicht geguckt, welche Karten ihr am Anfang auf der Startern hattet. Ja, also alles gut. Okay. Aber auch da ist es ja nicht immer eindeutig, ne? Ja. Das ist ja auch gut so eigentlich, weil sonst wäre es rein. Okay, ich brauche Geld. An Geld komme ich primär hier ran, ne? Ja, über die... Ja, also wenn eine Pause ausgelöst wird, dann gibt es halt auch Geld, ne? Ich weiß gar nicht, passt das da mit denen? Haben wir das eben schon wieder einmal übersehen? Oder? Meine Pausenkarte ist... Du hast es noch nicht gemacht, ne? Weil Ben hat vorgeschoben eben, da habe ich aufgepasst. Wir sagen Hallo zu Laura und Hallo zu Hazy.
Moment, Hesi, stelle ich das fest, dass du das Spiel noch nicht gespielt hast? Das wundert mich vor. Das gibt es doch schon seit gestern oder so. Aber auch schön. Schön, dass du dabei bist. Hesi, ist das nicht der Bot bei dir auf dem Channel? Ja, habe ich schon gespielt, Bot. Ja, genau. Nee, Hesi ist der Mann, den wir fragen, wie Spiele funktionieren. Der ist gar kein Bot. Die kein anderer gespielt hat. Okay, also ich kann jetzt de facto hiermit nichts anfangen, weil ich kein Verbandsmodell auswählen kann. Ich kann nichts bauen, weil ich kein Geld habe. Ich kann keine Tierkarten aufspielen, weil ich kein Geld habe. Also komme ich da auch gar nicht weiter voran. Die Frage ist ja, wieso hast du kein Geld? Weil ich gerade alles für zwei Tiere ausgegeben habe. Ja, dann, also was ja immer zur Verfügung steht, ne, eben gesagt, die X-Aktion, dass du einfach eine Karte runterschiebst, also zum Beispiel Verbandsarbeit, wenn du jetzt keine Arbeit hast, runterschieben, dafür einen X-Marker kriegen. So. Wohin schieben? Ja, einfach in Slot 1. Also du führst die quasi aus, aber anstelle des Textes kriegst du einen X-Marker. Ach so. So quasi, ne? Damit habe ich auch nicht mehr Geld. Dadurch hast du noch nicht mehr Geld und du wirst dann irgendwann mal hier deine aufgerüstete Sponsorenkarte machen müssen, wo du ja X mal 2 kriegst. Ne? Also du könntest jetzt auch eine Pause 4 machen, wenn du deine X-Marke ausgibst und 8 Geld dafür nehmen. Mhm. Zum Beispiel. Oder du schiebst einmal runter, hast es dann auf 3, dann könntest du sogar auf 6 auslösen, würdest du 12 Geld kriegen. Aber deine X-Marker sind halt weg. Das ist dann halt die Frage, ne? Laura, vom Spiel, wie weit wir drin sind, ich würde sagen Hälfte wahrscheinlich gerade, so ein bisschen erster Teil Hälfte. Hälfte? Ja. Ja, das geht natürlich hinterher schneller. Genau, ne? ja, darum. Das Ding kostet auch 10 Geld, ne? Ja. Da bin ich ja auch noch weit entfernt von. Karten habe ich gerade gezogen. Ich könnte einfach noch mal eine Karte ziehen und würde die Pause einfach 2 vorangehen. Das ist aber nicht so produktiv. Nee, das ist nicht so. Dann würde ich dir empfehlen, da eine runterzuschieben und den X-Marker zu nehmen. Oder halt jetzt schon eine Pause. Wenn du jetzt mit dem Geld aus der Sponsorenaktion schon was bauen kannst. Ich guck mal, ob man auch mit so einem Zug gewinnen kann. Ich schieb die runter und nehme ein X. Hey, sie wartet gespannt auf das Spiel, hat es noch nicht gespielt. Er spielt gerade die ganzen Coin-Spiele. Das dauert ja auch länger dann. Genau. Du bist fertig, habe ich es richtig gehört? Ich bin durch. Wunderbar. Dann mache ich Folgendes. Und zwar... ja, hier diese Kartengeschichte, ne? Letztendlich, das kann ich auch mal wieder machen. Einfach die nach oben bringen. Moment. Erstmal, was mache ich? Also drei Karten spielen, von da möchte ich gerade nichts, glaube ich. Wenn du irgendwas siehst, wo du sagst, ach Mensch, das wäre ganz interessant für dich, dann Du musst ja nicht so ganz helfen, aber wenn du mal sagst, okay, da könnte was im oberen Drittel Interessantes für dich dabei sein, dann... Soll ich mal gucken, was kommt? Nein. Nee, nicht da, sondern obere Drittel, das hier. Okay, aber dann ziehe ich einfach. Ich weiß ja nicht, was du noch für einen Plan hast da, ne? Ach so, ich schiebe mal an den Tisch. Ja, du siehst ja schon mal so eine leichte Tendenz bei mir hier, ne? Ja. Streich jetzt, ne? Genau, ich baue den Streich jetzt so. Soll ich noch hier so ein bisschen so mal Karten so hin zeigen, was ich habe? Da sehe ich doch schon, was du noch spielen willst. Das ist Plan. Auf Zukunft. Das ist Plan B hier noch, den ich auf also, habe. Ja. Also das Ding ist ja, Ben hat ja schon groß angekündigt, dass er wenig Geld hat. Ne? Das kann halt auch gut sein, dass es demnächst eine Pause gibt. Ja. Du schiebst ja jetzt nochmal 2 Felder vor, das könntest du ja schon mal machen. Mhm. So, das heißt, wenn Ben jetzt, sind noch 5 Schritte, Ben kann eine 5er Pause machen, wo es ein bisschen nach aussieht. Mhm. Das heißt, jetzt 3 Karten zu ziehen, ist nicht so, darin enden, dass du eine mehr wegschmeißen musst. Ich muss ja noch eine abschmeißen. Das heißt, du hättest dann 6, du müsstest dann 6. eine wegschmeißen. Das ist okay, ist jetzt keine Katastrophe. Ne? Ja. Würde halt mit reinfließen. Ne? Ja, also ich persönlich mag auch sehr gerne hier die Asien-Koryphäe. Genau, das ist jetzt eine Geschmacksfrage. Den mag ich sehr gerne. Mhm. Zumal du ja mit der einen Karte, die du da hast, auch mit Sicherheit noch mindestens 2 Asien-Symbole spielen wirst. Mhm. Das ist dann schon okay. Ne? Dann habe ich mir gerade überlegt, mir die Asien-Koryphäe zu holen. Wie kommst du daran? Zuschnappen über die Zuschnappen. Und wie kommst du daran? Ja, weil das mit Zuschnappen ist egal. Du, auf Stufe 5. Von allen. Von allen, nicht nur, wo du stehst. Nee, das ist ja quasi bei dieser Geschichte hier. Ah, okay. Da darfst du nur bis, wo du hinspielst. Und mit Zuschnappen darfst du überall sehen. Aber ich dachte, dafür wäre das hier. Okay. Dann ist umgedreht. Das noch nicht, genau. Das wird erst aufgefüllt, wenn das hier ist. Das bleibt ja so liegen. Nee, das wird aufgefüllt. Na, wenn du mit deinem Zug fertig bist, dann wird aufgestockt. Bist du fertig? Ich bin fertig. Dann Dankeschön für diesen Input. Das erspart uns quasi auch nur so ein bisschen Grübelei, dass wir hier alles durchlesen. Ne? Das ist ja was, das kriegst du im Spiel natürlich. Ist auch eine Geschmackssache. Ich mag den halt persönlich sehr gerne, die Asien-Koryphäe. Mhm. Der puzzelt schön auf dem Plan rum, macht halt Ich gehe mal 2x raus und mach mal Pause 5.
Ich bin immer noch mal herauszufinden, was das so für Fotos sind hier letztendlich. Ne? Man hat ja alles Mögliche hier an Fotos drauf und ist bei der Asien-Koryphäe. Und nichts machst du zurück. 5. Wofür gibt es das X? Was? Nein. Ich bin nicht die Asien-Koryphäe. Warum gibt das X? Weil du die Pause ausgelöst hast. Fürs Auslösen der Pause kriegst du noch als kleine Entschädigung. Dann der Kaffee, dann kommt das ja auch noch weg. Genau, jetzt Handkartenlimit, einmal überprüfen und Discard. Ne? Du hast jetzt 5, das passt. Ich habe 5, ja. Hat eine zu viel schon wieder. Mach mal hier bitte. Moment, seid ihr aber. Warum haben wir gerade schon die Karten rausgeschmissen? Das kommt doch gleich erst, oder? Das ist hier, Kaffee. Das ist das erste. Discard ist das erste. Oh, das Austauschen, ja, das ist aber. Ich wollte gesagt, das ist aber jetzt ist aber irrelevant. Erstes, also Karten-Discard ist das hier. Ja, also okay, er müsste jetzt eigentlich vorher, bevor er sieht, was kommt, müsste er. Ja, okay. Aber das. Das ist so richtig. Giftmarke haben wir keine. Dann dürfen wir schon unsere Leute wieder zurücknehmen. Das hier muss an zwei Steine angrenzen? An zwei Steinfeldern. Genau. Also Felder, ja. Okay. Ne, also zum Beispiel, wenn das. Das würde an zwei Steinfelder angrenzen. Mhm. Das jetzt nicht. Mhm. Ja. Mhm. Richtig. Als Bank. War sicher. Weil wir jetzt eigentlich schon hier sind, ne? Ja, genau, richtig. Moment, nee, das gibt kein Geld. Du hast so einen Kiosk? Nein. Nee, du hast keinen Kiosk. Ich dachte, du hattest vorhin meinen Kiosk gemacht. Und ich kriege 1 Karte. Ja. Von hier. Mhm. Oder das ist in Rufreichweite. Das Symbol ist immer in Rufreichweite oder vom Stapel. Und das Zuschnappen, also dieses Symbol hier und was eben auch auf der Stufe 5 von der Kartenaktion ist, da darfst du freie Auswahl. Ne? Hier muss ich Geld ausgeben, um die Karte auszuspielen. Ne? Das ist dasselbe wie hier. Das bedeutet, dass man eine Sponsorenkarte von der Hand spielen kann. Mhm. Und anstatt auf die Stufe zu achten, bezahlt man die quasi in Geld. Ach, mit Geld habe ich gerade nicht so was. Ja. Gut, ich nehme hier. Oh. Okay. Woran erkenne ich Großtiere? Großtiere sind alle Tiere, die Gehegröße 4 oder 5 haben. Ah, okay. Und Kleintiere sind alle Tiere mit Gehegevoraussetzung 1 oder 2. Du bist fertig? Du hast ja die Pause eingeläutet, ne? Dann dürfen wir hier. Also, du hast, wenn man jetzt hier mal guckt. Achso, die Streicheltiere zählen auch zu den Kleintieren. Mhm. Ne? Automatisch. Also, du hast jetzt zwei Kleintiere und ein Großtier. Ich darf meinen Sponsoren nutzen, spiele eine oder mehrere Sponsorenkarten von deiner Hand oder deine Rufreichweite mit Zusatzkosten mit maximaler Gesamtstufe X plus 1. Und haben wir hier noch, wir haben da eine 6er Sponsorenkarte, aber die hilft mir glaube ich gar nicht weiter, in die Richtung gehe ich nämlich überhaupt nicht. Du hast ja hier die 3er. Und die, genau, und da bin ich nicht mehr in Reichweite, aber diese Symbole habe ich ja schon 2 Stück von. Gibt es davon noch? Also es gibt natürlich Karten, die zum Beispiel Effekte machen, immer wenn du solche Symbole kriegst. Ja, oder okay. Die halt auch die Voraussetzungen haben, dass du viele davon hast. Okay. Und also dafür ist das halt da. Du hast aber jetzt für sich alleine, macht die Karte, der Text ist leer. Die Karte macht für sich alleine erstmal nichts. Weil ich sage mal, ich will die auf jeden Fall spielen, das Nachtzugprogramm. Dafür habe ich ja meine 2 auch, die ich brauche. Ich habe 4, ich hätte quasi 1 übrig. Frage ist, nutze ich jetzt 2 von meinen X, damit ich 3 habe, um mir die noch zu holen? Ich glaube, es lohnt sich nicht. Also, erstmal nicht, nein. Ne? Dementsprechend kommt jetzt das Nachzugprogramm hier rein. Ich lege beim Ausspielen 2 Marker auf diese Karte. Ja, nimmst du die, ne? Genau, nehme ich diese hier. Und die darf ich benutzen, einfach für irgendwelche beliebigen... Artenschutzprojekte. Ne? Genau, und ich erhalte 5 Unterstützung von Artenschutzprojekten. Erhalte 5 Unterstützungen. Nein, also das nochmal. Du kannst jetzt, wenn du eins von diesen Basisartenschutzprojekten unterstützt, kannst du einen von den Markern ausgeben, um quasi einen zusätzlichen zu haben. Also dann hättest du schon 4. Jetzt brauchst du im Prinzip noch ein Raubtier und dann kannst du die höchste Stufe unterstützen. Genau, ich könnte nicht beide ausgeben. Das geht nicht. Das steht, meine ich, explizit drin. Genau einen Marker, ja. Genau einen Marker. Da hast du genau einen Marker, genau. Und das hier? Das ist die Erklärung für den Endwertungseffekt. Wenn du am Ende des Spiels 5 Artenschutzprojekte unterstützt hast, also quasi von da 5 Marker weggenommen hast, dann würdest du nochmal einen extra Punkt kriegen. Okay. Mhm. Also die extra Endwertungspunkte auf den Sponsorenkarten, hatte ich ja gesagt, die sind immer relativ klein gehalten. Das sind dann ein Artenschutzpunkt bis zu 5 Attraktionen, die am Ende des Spiels machen. Also das ist nicht das, wo man das Spiel mit per se gewinnt, aber wenn man es halt geschickt hinkriegt, die auch noch zu erfüllen, dann sind das halt vielleicht die paar Punkte, die hinter den Unterschied machen. Ja. Also meine letzte
Zwei-Spieler-Partie, die ich gemacht habe, also meine erste auch dann mit dem finalen Spiel, jetzt vor 2 Tagen. Da waren wir einen Punkt auseinander. Oh, Wahnsinn. Nicht okay, ein Artenschutzpunkt, sondern wirklich ein Attraktionspunkt ein auseinander. Also ich kann es ja nicht bekommen, aber was macht ein Giftmarker nochmal? Frag nur für einen Freund. Also, Giftmarker werden auf die Aktionskarten gelegt. Also zum Beispiel, wenn du jetzt einen Giftmarker kriegst, der kommt immer auf die billigste. Das klingt ganz einfach. In Slot 1. Ja? Und jetzt ist es so, dass du quasi 2 Geld jedes Mal zusätzlich zahlen musst, wenn du was anderes machst. Ach, hey, also, das ist ganz unschön, ne? Wenn du jetzt dran bist und du kannst die Aktion ausführen, danach ist der Giftmarker auch weg. Aber wenn du eine andere Aktion ausführst, dann musst du 2 Geld bezahlen. Du blutest quasi das Geld aus dann. Oh. So ungefähr. Oh, Moment, also wenn ich die Aktion mache... Du hast jetzt den Giftmarker da liegen. Genau. Ja, dann musst du, und du machst jetzt irgendwas anderes. Was anderes, ja. Irgendwas anderes, dann musst du danach 2 Geld bezahlen. Und wenn du das nicht zahlen könntest, dann musst du quasi... Dies hier machen. Das machen. Und wenn ich das machen möchte, muss ich aber kein Geld bezahlen. Dann musst du kein Geld bezahlen. Also du sperrst mir die anderen quasi, machst sie mir teurer. Ja. Ne, genau, ich oder sperrst du mir sogar. Ich würde das nie tun, aber die Karte ist gerade interessant geworden. Okay, spannend. Die darf jetzt auch einfach noch weg. Ja, die darf weg. Er hat's noch nicht gemacht. Der bleibt halt so lange liegen, bis du die Aktion entweder ausführst oder bis es in der Pause... In der Pause. Also nur, falls ich die Pause rette. Genau. Okay, und dann mache ich jetzt... Greifst du die richtige Karte gleich um, wenn sie verdeckt frei ist. Ja, ich mache Baum 5. Also für 10 Geld. Ja, hast du auch genommen. Baue ich hier so ein Reptilienhaus und kriege 5 Geld wieder. Was du kriegst? Wahnsinn, aber erstmal ist es noch eine andere Seite? Nee. Ach, das Reptilienhaus. Reptilienhaus. Ja, wenn das Reptilienhaus ist natürlich hier in dem pinken Bereich. Das kann ich recht bauen. Da müsstest du noch einmal aufrüsten vorher. Und schon ist diese Karte interessant. Einmal aufrüsten vorher. Genau, dafür brauchen wir den Menschenbereich. Den nochmal hier, die 5 Standardgehege, die man bauen kann, den Streichelzoo, kann man auch am Anfang schon bauen. Das brauchst du hier, ne? Genau. Und das heißt, das kann ich auch als Upgrade, wenn ich darf. Ja, also du kannst den dritten Partnerzoo kannst du auch nur dann nehmen, wenn du die Vorbandsaktion hast. Das sind so viele Einschränkungen. Aber du hast ja hier die freie Wahl, ne? Hier kannst du weitermachen. Was ist das? Achso, ja. Die Unis. Okay, dann, das ist auch alles schon belegt hier, ne? Das ist zumindest umgedreht, ja. Also du hast hier 2, 3 Tiere, 1, 2, 3. Also das sieht richtig aus. Dann ist das ja mit dem Baum wieder totale Verschwendung. Und du hast das Fünfergehege noch nicht umgedreht. Und das liegt auch irgendwie ganz komisch da. Aber das stimmt. Ja. So, und das hat sich ja verschoben. Genau. Okay, dann baue ich jetzt mal hier geil mit meiner Fünfer-Bauen-Aktion so ein Zweier-Gehege. Das hier. 4 Geld. 4 Geld. Das ist 1 wieder. Warte, ich habe gerade schon 10 ausgegeben, ach so, und 5 genommen, so. Und 1, habe ich dir das jetzt hingelegt? Das hast du mir hingelegt, genau, hoffe ich. Und dann zahle ich dafür 4 Geld, kriege also 6 wieder. Ich habe eben das 5 von gekauft und bezahlt, deswegen habe ich es ja hier draufgelegt, deswegen habe ich mir hier... Oh, zurückspulen. Deswegen habe ich mir... Du hast doch gerade viel mehr Geld. Guck mal, du hast doch gerade für 10 beendet und 14 Geld gemacht, also du müsstest mindestens 24 gehabt haben. Ich hatte, wir können es nachgucken, 26 Geld. Ja, und dann baust für 4, dann müsstest du 22 haben. Das sieht richtig aus. Also, das gefällt mir auch viel besser. Ja. Gut, dass wir hier ein Instant Replay haben. Wir hätten es aber auch rekonstruieren können, weil du hast dann gerade 10 für die Pause gekriegt, plus 14, also 24 hattest du mindestens. Richtig. Und das... Musst jetzt noch irgendwo hinlegen. Da ist es. Da. Hast du auch so gebaut, dass man nicht 2 Sachen auf einmal abgreifen kann? Ja, das ist... Wenn man den Autor gleich hier bestellen kann. Genau. So, Frank klingt sich aus. Danke, genau. Danke fürs Dasein. Genau, danke. Grüße, ciao. Genau, viel Erfolg. Und auch wenn er es nicht mehr hören kann, aber schade, dass er den goldenen Wurf nicht macht dieses Jahr. Ja. Weil das ist einfach so ein lustiges, fast so ein Klassiker war auf der Messe. Also gibt es ja noch nicht so lange, aber trotzdem. Kannst du das? Der goldene Wurf? Ne? Ja, genau. Hier die Scheibe war mir immer zu lang. Als Voraussetzung auch so ein Symbol schon. Ein Reptilien-Symbol und ein Abschluss. Ich hatte immer nur 2 Leute vor mir und davon ist manchmal einer da mit dem Gloomhelm weggegangen. Okay. Ja, das ist dann nett, ne? Ne? Ich leg's mal hier und nehme mal X. Ja, mehr Flexibilität ist immer gut. Gut, du bist fertig? Ja. Yes, Verbandsarbeit. Jetzt wird's gemacht. Check. Jetzt wird's gemacht. Aber
ich mache nur diese Geschichte hier, die kleine, ne? Das andere geht ja nicht. Also ich könnte natürlich das ja machen. Ja, du brauchst ja nur noch einen, ne? Ich brauche ja nur also einen. Du kannst es jetzt auslösen für zwei. Ne? Blöd ist halt, dadurch, dass wir jetzt genau diese Karte belegt haben auf dem Vierer-Slot, das wäre jetzt noch okay, würde ich dir sagen, okay, das kannst du machen. Aber da du jetzt schon vier hast, ne, und jetzt extra auch die Karte gespielt hast und du auch noch ein Raubtier auf der. Nee, hast du nicht. Nee, hab ich nicht. Hast kein Raubtier. Nee, aber da liegt ein Raubtier, ne? Da brauchst du aber zwei Europas im Grunde. Genau, das ist alles hier ganz schlimm. Ich nehme jetzt einen Würfel weg und habe dann aber drei Kontinente. Das geht. Ja, das ist doch besser. Ne? So, der kommt hier hin. Ja, und ach, den Würfel kann ich dir gleich geben. Was denn? Ja, nee. Den habe ich von hier genommen? Nee. Ach, verstehe, den muss ich von hier ja. Genau. Ah, ja, gut, ich packe ihn einfach weg. Und zwar entweder nehme ich mir jetzt einen hohen Soforteffekt oder ich nehme mir einen Effekt, der dauerhaftes Einkommen. Genau. Den du aber auch sofort einmal bekommst. Ne? Und die Effekte sind 5 Geld, zuschnappen, ein Artenschutzpunkt oder ein Zweiergehege. Ja, ist alles nett, ne? Genau, aber im Anfangsspiel nimmt man erstmal Geld, weil das Geld ist auch nie. Ne? Prinzip Geld. Und dann kriege ich schon mal 5 Geld jetzt und kriege das du nachher was jetzt ankommt, 5 ne? Geld. Und schön. Nicht vergessen, das bringt ja auch 2 Artenschutzpunkte. Ne, 4 sogar, glaube ich. Ne? Ich habe ja den Dreier gehabt. Ja, das sind 2. Ach, ich brauche 3. Oh, stopp. Ich habe es andersrum gesehen. Ja, genau. Ja. Gut, das ist ja gut. Dass aber hatte. Trotzdem bist du ja jetzt dann hier auf 3 und hast jetzt hier nochmal die Wahl, einen Arbeiter zu nehmen oder eine Karte aufzurüsten. Ja, dann, ich habe ja schon 2 Arbeiter. Das reicht mir, glaube ich, erstmal hin. Dann rüsten wir nochmal eine Karte auf. Ah, der dritte gibt natürlich nochmal 2. Aber den kriegst du ja wahrscheinlich hier auch. Ne? Also von daher würde ich dir das jetzt auch nicht. Aber der bringt mir noch 2 Anschlusspunkte. Ja, aber ich würde jetzt auch eine Karte umdrehen, weil du hast jetzt hier noch 2, brauchst den jetzt nicht unbedingt und die wirst du schon noch erreichen und das würde sonst verfallen. Also. So, der hier, der Verband. Ja, das ist schon gett, dass man die Artenschutzprojekte hier, wenn sie einfach mal kommen. Ansonsten dieses hier freischalten hilft mir gerade gar nicht, weil ich genau, nicht also das, gehe, ne? Genau, das würde dir die Dinger freischalten. Es erlaubt es dir dann hier für Geld Artenschutzpunkte zu spenden. Ne? Genau. Also Geld zu spenden für Artenschutzpunkte. Genau. Das ist nochmal ganz interessant. Und du kannst dann mehrere auf einmal machen. Ne? Also du könntest dann zum Beispiel, wenn du doch noch anfängst, Partnerzoos zu sammeln, immer mit 2 Arbeitern Partner zu nehmen und zum Beispiel 2 Rufschritte noch machen. Genau, das stimmt, ja. Etc. Oder dann halt für 6, ne, wenn du dann noch einen X-Marker ausgibst, die letzte Uni zu holen, ne, für die 2 Artenschutz plus. Ich brauche ja für meine Geschichten hier, und wenn ich in diese Sachen noch hier gehe, brauche ich ja weder das Reptilienhaus noch die große Vogelbarriere, ne? Nö. Also die muss man sowieso nie spielen, aber es ist halt gut, wenn man, ne, wenn man. So, und hiermit mache ich welchen Slot nochmal frei? Dann hier kannst du da weiter rutschen auf der Rufleiste. Na gut, das wäre auch vielleicht wieder interessant. Alles interessant. Ach, man weiß es nicht. Aber ich glaube, ich entscheide mich tatsächlich für die Verbandsarbeit. Ich glaube, das war der längste Zug, den ich jemals in einem Spiel erlebt habe. Und dann geht er nach unten und du bist dran. Gut, dann ich mache Tiere. Wir erklären das ja auch alles nur für die Zuschauer. Ja, nur für die Zuschauer. Ich verschwende das natürlich wieder komplett und spiele jetzt das Ding für 10, zahle aber nur 7. Mhm. Also nehme ich einmal 5 zurück. Und dann kriege ich jetzt krasse Effekte. Du willst das Tier erst das Gehege belegen? Erst das Gehege belegen. Und so, und jetzt, kriegst du krasse Effekte. Ja, nämlich springen 2, der gibt 2 vor und ich kriege 2 Geld. Und ich kriege 5. Haha, und schon bin ich vorne. Und das ist ein Europa und für Europa-Symbole kriegst du nochmal ein Einer-Gehege. Sexy. Warte, wann? Jetzt schiebe ich das zurück und dann löse ich den Effekt aus? Ja, du legst jetzt erstmal das Plättchen und wenn du das da drauf legst, dann würdest du das bekommen, nachdem du zurückgeschoben hast. Okay. Das... Ah. Ach. Kann ich beliebig weit zurückschieben oder muss auf 1 sein? Nein, da legst du eine beliebige Karte auf 1. Aha. Und zwar eine, ne, die du. Ja. Komm, dann lege ich das einfach erstmal hier. Und krieg einfach nur. Kannst du jetzt immer noch die Okapi-Stellung, wo du gegen Geld Sponsorenkarten spielst? Ja, das hat die von vorhin. Ich vertraue auf mein Glück. Ben, du meintest, das Spiel von der Strudel liefert sich seitdem, das ist 3 Jahre her. Ich weiß, dass das ungefähr so lief und ich das auch da schon genauso cool fand wie jetzt.
Also es hat sich schon ein bisschen was natürlich, ne, getan, aber... Fußballgehege bitte. Ich glaube, die Grundschulkur ist so das mit dem hier legen, das mit den Karten, also ist schon sehr viel... Dankeschön. Das sehe ich auch schon von Anfang an. Aber was es nicht gab, die Restriktion gab es auf jeden Fall noch nicht damals. Mhm. Das habe ich mir gemerkt. Ja. Legen wir hier hin. Fünfergehege, was machst du? Krieg ich nix. Dankeschön. Ben ist dran. Jetzt hörst du mich aber, nein. Ich spiele hier, mache Verband. Nee, ich mache Sponsoren, ne, plus eins. Vier, ja. Vier und ich kriege jetzt immer den. Genau, Rand. Voraussetzung hast du auch erfüllt. Du hast hier schon. Ich hab so viel, wie ich brauche, um hier ganz viele Punkte zu kriegen. Und das war's. Das kriege ich jetzt auch sofort einmalig? Nein. Nee, das in dem Fall nicht. Schade. Hätte ich auch schön gefunden. Eine schöne Regel. Gut, du bist. Verband. Ich gebe ein X aus, dann bin ich bei einer 3. Dann hole ich mir hier mal die Partner-Uni. Ja, passt. Was hast du denn jetzt eigentlich aufgerüstet eben? Ach so, ich habe Verband aufgerüstet. Voll, also das mit dem Umdrehen vorhin, ne? Hm? Schon 3 Upgrades? Oh, ja, aber fuck. Ja, okay. Nicht gut? Nee, ich hab halt gerade irritiert. Der hatte das nicht letzte Runde, war das? Ist das schon länger her? Ich hatte Verband noch gespielt. Ach, du hast gerade nochmal gebaut für 10. Hab dann ja, gebaut okay. Und gebaut für 10. Und jetzt mit X-Marker, genau. Ja, das cool, mit okay. X-Marker, ne? Genau. Und dann kommt ja, du kannst jetzt, weil du das aufgerüstet hast, kannst du Geld spenden. Ja, ne? Genau, das stimmt, ja. Hast du eben auch nicht gemacht, glaube ich, ne? Du hast es doch eben, oder bin ich jetzt... Ich habe jetzt das erste Mal aufgerüstet. Du hast es das erste Mal ausgerüstet, genau, aufgeführt. Genau. Dann hast du jetzt, ja, die Möglichkeit, für 2 Geld einen Anschluss, ja, zu kaufen. Okay. Das lohnt sich natürlich das total. Das immer aufrüsten? Ne? Naja, ich habe ja das hier, nee, wo ich jetzt spende. Hast du das auch schon gedurft, als ich das hier gemacht habe? Nee. Nein, das ist, nee, wenn du die Verbandsaktion aufgerüstet hast. Okay. Dann hast du dir das noch zur Verfügung. Das heißt, ich kriege einen Artenschutzpunkt, weil ich, ja, eine Spende geleistet habe. Und dann müsstest du mir so einen Marker geben und dann kann ich den hier drauflegen. Also neutral, nicht von deinem... Genau, wollte gerade sagen, das ist ja nur... Ja, das wäre doch, wär, genau, zu gut. Schönen Grüß an Markus. So. McFly ist in der Spielübung. Ja, genau. Ach Mensch, schönen Grüß mal schön, genau. Ben ist dran. Konnte ich. Ah, ich brauche. Ja. Mhm. Dann mache ich mal Verbandsarbeit im Wert von 4. Und zwar. Denn der produziert ja das, was ich brauche, damit ich das kriege, damit ich das kriege. Was? Ne? Das hier brauche ich doch. Das brauchst du wofür? Für das, was du mir vorhin gesagt hast, was ich ja noch, ne? Gott, wie rede ich jetzt? Ben, nimm mir jetzt nicht weg. Ne? Ah, für die eine Karte. Ne? Genau. Ja. Wenn ich, ja, die Karte habe, dann kann ich das andere machen, weil ich dann genug Symbole habe. Ich glaube ja. Mhm, genau. Und vor allem, der ist nochmal 2-mal billiger. Ja. Super. Bin ich dran? Klar. Ich spiele ein Tier. Was hat Ben jetzt gemacht? Das habe ich gerade überhaupt nicht erinnert. Ich habe hier, da. Ah, ja. Okay. Und den Ruf hast du hochgeschoben? Ja. Hast du? Eins, ja. Ich spiele ein Tier und zwar spiele ich. Sein erster Ruf, ne? Halte mich mehr im Hintergrund. Den Wiesent. Ich brauche ein 5er Gehege, habe ich. Ich brauche eine Kooperation mit einem Zoo in Europa, habe ich. Ich müsste 19 ausgeben, das kann ich noch nicht. Ich darf es ja günstiger spielen. 13. Ich darf, ne? Genau. 13 kostet er. Und das ist das, ich muss es günstiger, das kriege ich nicht zurück, sondern das ist günstiger tatsächlich. Und deshalb klappt es. Das muss man halt, das ist der Unterschied zu der Karte, wo ich Geld. Genau, ja, weil die für alle Spieler gilt und du, genau, dann ja auch Geld bekommst, wenn wir anders wenn, so wenn man was machen würde, genau. Okay, die lohnt sich also mehr in der Mehrspielerpartie. Genau, die sind, ne, noch natürlich, ja. Aber okay. Das ist auch ein Konzept, ne? Das ist ein bewusstes, absichtliches Konzept, dass die Karten je nach Spielerzahl auch mitunter unterschiedlich stark sind. Ne? Ja. Also das ist halt nicht so, dass man, wenn man das jetzt, selbst wenn man jetzt alle Karten nach weiß ich, 5 Spielen alle mal einmal gesehen hat und ein Gefühl dafür hat, sind die nicht automatisch dann immer gut, ne? Genau. Sondern es hängt natürlich, ja, stark davon ab, was habe ich für Kombination, ja, aber hängt auch mitunter dann von der Spielanzahl ab. Ja. Also so eine Karte ist natürlich in einem 4-Spieler-Spiel nochmal eine Nummer attraktiver als in einem 2-Spieler-Spiel. Ja, großartig sowas. Dass du dann dadurch wirklich nochmal einen Unterschied, wie die Wertigkeit der Karte dann macht. Einmal hier den Ruf. Genau, den Ruf kriege ich dann noch. Genau. So. Mhm. Also wir haben die Karte abgehandelt. Bezahlt hast du sie, Gehege müsstest, genau, du noch umdrehen. Das wird Gehege wird es umgedreht. Bezahlt hast du sie, glaube ich. Genau, ja, habe ich schon. Ja, das ist 6, schlecht, 6, ne? Attraktionen bekomme ich dazu, genau. So, und jetzt könnte ich noch ein zweites Tier spielen, aber mit einem Geld kann ich mir das natürlich nicht leisten. Es sei denn, es wäre ein Tier aus Europa, was sehr wenig kosten würde. Was? Es gibt Tiere, die du theoretisch, ja, die du theoretisch für die Kosten dann jetzt spielen könntest mit dem Partnerzoo, aber du hast auch kein Gehege mehr frei. Also ach, das auch nicht, das stimmt. Wäre das jetzt sowieso, wäre das der
der auf jeden Fall limitierende Faktor. Die hat aber noch einen Effekt, ne? Ja. Der Sponsorenmagnet. Genau. Und der kommt, der ist, ja gut, der kann ich auch wieder in Reihenfolge, ist ja nicht nach allem anderen. Nimm alle Sponsorenkarten aus der Auslage auf die Hand. Sind halt nur leider zwei, aber... Immerhin. Oh, das ist gut. Hallo, kleiner Paradiesvogel. Posieren eins. Und Ben ist dran. Nein, und jetzt ist das, was man bei sich selbst auch beobachtet natürlich, jetzt guckt man langsam auf die Karte und weiß, okay, das hat er, nee, brauche ich nicht, oder das hat er, will ich, ne? Mhm. Der Brillenpelikan ist auch einer meiner Lieblingskarten. Der macht halt Extrazug, ne? Aber... Ah. Ja. Gibt's auch so ein... Also, natürlich sind die ein bisschen besser und ein bisschen schlechter, das muss ja so sein. Aber gibt es auch so eine totale, muss ja nicht sagen welche, aber so eine totale Nulpe-Karte? Wo die einfach so reinkommen, wo sie läuft also einfach durch und alle lachen nur und winken ihm zu? Nein, tut es nicht. Es gibt natürlich Karten, die ich persönlich, es gibt Karten, die würde ich sagen, die sind schlechter, die würde ich nicht unbedingt spielen. Warum sind sie dann im Spiel? Ja, warum sind die dann im Spiel? Ja, weil sie halt, aber auch gespielt, sie werden halt gespielt. Die Leute mögen sie und die Leute spielen die Karten. Ja. Und das ist dann ja auch okay. Mhm. Ne? Also das und dann gibt es ja natürlich auch situative Karten, die dann halt, ja, ne? Also die Karte, ne, hatten wir ja gerade schon besprochen, ne? Die ist dann halt im Zweispielerspiel, musst du dann halt selber dafür sorgen, dass die Raubtiere kommen, damit sie gut ist. In einem Vierspielerspiel kannst du die halt auch einfach mal ausspielen und dir von den anderen dann das Geld sammeln, ohne selber Raubtiere dann auszuspielen. Ja. Ne? Das ist dann ja nochmal ein ganz Unterschied, wie das dann so läuft. Ja, okay. Baue, dass wir auf das Felsen sind. Ich glaube, du musst das Tempo ein bisschen anziehen werden. Das Dreiergehege muss am Felsen liegen. Okay, dann baue ich ein Dreiergehege für 6 Geld. Das ist natürlich doppelt schwierig. Erklärungen dauern ja meistens irgendwie 50% der Zeit länger. Ja, also. Und wir machen natürlich noch mit Chat und sowas. Frank hat auf die Verpackung auch schon eine relativ lange Zeit draufgeschrieben. Also steht ja auf der Rückseite 100 bis 150 Minuten hinter dir. Ich persönlich hätte, auch wenn das jetzt natürlich länger dauern wird, finde ich, ist das schon sehr, sehr realistisch im Vergleich zu dem, was sonst so auf den Boxen draufsteht. Genau, irgendwie nicht so 60 bis 90 Minuten. Also ein Solospiel dauert eine gute Stunde, wenn man es kann. Mhm. Ne? Ein Zwei-Personen-Spiel. Na gut, haben wir jetzt auch 2 Stunden gespielt, aber nachts halt, ne? Von 1 bis 3 oder so. Okay, das ist halt auch das dauert auch mal länger. Und dann hängt es ja auch davon ab, wie unbedingt will man gewinnen. Genau, und sucht man noch einen besseren Zug. Warum spiele ich das Spiel sonst? Das ist doch aber. Ich bin durch. Super, sehr schön. Ich bin hier, ich bin bei einer 5. Ich spiele die Sponsorenkarte und spiele die Asien-Koryphäe aus. Ich bin bei einer 4, darf aber plus 1 nehmen. Ne? Also dementsprechend ist das mit einer 5 erlaubt. Sie ist ihr eigenes Symbol. Du kriegst jetzt also erstmal zwei Asien-Symbole. Ich sehe zwei Asien-Symbole, genau, richtig. Du bist blau, ne? Zack. Oder? 1, 2. Das ist der Effekt. Und dann bekommst du... jedes Mal, wenn du ein Asien-Symbol spielst, bekommst du ein Pavillon. Genau, und da ich das jetzt einmache, ne? Genau. Muss man also im Prototypen, ne, war das übrigens mehr japanisch und dann habe ich mir mal vorgestellt, dass man so einen Zen-Garten baut, wenn man den spielt. Ja. Warum hat das eine andere Farbe? Weil du wenn du mehr Attraktionen hast, es gibt ein paar Karten, die du nur bis 25 spielen kannst. Okay. Das ist einfach nur nochmal so. So, der Pavillon bringt mir einfach wieder plus 1 und da ist es auch egal, wo er liegt, außer natürlich am Kiosk. Weil der wäre pro... Ja, das ist halt günstig, den neben den Kiosk zu legen, weil der, ne, weil du den dann halt möglichst einfach viele Gebäude an den Kiosk legen kannst. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, den jetzt hier hinzupacken. Chris hat auf jeden Fall dafür auch nochmal eine Attraktion. Und da später einen Kiosk hinzupacken, zum Beispiel. Ja. Gut, dankeschön, ich bin jetzt fertig. Oder halt, ne, du kannst hier auch 5 Geld noch nehmen oder hier zum Beispiel den X-Marker einsammeln. Den X-Marker einsammeln. Das wäre halt zum Beispiel auch ganz stark. Ja, der X-Marker natürlich. Glaube, das genau, ich nehme gern den. Das ist viel besser, danke. Da muss man weil da geht ja eh nichts anderes mehr hin. Hier willst du vielleicht auch nochmal ein großes Gehege bauen. Genau, ein Kiosk ist da mit einem guten Einzelgehege, könnte da hin noch gehen, aber... Ja, oder du kannst auch einen Kiosk für 2 Geld, ist völlig in Ordnung. Ne? Ja. Nur den Kiosk tendenziell willst du ja auch eher früh bauen. Jetzt macht er mich fertig hier, jetzt wieder, ne, dass er schnell fertig ist. Aber in Ordnung. Ich habe nur eine Karte genommen. Gut. Centro Kelis Sokuta. Stark gefährdet. Das ist die Geschichte, die ich als nächstes machen muss. Und... da ist der Verband, das ist die Verbandsgeschichte.
Genau. Ich mache die Verbandsgeschichte. Hast du noch einen Arbeiter? Ja. Du hast drei, ne? Du hast drei? Wo sind denn alle her? Was hast du denn da? Ich habe einen Arbeiter hierher. Und den zweiten Arbeiter habe ich. Das wirst du. Nein, du hast den Bären gespielt. Ja. Bei dem anderen hast du den hier wirklich genommen? Ja. Nee, du hast drei Karten. Nee, habe ich nicht. Den hast du nicht genommen. Dann habe ich einen, aber habe ich den. Hast du den einen erschienen vorhin? Habe ich da nicht aufgepasst? Also hier kriegst du einen, hier kriegst du einen. Mhm. Die hast du nicht genommen. Die habe ich nicht genommen. Den hast du nicht genommen? Ja. Und den einen Bären hast du gespielt? Da hast du das. Das ist auf jeden Fall richtig. Da muss man echt aufpassen wie ein Luchs bei euch. Ja, das ist der Schummelfloh. Nee, ich glaube, ich habe mir die da vielleicht... Und vielleicht aber hast du die mal sich da, ja, genau, dann haben wir das andere gemacht. Ne? Hast du die dann beide genommen? Ich habe ihn ja noch nicht eingesetzt. Ne? Das ist ja... Das muss ich jetzt zurückspulen, aber... Nein, hat er nicht. Hat er definitiv nicht. Aber dann kann ich auf jeden Fall jetzt nicht die, die Verbandsgeschichte machen, weil ich ja kein Leut mehr habe. Ne? Sondern... Was kannst du sonst irgendwo nachher? Nee, oder... Du kriegst halt hier noch einen. Ne? Aber dann war mein Hinweis an der Stelle ja hier... Da hattest du den dann sofort genommen? Ja, ich weiß, als du hier hochgeschoben bist, da hatte ich noch gesagt, nee, du kriegst den letzten Mal. Nee, aber ich habe ja. Das heißt, der müsste doch hier liegen gerade. Aber an der Stelle, wo wir hier diskutiert haben, ob du den Arbeiter nehmen sollst oder nicht, da hattest du den schon runter. Ich bin schon runter. Aber habe ich den noch einen Arbeiter gekriegt? Also, du kriegst hier einen. Ja, hier einen. Habe ich nicht. Hier einen. Habe ich nicht. Hier einen. Habe ich nicht. Und ansonsten nur über Karten. Und da habe ich einen halt. Also über den Bären. Über diesen Bären hier. Ja. Und sonst. Weil das war der eine Verbandsmitarbeiter. Sonst wüsste ich jetzt gerade... Okay, ich habe auch noch nie drei eingesetzt, also daher... Nee, hast du definitiv nicht, aber das, ja. Vielleicht habe ich ihn einfach von hier runtergenommen. Das ist ja auch ein bisschen Gefahr, wenn sich... Ja, das kann sein, dass du das ausgefüllt hast. Also, das hätte ich dann auch nicht mitgekriegt. Ja, das kann gut sein. Das würde ich mal tippen. Also Leute, da müsst ihr aufpassen, ihr sollt letztendlich nicht die Männchen von hier nehmen, sondern stellt sie lieber dahin oder packt sie einfach wo ganz anders. Ja, also gedacht ist es tatsächlich, dass man da oben die Ressourcen und die Hitzmarker hat, aber gut, ne, wichtig ist, dass man es dann merkt. Ja. Bei dem brauche ich ein Zweigehege und einen Platz. Oder. Nein, das ist immer oder. Das ist immer oder. Okay. Dementsprechend, okay. Genauso wie hier, ne? Vierergehege oder halt einen Platz in der Großflugbarriere. Okay. Super, gut. Ich mache das hier. Ich mache das mit den Karten. Das heißt, die kommen nach oben. Wir haben Pause 2. Ich kriege eine Karte und da nehme ich mir diese Karte hier auf die Hand. Dann ist Ben dran. Zack, und Ben dran. Aber wenn das so ist. Du hast einfach auch mal alle hier Leute da rein abgeräumt, ne? Hm. Ich weiß nicht, was du meinst, aber ja. Kann ich auch, wenn der einen 4- und 2-Gehege braucht, kann ich auch 2-1-Gehege dafür umdrehen? Scheiße, nein, das ist ein Regenbogen. Das ist mindestens. Du könntest, wenn ein Tier ein 2-Gehege braucht, dann 3-Gehege nehmen. Das würde gehen. Mhm. Kannst das Tier ja auch nicht in der Mitte durchschneiden und in die Beine. Ein Regenwurm schon. Nein! Hast du denn einen Regenwurm? Fast. Eine grüne Mamba. Das ist der Geld. Boah, echt, da fehlt mir ein Geld? So ein Schmarrn. Ja, das Geld ist, ne, ist knapp. Also auf dem anderen Zoo, ne, der, also die, ja, das andere Spielbrett, ne, da fängt man halt mit einem Kiosk auch schon an nochmal, ne. Also da ist es dann auch nochmal, dass man auch noch ein bisschen mehr Einkommen hat. Also, aber das ist ja den mal aus. Für einen 3. Ah, das ist doch super jetzt. Dann, der ist ein Schritt zu wenig. Nee, ist super, sehr, passt genau. Mit dem Tierding hier. Und dann geht der hier 1, 2, 3 nach vorne. Ich aber erstmal 10 Geld noch zahlen. Das wollte ich überspringen. Dann bekomme ich aber 3 Geld wieder. So, 3 kriegst du zurück. Genau. Und 5 Attraktionen. Super. Abspeist noch 3 Karten. Haben wir was versehen? Nein. Ha! Ich habe 5. Keine Gegner. So, du kriegst den Itzmarker, weil du die Pause ausgelöst hast. Genau. Mhm. Dann kriegen wir unsere Leute zurück. Kriegst du mal hier hin, ne? Mhm. Und es wird aufgefüllt, ne, die Auflage. Mache ich euch auch. Dankeschön. Also man müsste jetzt die Zoos, wo ihr beide schon einen von habt, natürlich nicht nochmal nachholen eigentlich. Habt ihr beide Europa, ja. Ja, beide Europa. Ja, lass ich den mal weg. Ja. Handkarten habt ihr auch beide genommen, lasse ich auch weg. Genau. Dann kriegen wir Geld. Und zwar kriege ich 19 plus nichts und habe auch keinen Effekt. Ja, doch, 5 nochmal. Plus 5, Dankeschön. Plus 5 auch. Du hattest schon freigeschaltet. Ne? Dankeschön. Mhm. Ich krieg 18. Ben kriegt 18 Geld, aber du kriegst, glaube ich, irgendwie eine Karte oder sowas noch. Ne? Ich mag die Pause, weil die kommt meistens genau zur richtigen Zeit. Ja, genau. Ist gut.
18. Und ich kriege 1 Karte und so, jetzt kannst du halt den nehmen oder vom Stapel ziehen. Ist ja auch nicht so ohne. Jetzt kommt die Australien-Karte, ne? Asen mit für den Ablagestapel. Ja, Chris hat einfach von hier eine. Oh, da habe ich ja schon auf Hinterlitik. Kannst du den wiederholen? Das wäre schon nicht so schön. Ah, 6. Auch ein Grund, warum ne, ich das gerne verdeckt hier liegen habe. Ja, und dann es anfängt, dann nochmal durchzugucken vorher. Das stimmt. Also ich meine, auch wenn es offen liegt, ist die Information geheim, aber das ist halt nochmal ein Unterschied. Ne? Ich kriege ja eh nur eine Karte. Ne? Genau. Okay, und dann sind wir... nehme ich mal durch. Die hier. Dann baue ich. Süß. Ich baue einen Dreiergehege bitte für 6. Oh, na toll. Was denn? Ja, ich habe es dir groß. Ja, ja, genau. Ich spare schon auf die großen Dinge, ne? Aber ich brauche jetzt mal die Gehege dafür. Was macht dieser mal zweimal? Der Doppler erlaubt es dir, die Aktion quasi zweimal auszuführen. Nicht doppelt so stark, sondern du führst die aus und bevor du sie zurücksortierst, führst du sie nochmal aus. Und dann geht der Marker weg oder bleibt er drauf liegen? Der Marker ist dann weg. Achso. Okay. Der Marker ist dann weg, wenn du ihn benutzt, genauso wie die Giftmarker. Das funktioniert genauso. Und in der Pause werden die auch abgeräumt. Also wenn dein Mitspieler einen Doppler bekommt, dann ist es auch valides Mittel, mal eine Pause. Stell eine Pause zwischenzuschieben, genau, bevor es da zu wild wird. Ne? Du bist dran, ich krieg bitte noch 5 Geld vorher, weil ich den Chris gelegt habe. Dankeschön. Ich nehme spannend, Bauch. Dass man die also auch noch bewusster einführt, ja. Dann, ne? Auch wenn man damit einfach schnell weg. Das ist dann immer noch ein bisschen tricky, ne? Zu gucken, so lohnt es sich, kann ich mir den jetzt nehmen schon, den Marker, oder ja. Bin ich dann nur. Also gerade im Zweispielerspiel, ne? Das glaube ich. Ben baut auch seinen Dreier. Genau, andersrum. Andersrum. Genau, sonst ist es schon belegt. Und dann kriege ich 5 wieder. Ja. Und das ist noch der eine. Ja. Super, dann bin ich dran. Ich setze. Man möchte ja eigentlich die Tier auf der 5-Stufe haben. Du kannst einen Nix-Marker dafür bezahlen, dann hättest du es. Ja, genau, ist die Frage. Aber ich brauche es eigentlich nicht, aber für einen lohnt sich, glaube ich, schon. Du tauschst einen Nix-Marker gegen einen Ruf. Ja, genau. Das ist halt, ne, jetzt erstmal ganz gut. Genau, also Tiere, das heißt, ich nehme als erstes mal den Ruf. Jetzt. Dann kriegst du sofort den Arbeiter. Genau. Ich darf ein Tier ausspielen und spiele den Nordlux aus. Der kostet, brauche ich ein Dreiergehege, hat er. Ich gehe von oben nach unten. 11. 8 noch. 8 noch, weil in Europa? Genau. Du hast den Zoo. Genau, ich habe den Zoo. Ah, das ist ja auch noch eine Geschichte, die man noch bedenken darf. Also 8 dafür. Ich nehme hier hin. So. Ich brauch 2 Europa. Hast du hier alleine schon? Genau, darum habe ich es ja geholt. So, jetzt erhalte für jedes Europasymbol in allen Zoos eine Attraktion. Genau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Genau, 7 Attraktionen sind das dann. Pfui. Plus 2 sind 9 Attraktionen. Das ist ein Doppelpfui. 35. Und wenn du so spielen willst. Dankeschön. Ja, aber das ist doch das, wo man dann Spaß dann hat, oder? Ja, ich hoffe. Ja, genau. Okay. Also, das bringt mich... das hat Spaß gemacht. das bringt mein Eurogamer-Herz zum Freuen. Das sind ja genau diese Kombos, die du dann spielen möchtest, ne? Ja. So, wenn jetzt hier noch das Europa-Projekt liegen würde, ja, und ja. Es gibt auch noch Karten, die später ins Spiel bringen, ne? Also wenn du jetzt ein Nashorn spielst zum Beispiel, okay. dürftest du noch ein Basisprojekt zusätzlich ins Spiel bringen. Ja. Ne? Aber wenn das jetzt auch noch liegen würde, dann würdet ihr euch jetzt auch noch battlen, wer kriegt jetzt zuerst die höchste Stufe, ne? Oder löse ich es jetzt vielleicht doch auf der untersten auf und zwinge den anderen, jetzt, dass er noch 2 Symbole braucht, weil sonst kriegt das gar nicht. Genau. Und solche Sachen. Das ist dann halt im Zweispielerspiel. Und das ist auch der Grund, warum das im Zweispielerspiel halt hier nochmal abgedeckt ist. Ja, damit klar, dann, nicht, dann nehme ich halt 4 oder 5, ist dann nicht so ein Riesenunterschied. Dann kann es jetzt 2 Kampf dazwischen sein, ja. Oh! Das gefällt mir. Du. Ich bin dran. Super. Ich nutze jetzt meine Verbandsgeschichte natürlich. Gehe hier drauf. Nehme jetzt einen Würfel von hier weg, weil ich ein Projekt habe. Und zwar, ach, kannst du hier nochmal gucken? Dieses hier. Ja, einfach auf den aktualisierten Pfeil oben in der Browser. Nehme den Würfel von hier runter. Ich erfülle ein Projekt. Bist du denn schon wieder dran? Ich meine, Züge immer schnell im Vergleich zu Flo. Und ich habe 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Und dementsprechend komme ich hier drauf. Ich habe 5 Wildtiere. Raubtiere. 5 Raubtiere.
Ne? Darumsprechend durfte ich mir den runternehmen, weil ich ihn hier runtergenommen habe. Kriegst du nochmal einen extra. Also kriegst du jetzt sechs Artenschutzpunkte. Sechs Artenschutzpunkte. Junge, Junge. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, das heißt, du räumst jetzt hier gleich beide Boni ab. Mhm. Und ihr müsst, du kannst, Ben, du kannst schon mal überlegen, welche von den beiden Karten du jetzt ablegen möchtest. So, das ist ein Dreier. Zu dem Zeitpunkt weiß man es dann auch normalerweise, ja, ne? Aber weil man es am Anfang eben nicht um. Das habe ich auch schon. 1, 2. Das ist ein Dreiergehege for free und das ist. Das ist noch ein Partner zu. Ja. Du hast auch noch Platz, also du hast ja eh aufgerüstet. Also du könntest noch, müsst aber einen von hier nehmen. Also den kriegt man jetzt nicht aus der, aus der Schachtel, sondern den muss man dann auch vom Tableau nehmen. Und hier ist einfach ein Dreiergehege für umsonst. Okay. Super. Das hier sind 3x-Marker, da hast du auch noch Platz für, also würde gehen. Das hier ist, du darfst eine Sponsorenkarte von der Hand spielen, aber eben für Geld statt, ja, also für Geldkosten in Höhe von x. Oh, okay. Also du könntest jetzt dein 6er-Ding für 6 Geld legen. Mhm. Ist auch ein ganz gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Ah, das ist ein sehr geiles. Und wenn du den spielst, der sieht sich ja selber, darfst du sofort noch eine für Geld spielen, dann kannst du sogar gleich 2 ausgeben. Bitte. Okay, zum Beispiel. Oder alternativ geht auch immer 5 Geld. Ne? Das ist so, wenn jetzt, wenn man halt später hier drüber läuft, hat man halt nicht mehr die Auswahl. Ich nehme als erstes natürlich dies hier und nehme den Partnerzoo in Asien. Asien, Partnerzoo für dich, dann darfst du jetzt noch eine Karte umdrehen. Mhm, genau, und jetzt brauche ich immer noch. Jetzt hast du die Wahl, ne? Wenn du die umdrehst, dann schaltest du, hast du noch besseren Zugriff auf Karten und kommst halt hier. Genau, rüber. Das will ich natürlich machen. Wenn du die umdrehst, dann kannst du deinen Zoo besser vollbauen und hast die Möglichkeit hier. Auf die Volieren, oder? Ich verzichte auf die Volieren drauf. Aber jetzt mal unabhängig von den Volieren, ist es halt auch deutlich besser, wenn man das aufgerüstet hat und man kann dann mehrere Gehege gleichzeitig bauen. Du kannst dann 3er und 2er bauen oder du kannst einen 1er Gehege, einen Pavillon, einen Kiosk und ein 2er Gehege bauen. Alles mit einer Aktion. Da bist du natürlich auch. Ist auch viel besser als die Basisaktion. Ne? Ja. Also nur mal so als Hinweis. Ja. Aber die Entscheidung soll natürlich nicht einfach sein und es ist auch so, dass es immer andere Karten sind, die man halt nicht auflevelt. Und das hängt einfach davon ab, wie es zusammenläuft. Ich mache mal den Unterschied, einfach ich mache mal Bauen tatsächlich bewusst nicht. Ne? Und habe das aufgelevelt. Genau, jetzt sind wir ja immer noch hier. Das haben wir gemacht. So, jetzt bist du hier noch. Genau, jetzt nehme ich natürlich hier diese Geschichte. Kurz auf Spiele jetzt die Okapi-Stallung. Ja, kostet 6 Geld. Für 6 Geld. Hast du hier wieder? Nee, ich habe hier, ich habe 6. Ah ja. Noch 6. So, also. Ich darf sofort. Also die kommen erstmal mit 3 Marken ins Spiel. Genau. Und immer wenn du jetzt ein Pflanzenfresser-Symbol bekommst, darfst du genau diesen Effekt ausführen, nämlich eine Sponsorenkarte gegen Geld spielen. Mhm, so, aber bevor das jetzt passiert, musst du natürlich die Okapi-Stallung auch noch platzieren, weil das ist ja. Nee, das ist nicht die Okapi-Stallung. Hier ist die Okapi-Stallung. Ja. Genau. Das ist ja auch gar nicht so einfach. Was hast du dafür gebaut? Ja, das ist. Aber auf dem Plan ist ja kein Problem. Ja, das stimmt. Die Felder darfst du jetzt auch überbauen. Ne? Du hast es ja aufgerüstet. Also die sind. Die darf ich sogar machen, aber. Und man könnte ja jetzt meinen, oh, das ist ja noch total gut, dass man das Ding jetzt zusätzlich bauen kann, weil man da die ganzen Boni mit abgreift und dann den Zoo halt weg, relativ schnell vorwärts. Aber das Ding ist so sperrig, dass, ne? Ja, das. Also es ist nicht nur, kann gut sein, wenn du es geschickt einsetzt, aber es kann halt auch echt störend sein. Ja, das, ich habe eher das Störende gerade gefühlt. Ja. Aber hier würde es tatsächlich passen. So machen wir das auch mal. So, das ist die Okapi-Stallung. Okay. Ja. Also dieses 5 Artenschutz auf einmal kriegen und dann hier über mehrere Leisten springen, ist auch wirklich das Maximum, was eigentlich an einer Stelle so zusammen passieren kann. Ne? So, dann nehme ich hier eine Karte. Das war für die Geschichte. Man braucht jetzt keine Angst haben vor so Monsterzügen, das passiert halt vielleicht ein, zwei Mal. Genau. Okay, und das ist jedes Mal, wenn ich das mache und weil ich das jetzt gemacht habe, dürfte ich das machen? Ja, kannst du es jetzt nochmal triggern, nimmst du sofort einen runter und kannst das gleich noch eine spielen. Und dürfte noch eine Sponsorenkarte ausspielen, aber man muss sagen... Willst du nicht? Naja, diese hier... Ja, okay, die bringt jetzt nichts und die andere kannst du nicht. Ja, okay, stimmt, da fehlt dir das. Genau. Okay. Dann wird daher, das nicht. Ne, brauche ich es gar nicht. Gut, danke, der Verband kommt zurück, Ben ist dran. Ich hatte jetzt lange Zeit nachzudenken. Purple Fieber, vielen Dank. Und McFly, ich shoppe jetzt mal ein bisschen. In der Spieleburg. In der Spieleburg, ja.
Das ist gut. 3-1. Ich möchte gerne 2 hiervon ausgeben. Dann möchte ich gerne das hier machen. Für 2 Tiere? Für 2 Tiere. Mhm. Ich hoffe, das klappt jetzt auch so, wie ich mir das vorstelle. Dann spiele ich die Spornschildkröte. Oh, wir mussten die noch auswählen hier, ne? Genau. Hab ich schon gemacht. Was musstest du auswählen? Ah ja, das musst du noch machen. Ja, Ben hat schon, ja, den hatte ich. Kostet mich 3 weniger, also zeige ich 19 hier. Und dann darf ich Karten verkaufen. Ja. Die hier und krieg 12 zurück. Dann hast du 12 zurück. Ich habe das Gefühl, dass das bei mir hier gut läuft, aber wenn ich mir mal die Sonnenkarten warte. Ja, die passen halt nicht so gut. Nee. Ja. Aber nochmal, das ist. Ist halt auch okay, aber. Dann hast du die erste Verkauf, Ablage. Tasten halt irgendwie genau, zu den Handkarten. Ein Dings da, Artenschutzprojekt. Und 6 gebe ich hier schon mal. 29. Und dann kannst du jetzt hier aus. Eine Karte upgraden. Die Arbeiter sind auch nicht so uninteressant tatsächlich. Nee. Aber so eine Karte upgraden. Ich meine, die ganzen Karten, wo ich. Was machen die nochmal? Also Tiere. Zusatzkosten? Was kostet das denn mehr? Wenn du das in der Mitte spielst, der Slot 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also je nachdem, aus welchem Slot du die spielst. Geld mehr. Geld, ja. Also wenn du jetzt den Brillenpelikan aus der Mitte spielen wollen würdest, dann würdest du nicht, dann kostet der 13, 14, 15. Gegebenenfalls minus der Zoo oder was sonst noch so modifiziert wird, aber. Ja, und das ist halt auch, das meinte ich ja jetzt am Anfang, wo du meinst, muss man jetzt die Auslage komplett lesen oder nicht? Du hast genug Karten am Anfang auf der Hand, um dich zu konzentrieren. Später im Spiel, und ihr habt jetzt, glaube ich, hattest du schon mal eine Karte aus der Mitte gespielt? Ich weiß es nicht. Aber später im Spiel, ne, hat man dann schon so, oh, okay, da oben liegt eine, die ist dann nächste Runde, wird die in meiner Reichweite liegen, baue ich mir jetzt schon mal das Gehege und nächste Runde, wenn die dann da ist, spiele ich die dann in das Gehege. Das war der Nordflux, genau. Ne? Ich habe gesehen, ja, was zum Beispiel. Ja, stimmt, den hat es aus der Mitte. Ne? Ja. Und dann kann ich noch den hier aufspielen, 2 Vögel habe ich. Ich habe einen Einer, also das muss ich umdrehen. Ja. Zup, ich habe einen Einer Gehege, nehmen wir mal das in der Mitte. Super. Wenn das hübsch aussieht. Der gibt mir jetzt leider keinen Rabatt. Kostet 11. Das ist natürlich bitter. Das ist auch nicht Europa, ne? Nee. Und dann ziehe ich nochmal 4 Karten. Stand 2, 3. Ich mache. Du hättest jetzt natürlich. Oh, war die dazwischen? Ja. Ich mache eine 5. Du hättest jetzt natürlich auch, ne, als Taktiktipp, wenn du jetzt zuerst die Eule spielst und danach Sonnenbahn machst, hättest du jetzt eine größere Auswahl an Karten gehabt, die du quasi wieder in Geld umwandelst. Aber. 5er Pause. Kriege ich hier noch einen und kriege ich hier noch 4. Immer bleibe ich da an mir dran. Hier, das kommt später. Das kommt später, ist nicht aber. 5er Pause. Das heißt. 1, 2, 3, 4, 5. Ich kriege dementsprechend 10 Geld. Waren das die ersten jetzt? Das waren die ersten, ja, okay. Nach der Pause. Ich kriege 10 Geld, bitte. Ja. Und Ben ist dran. Da muss ich noch 6 als Voraussetzung haben, ne? Ja, dann müsst du hier, ne? Finden dir noch ein paar. Das ist die Karte mit dem meisten Text im Spiel. Mhm. Was ist denn die Vasa? Die Weltzoo-Organisation, also der Verband, unter dem alle die Weltzoos zusammengeschlossen sind. Das gibt es auf Europaebene und das ist der Vasa. Mhm. Das ist der World Association Zoo. So irgendwie. Hast du aber noch nicht hingeschrieben, ob die Interesse haben. Ich weiß nicht, ob Frank die mal angeschrieben hat, aber. Ich persönlich nicht. Gesundheit. Dann bin ich durch. Super. Bin ich mir dran? Nein. Nee, also. Nee, weiß ich gar nicht. Du warst doch noch mit deinem Vogel beschäftigt. Warst du immer mit derselben Geschichte, was du hier gemacht hast? Ja, ich glaube, du bist dran. Achso, dann bist du jetzt wieder dran, weil ich habe mir einfach nur. Er hat ja nur Pause gemacht. Genau, so 5. 5er Pause. Das klingt ganz schön sexy, mache ich auch. Oh. Dann kriege ich 10 Geld. Und nächste Marker. 2, 3, 4. Ja. Und X-Marker, weil ich die Pause ausgelöst habe. Ich mag diese X-Marker. Wir müssen keine Karten abspielen, wir haben keine Manus-Marker. Wir kriegen unsere Sachen wieder zurück, beziehungsweise ich, weil wenn da scheinbar nichts macht. Genau. Ja, und dann kriegen wir Einkommen. Ich bekomme 21 plus 5 sind 26 Geld. Bitte. Ich bekomme immerhin auch 21. Dankeschön. 21, ja. Schön, dass ihr euch für einer 5er, 10er und 20er entschieden habt, sodass man das wirklich auch, ne, manchmal gibt es ja dann bei Spielen immer nur so Kategorien, wo man sich denkt, ach Mensch, warum haben sie denn keine 10er genommen? Ja. Ne? Und ich bekomme noch einen auf der Liste, auf der Leiste hier. Ne? Ich war gerade abgelenkt. Achso, auf der Leiste, einen hier durch, ne? Ja, auch das, ja. Ich nehme mal den Karte. So.
Okay, dann ist Ben fertig. Auswählen kann man auch nur damit machen, ne? Das mit den Karten, ja. Schön, die Auswählerkarte, schade. Und die gibt es halt in jeder Facette, ne? Also das ist jetzt halt die Karte für Pflanzenfresser. Mhm. Angenommen, jemand schaltet jetzt rein und fragt sich dieses Auswildern, was war denn das nochmal? Ja, es ist ja wirklich dein Tier weglegen. Also Auswildern ist so, du musst das Symbol treffen, in dem Fall Pflanzenfresser. Mhm. Das heißt, du kannst einen Pflanzenfresser aus deinem Zoo nehmen, das wäre jetzt genau der hier. Mhm. Der würde dann abgelegt werden, weil der wird ausgewildert. Dafür bekommst du das Gehege frei. Also zwar dürftest du dann ein Zweiergehege, was an zwei Felsen angrenzt, wieder auf die leere Seite umdrehen. Du verlierst auch die 5 Attraktionen, weil das Tier ist ja nicht mehr in deinem Zoo. Mhm. Dafür bekommst du aber 3 Artenschutzpunkte, weil das ein Zweiertier ist. Also 3 Artenschutzpunkte und einen Ruf fürs Ausspielen der Karte. Die Karte wird dann hier oben hingespielt in die Public Auslage, also die freie Auslage, und steht danach Flo auch zur Verfügung. Aber da wird auch nichts abgedeckt werden. Dann du deckst auch mit deinem Marker natürlich, weil das ein Artenschutzprojekt ist, den Slot halt ab, und Flo hätte dann die Möglichkeit, ein Vierer- oder ein Dreier-Tier auszuwählen. Er hat jetzt zufällig auch schon einen Wiesent, der natürlich unglaublich lecker ist, auf dem großen Feld auszuwählen. Was jetzt? Was jetzt? Bling, bling. Es ist jetzt, ja. Bin ich dran? Nee, ich bin dran. Ich mache eine Bauaktion. Ich baue wieder auf die 2. Genau, ich baue einen Dreier-Gehege. Willst du jetzt bauen, ja? Ich baue einen Dreier-Gehege. Bekommst du. Danke dir. Und da habe ich jetzt langsam ein bisschen Probleme. Und das ist natürlich, jetzt merkt man schon, dass man diese Felder hier eigentlich noch bräuchte. Ne? Weil ich muss hier irgendwie erstmal um die Ecke rumkommen. Ne? Also das baue ich nach hier oben. Das Dreier-Gehege. Ist auch die einzige Möglichkeit. Hier oben kann ich, komme ich ja nicht. Ja, ne? Woanders passt es jetzt. Genau, nicht, also ja. Das ist, merkt man dann wieder die Schwäche. Und ich darf mir dann. Du hast jetzt die Wahl zwischen. Haben wir, genau. Haben wir hier eigentlich weggelegt? Das hast du gemacht, ja. Ne? Bei der da oben ist was Neues, ja. Ja, ich glaube schon, da oben, die habe ich noch nicht gesehen. Die sind irgendwie neu. Mhm. Sehr schick, sehr schick. Was macht das? Oh, schön, ja. Nehmen wir uns mal auf die Hand. Das ist das Dreiergehege. Ich bin fertig. Ben ist dran. Na, dann einmal auf. Ich komme nicht dran. Achso, Entschuldigung. Ja. So. Ich möchte gerne bauen. Oder möchte ich mal Verbandsarbeit ausführen? Das hier war ich nämlich hier ein Markerback, ne? Das ist Artenschutzprojekt unterstützen. Und wenn du ein Artenschutzprojekt unterstützt, nimmst du auch immer einen Markerback. Das okay, ist ja das gehört zusammen, aber du kannst nicht einfach den Markerback nehmen, sondern musst. Dann mache ich das hier, führe eine Verbandsarbeit aus. Ich kann das hier auch zweimal. Nee, brauchst du da 3 Arbeiter. Du kannst, ne? Wenn du wenn du schon Arbeiter hier stehen hast, müsstest du 2, um das nochmal auszulösen, machen. Und ich habe die Verbandsarbeit nicht abgelöst, deswegen kann ich das eh nicht machen. Also macht eigentlich gerade nur das oder das Sinn. Also eigentlich willst du doch irgendwann mal jetzt hier so ein Projekt ausführen. Hast du nicht schon 4 verschiedene Kontinente, Ben? Wie viele Kontinente sehe ich denn dabei? Ich habe 1, 2, 3, 4. So, und dann könntest du zum Beispiel hier für 4 verschiedene Kontinente die Habitatsvielfalt unterstützen. Mhm. Du warst ja auf 5, also würdest du das machen. Habitatsvielfalt unterstützen, bekommst dafür auch allein dafür schon mal 3 Artenschutzpunkte. Das plus, dass du so ein Ding runternimmst. Lieber vor. 3 Stück. Mhm. 1, 2, 3. So, und dann kriegst du zusätzlich hier noch ein Dreiergehege oder 5 Geld. Das ist schon weg. Kein Mensch haben. Den hättest du auch nicht nehmen können, weil du das ja nicht aufgerüstet hast. Das kann ich jetzt auch nicht hinlegen. Was hast du denn aufgerüstet? Du hast nicht Bauen aufgerüstet, ne? Nee, da darfst du. Hast du nur eine? Was hast du denn? Eine aufgerüstet. Stimmt, du hast da eine da und hier bist du auch noch nicht. Ja, okay, das ist richtig. Wie unschön. So lustig, weil du gleich das erste, was du bei der Spielvorstellung festgestellt hast, ist. Okay, das ist ja viel mächtiger. Ja. Und das habe ich mir auch gemerkt. Ich dachte mir, okay, aufrüsten, das ist ne, das A und O. Aber ist natürlich auch wieder nicht. Ja, klar, ja. Das kommt drauf an, wie man es konzentriert. Ich habe das absichtlich nicht gemacht. Ich habe gedacht, ich hole mir mal die Bearbeitung zu, ob ich damit irgendwie mehr machen kann. Ich hätte nur gedacht, dass du total auf diese Aufrüstungsgeschichte gehst. Ne? Weil das ja natürlich, also... So, das ist für das waren die jetzt. Kann ich da noch einen Marker wegnehmen? Boah, noch mal. Also nochmal, ich meine, ist ja eigentlich selbst erklären, ne? Aber hier kriegst du einen Arbeiter, hier kriegst du 12 Geld, hier kriegst du 3 X-Marker, einmalig jeweils, und hier einen Artenschutzpunkt als Einkommen, 5 Geld als Einkommen, einen Zweiergehege als Einkommen. Als Einkommen? Und hier einmal Zuschnappen.
Also auch, es ist immer Einkommen. Ne? Du kriegst es einmal sofort, wenn du es jetzt runternimmst und dann jedes Mal in der Einkommensphase nochmal. Also hiermit sicherst du logischerweise deinen Kartennachschub, hiermit Geldeinkommen, das ist einfach generell gut. Und hier kannst du jede Menge Zweiergehege bauen. Das hilft ungemein, wenn man den Zoo natürlich dann vollbauen möchte. Also wenn man vorhat, den Zoo vollzubauen, ist das einfach ganz gut. Aber solche Karten helfen natürlich auch gut, den Zoo vollzubauen, ne? Wo man dann einfach... Du hast dich entschieden? Nee, aber ich guck mal das hier mir an. Ich spiele. Und leg den da ein. Genau. Okay. Und dann kriegst du jetzt noch ein Zweiergehege, was du legst. Das ist auch so. Das ist sofort. Sexy. Ha. Guck mal, du könntest jetzt, ne? Das zum Beispiel drauflegen, mal so als kleine Überlegung. Und dann würdest du. Zwei sind vier, das? Vier sind es bei mir. Warum? Wieso das? Weil ich eine Archäologin habe. Stimmt, du hast die Archäologie. Ja, das ist korrekt, aber du verdoppelst nicht den Effekt, sondern du suchst dir einen aus, der noch frei ist. Also du könntest es dann zum Beispiel hier hinlegen und dann die zwei auch nehmen. Oder, ne, das wäre dann wahrscheinlich besser. Okay. Ja. Oder wenn du es hier drauf legst, kannst du noch die 5 Geld nehmen. So, ja. Du hast jetzt... 1, 2, 3, 4. Hallo Flo! Nee, das ist ja ein anderer, das ist ja Karte ziehen. Aber ich suche mir das aus. Ja, aber den verdoppelst du nicht. Ja, wenn du kriegst den, weil du es drauf baust, ganz normal, und dann suchst du die einen aus, der noch da ist. Du könntest es aber hier hinlegen. Und dir den aussuchen. Ja, dann kriegst du viel. Ja, du hast recht. Es ist ja zweimal drauf. Also du kannst es hier hinlegen, den auslösen, weil du es drauf baust, und dann den auslösen, weil der auch noch da ist. Dann soll ich die Karte richtig lesen. Ich habe einen freien Randeffekt aussuchen. So, dann bist du da. Und du darfst die Karte umdrehen. Und darfst jetzt noch eine Karte aufrüsten. Genau. Du bist sehr schnell hinterhergekommen. Naja. Das ist erschreckt. Ich bin überall, also hier noch ein bisschen weit weg, aber das kommt gleich. Ja, ich glaube, das sehe ich auch schon. Das war alles in einer Aktion. Schön. So, upgrade, also warte, ich muss das upgraden, dafür brauche ich das. Ich gebe schon mal das machen. Machen wir eine Tieraktion. Das ist, glaube ich, sehr gut. Also man sieht ja jetzt, dass das schon ganz, ganz, ganz mächtig ist, wenn man hier am Anfang die Artenschutzpunkte sammelt mit den Boni. Ne? Und wenn man jetzt irgendwie ein Projekt am Anfang hat oder wirklich das hier ein bisschen fokussierter am Anfang macht, dann kann das auch eine echt valide Taktik. Ne? Selbst in der ersten Runde ein Tier auszuwählen dann wieder, was dann natürlich hier wirklich Einkommen kostet, ist aber trotzdem total gut auch, weil man dann ja über diese Einkommensboni da sehr viel wieder reinkriegst. Ne? Genau, du kriegst zwar du kriegst halt hier dann relativ schnell einen guten Effekt und halt diesen dauerhaften Einkommenseffekt. Was auch nochmal Spende? Spende, weil hier 12 Geld ausgeben für einen Punkt da. Ja, genau. Beziehungsweise im Moment kostet es 5 Geld noch. Der nächste 5, dann 7, dann 10 und ab dann immer 12. 12 ist halt dann teuer, ne? Aber ich glaube, wenn man es am Ende hat, dann kann man das, ne? Na, und es geht halt deswegen so schnell, weil ihr nur zu zweit spielt, ne? Sonst wären hier noch ein paar mehr andere dabei, ne? Genau. So, während Ben noch überlegt, das zu machen, spiele ich schon mal ruhig meine Karten runter, weil das dauert bei mir auch ein bisschen. Ich muss erstmal den großen Panda spielen. Hab ich? Mhm. Ja. Dann kostet der 24. Da, der kostet 24, genau. So 6 wieder. Mhm. Hier bringt mir 2 Punkte hier. 1, 2 bringt mir 10 Punkte hier. Das ist der Panda. Also auf 45. Ja, den wollen sie alle sehen. Das ist einfach eine große Attraktion, das stimmt. So, und es ist eine grüne Karte. Es ist erstmal so ein Tier hier. Das heißt, ich dürfte jetzt. Ja, ne? Das kannst du jetzt aus. Du kannst erstmal das machen. Erstmal darf ich noch einen Pavillon wieder bauen. Du hast auch nochmal ein Ticket für. So, und da möchte ich eigentlich den Ding jetzt hinpacken. Das heißt, ich gehe mal hier hin. Genau, runterschieben machst du dann aber im Anschluss. Das machst du dann gleich. Einmal da noch ein Ticket. Stimmt, genau. Ja. Für den Pavillon. So, und dann kannst du jetzt überlegen, ob du das triggerst. Da würde ich jetzt eine Sponsorenkarte wieder spielen können. Ne? Für Geld habe ich immer noch nur leider den. Kann ich noch nicht auslösen. Dann ist der weg. Aber ich darf ja noch. Ne? Oh, das habe ich ja nicht. Ja, vorher. Also dürftest du jetzt technisch nicht mehr, aber ist jetzt egal. Ne? Also kannst halt vorher den ausgeben. Ich hatte den schon reingelegt. Ich hatte ein Kreuz reingelegt. Ich bin schon bei der 5. Ich habe den an dir vorbeigelegt hier. Ist das so? Ja. Habe ich auch nicht gesehen. Weil ich ja zwei Tiere spielen will. Ach so, ja, klar. Dann kriegst du aber vorher noch einen Ruf, ne? Und das geht auch, weil du ja. Und genau, den Ruf. Das geht auch, weil du. Genau. Also kriegst du erst den Ruf bis da. Mhm. Durch das Tier kriegst du dann den nächsten Ruf. Du kannst über die Leiste, weil du das aufgerüstet hast, und kannst jetzt nochmal hier eine Karte nehmen, ne? Also das heißt, du kannst jetzt eine von diesen Karten hier nehmen. Du bist ja schon relativ weit. Genau. Von diesen Karten nehmen oder vom Stapel. Ja. So, und dann. Ja, das ist ein Artenschutzprojekt, was Wassersymbole sammelt. Das sehe ich bei dir überhaupt keins. Ne? Bei Ben sehe ich nur 3 Felsensymbole. Es gibt mehr Wassersymbole als Felsensymbole. Okay. Dann nehme ich mir mal das hier. Das sind die hier, ne? Das sind die Felsensymbole. Aber irgendwie haben wir die Wassertiere nicht gefunden. Hier, der hat sogar 2 davon. Ah, stimmt. Ich nehme das rote Riesenkänguru.
Das ist die erste Spielrunde immer noch. Wir sind auch in der Lernpartie. Ja, ja, mit einem, ne? So, das war das erste Tier und jetzt kommt das zweite Tier. Ich habe auch noch das Ding umgedreht. Jetzt kommt nämlich der Rothirsch. Ich habe zwar kein Gehege mehr, aber ja, den darf ich nämlich zu einem anderen Tier spielen. Kostet mich normalerweise 12, kostet mich nur 9. Genau, dankeschön. Also Flo beendet gleich das Spiel. Und Herdentier 3, das heißt, man darf ihn zu einem anderen Tier spielen. Dazu muss ich aber nicht andeuten, sondern das mache ich einfach. Oder? Nein, du brauchst sie eigentlich auf dem Plan gar nicht zu gucken, weil sich eh nicht mehr gemerkt hat, welches Tier wo ist. Genau. Du guckst einfach, hast du einen Pflanzenfresser mit Gehege 3? Hier Pflanzenfresser 3, also alles klar. So, hab ich auch gedacht. So, dann kommen nochmal. Oder der würde auch reichen, Pflanzenfresser 5, kein Problem, reingelegt. So, dann kommen nochmal 5 dazu. Ben, magst du mich nochmal 5 weitersetzen, bitte? Nee, unbedingt. Jetzt könnte ich wieder das machen, aber ja, immer noch nicht genau, das wäre natürlich jetzt die Krönung der. Aber ich fand so den Zug auch schon ganz lustig. Aber ich habe auch nichts gefunden hier. Kleintierbericht brachte mir gar nichts. So, und Ben ist dran. Und Moment, aber das Tier muss natürlich. Ja, und jetzt darfst du noch eine runterschieben, ne? Du hast ja hier das Ding überbaut. Jetzt darfst stimmt, dankeschön. Einmal noch ausfuchsen. Aber es ist alles gut, man will dann auch. Will dann auch gar nichts. Muss ich? Nee, ich kann nicht. Nein, du kannst. Selbst wenn du müsstest, könntest du ja die in Slot 1 in Slot 1 legen. Genau. Du bist durch? Ist die Frage. Beim Verband kann ich ja gerade. Obwohl, ich kann das noch machen. Das bringt mir nur zu 7 Punkte. Das bringt mir da nochmal einen Bonus. Ah, komm, wir packen mal nochmal die komische Karte. Nicht die komische, aber die Karte nach hinten. Ich bin durch. Du bist dran. Gefällt mir das nicht so. Verband nehmen, das nehmen. Gut, nächste Züge sind schon wieder fertig. Ich mache das hier plus 1 und nehme mir dann den PPK. Ja, das geht. Und zwei Pause. Zwei Pause. 1, 2. Zack, da bin ich dran. Mhm. Mhm. Ach, das kostet ja auch Geld. Ich mache den Verband. Nicht den Pelikan. Das Vierergehege. Warte. Ja. Das hier. Okay. Das Dreiergehege. Gut aufgepasst. So. Das kostet ja noch mehr. Ja, zumindest braucht er keinen Felsen. Mhm. Ich dachte, manche von denen, ja. Hier drauf. Beim Verband. Mhm. Den genommen. Lege ich mir hier drauf, lege ich 2 nochmal auf der Leiste. Ja. 1, 2. Dann machst du hier einen und kriegst einen X-Marker. X, genau. Und dann kriege ich hierdurch nochmal 2 Artenschutz. 1, 2. Das war die Geschichte. Ich darf noch spenden. Ich muss jetzt 5 spenden. 5 Geld bezahlen, ja. Also genau. Das mache ich auch. Und kriege dafür nochmal einen. So, langsam läufst du weg. So ein Marker da wieder hin platzieren, ne? Ja, aber er hat ja jetzt auch ein bisschen Geld da, ne? Ich bin jetzt erstmal wieder pleite. Der Verband kommt nach hinten und Ben ist dran. Ja, ich mal. Ich mache. Was war das denn? Wie sehen die Fünfer aus? Na, immerhin so. Aber ja, du hast dich jetzt auch wirklich noch in so eine Situation manövriert, ne? Wo du die Gehege auch nicht gut platzieren kannst. Richtig. Ich mache mal Tiere, plus 1 hier. Dann darf ich 2 aufspielen. Dann spiele ich mal zu. Du bist vor mir auf der Leiste, ne? Ach, wie unschön. Dann spiele ich erstmal das hier aus. 2 Gehege, dann drehe ich mal das hier um. Dann gebe ich dafür 10 Geld aus. Dann. Wie sehen die Giftmarker aus? Gib doch schon mal 2 davon. Was? Was machst du denn jetzt? Grüne Mamba, die ist giftig. Und wo kommen die hin? Auf die Karten. Darf ich auch ausfüllen? Nein, in den ersten und den zweiten Slot. Natürlich, natürlich auf die Karten, die man nicht ausfüllen will. Ich kriege 2 hiervon zurück. Und dann spiele ich noch ein Tier aus. Du dachtest ja schon, das hier wäre schlimm. Dann kommt, nee, ist jetzt gar nichts mehr. Dann kommt jetzt hier, da habe ich eigentlich noch 6 Punkte. Na, und die Punkte übrigens kann man sich auch erst danach nehmen. Ne? Also das ist bei den Karten immer ganz wichtig. Zuerst, er hat ja gesagt, ne, freie Auswahl, welche Reihenfolge, es macht halt meistens mehr Sinn, den Effekt zu machen und dann die Punkte. Nicht, dass man mit den Punkten an dem vorbeizieht, also es reicht. Man kann immer sehen, ob man es anwenden kann oder nicht.
Ja, die hatte ich mir schon genommen gerade. Die 6 Punkte hast du dir genommen? Ach nee, die 2x. Achso, nee, die 2x-Marker, das ist fürs Solospiel. Die Karten, die Karten mit interaktiven Fähigkeiten haben im Solospiel einen anderen Effekt. Als ausgeheilt wird. Da habe ich jetzt mit geplant. Man muss ja also nicht ausrechnen. Das tut mir leid, ja. Das hatte ich noch nicht erklärt, aber das heißt dieses. Den hier in sein Dreiergehege. Oh, dann wird geaßt. Dann gebe ich dir mal. Und dann kostet mich das 15 Geld. Mhm. Dann nehme ich einmal 5 zurück. Dann kriege ich nochmal 6 dafür. Ja, bist ja schon wieder fast. Ja, wenn ich auf der Leiste noch weiter wäre, aber. Hasen 2. Dann hast du jetzt die Wahl. Was soll ich denn den Elefanten nochmal suchen? Wenn das, ist das ein afrikanischer oder ein asiatischer Elefant? Ich weiß nicht, welchen du hattest. Ich glaube, du hattest den. Asiatischen. Den brauche ich nicht. Ja. Sehr schön, dann bin ich dran. Ja. Ich zahle 2 Geld, weil ich vergiftet bin, oder muss ich pro Marker 2 Geld bezahlen? Nein, 2. Okay. Also technisch gesehen zahlst du es auch nach der Aktion und nicht davor, aber du musst. Ah, das heißt, ich dürfte die Aktion sogar machen, wenn ich das Geld nicht hätte. Ja, das ist der Unterschied. Das ist zwar ein bisschen komplizierter in den Regeln, aber genau, also das ist nicht der Punkt. Genau, du kannst halt die Pause schon auslösen dadurch. Dann spiele ich das Sponsoren-Ding. Und zwar mache ich eine Pause. Ich darf 2x auch ausgeben, ne? Mhm. Dann bin ich bei einer 7. Mhm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mhm. Kriege ich 1 wieder zurück. Dann kriegst du einen wieder und dann. Dann kriege ich 14 Geld. Ja. Und muss jetzt aber 2 bezahlen, ne? Ich sage jetzt einfach mal ja. Oder muss ich es nicht, weil. Weil die weggehen. Die gehen in der Pause weg, aber du musst nach der Aktion das machen und die Pause ist ja nachdem du einsortiert hast. Also ich sag jetzt einfach mal ja. Okay. Obwohl ich mir nicht 100% sicher bin, wie es in der Regel ein. Wenn es anders war. Das ist so ein Ding, die Reihenfolge haben wir nochmal geändert, damit du halt wirklich, ne? Das ist nur so logisch, weil du bezahlst das ja nach deiner Aktion und wenn du fertig bist mit deinem Zug. Dann, und du bezahlst es auch dann, wenn du keinen Marker entfernt hast. Du hast jetzt keinen Marker entfernt, also zahlst du es und dann ist die Pause und dann gehen die Marker weg. Ben, Pause. Aber du ahnst schon, warum ich das Spiel auf meine 1 gesetzt habe, oder? Ja, ist schon gut. Pause, also ich werfe auf 5 Karten. Aber es muss sich natürlich, also meine 1 ist natürlich auch gut. Das wird hier nicht mithalten können. Dann kannst du deine Giftmarker leider abwerfen. Habe ich keine Meinung. Dann, was war das? Das war, wir holen die Leute zurück und führen die auf. Ja, meine 1 weiß ja gar nicht, ob ich gespielt. Also daher, das kann auch einfach. Habt ihr denn, was fehlt denn noch? Das kann ja nicht den hier noch. Ne? Genau. Das ist auf jeden Fall dann kommt hier 1 und 2 weg. Schöne Pelikan. So, du führst. Genau. Und dann kriegen wir Einkommen. Schön. Und zwar bin ich bei 25 plus 5, 30 Einkommen bitte. Und einen hier. Fühl mich ein bisschen wie auf dann von hier. Und du darfst anfangen. Wie viel Geld kriegt Ben denn? Hast du dir das schon genommen? Nee, ich gebe dir mal, ne? Ich kann das nur nicht ganz so gut lesen. 24 plus nix. Aber noch eine Karte. Keine Karte. Doch. Von da. Eine Karte, ja. Und vor allem 2er-Gehege noch, ne? Das hat er schon gemacht. Wie sexy. Du sollst jetzt schnell beenden, Flo. Du hast aber gerade jetzt tatsächlich vom Ablagestapel gezogen, glaube ich. Ich hab die genommen. Dann hast du richtig. Ja. Ja, Glück, da waren noch. Fange ich an, ja, ne? Du darfst anfangen, ja. Wann ist zu Ende? Nein, nicht anfangen. Es geht ja immer. Es geht kein Anfang weiter, und Ende, sondern es geht einfach immer weiter. Du machst ne? weiter, genau. Also derjenige, der quasi seine Aktion dafür aufbringt, die Pause einzuläuten, kriegt dafür den X-Marker, aber dafür ist der andere hat dafür keine Aktion verwendet. Ne? Also das ist schon so. Und das ist auch mit dem Startspieler so ein bisschen so, dadurch, dass du anfängst, hast du natürlich zuerst die Auswahl, ne? Bist vielleicht sogar am Ende einmal mehr dran, aber du hast auch immer erstmal die größte Wahrscheinlichkeit, dass du dann auch der bist, der die Pause wieder auslöst. Mhm. Ne? Und dann eben hier den kleinen Unterschied und halt, wenn man dann mit den anderen Plänen spielt, dass man sich eben auch noch den Plan dass der andere sich den Plan zuerst aussuchen darf, wobei die sollen natürlich schon alle gleich gut sein. Ja. Aber es ist ja nochmal auch emotional, einfach natürlich, sich dann aussuchen zu dürfen. Ja. Den Plan, wo man jetzt gerade mehr Bock drauf hat oder wie auch immer. Also, ich gebe einen ab, mache Tiere auf 1, ich spiele das Gerevi-Zebra, starke Pferde. Oh, du brauchst dafür 3 hast du, ja. 3, hat er erfüllt. Hast du auch schon Pflanzen? Ja, das heißt, der brauchst auch kein Gehege für. Weil das ist ein Herrentier. Ja. Geht ein bisschen unter, aber ist es 2, zack. Also der kann hier zu dem Steinbock ins Gehege.
Wenn ich so einen habe mit zwei, okay, ja, passt, muss ich mir, noch besser. Mhm. Ich zahle für 9. Dann kriege ich 1 hier, 1 da, 6 hier, hallo. Und ich darf meine Aktionskarte Sponsoren auf die 1 oder 5 legen. Und denk dran, ihr könnt auch, wenn du mit der, du kannst jetzt, du hast es hier aufgerüstet, du dürftest sogar zwei Sponsorenkarten gleichzeitig spielen, wenn du genug X-Marker hast. Ne? Aber das ist teuer, ne? Aber wenn die kleineren kann man dann mal ausspielen. Ja. Also zwei Fünfer wird dann wirklich teuer, ne? Aber so zwei Dreier. Zwei Dreier ist geht ist ja sogar ohne eine X-Marker, ja, ne? Weil es ist ja dann. Und sogar aus der Mitte dann, ne? Machst du irgendwas, was mit mir was zu tun hat? Was? Du machst nichts, was mit mir zu tun hat, oder? Ich glaube, du hast doch am Anfang so eine Karte gespielt, die hat mich dazu gebracht, vielleicht so manches dann. Ich werde eh nicht davon betroffen. Weil ich würde tatsächlich, ich muss das mal ruhig machen, erst das machen. Ja. Als Aktion, dann würde ich den hier spielen und wenn ich das nächste Mal dran wäre, würde ich dann das machen. Ja, mach. Das ist, glaube ich, habe ich kein Problem mit. Wenn ach, verstanden, heile Karte. Dann müsstest du, das ist nämlich genau der Punkt, du hast jetzt die Karte ja vorher schon zurücksortiert. Genau. Das ist immer, nee, gar nicht wahr, die lacht doch hin, du hast nichts. Ja, klar, ich habe nichts Marker dafür ausgegeben. Kriegst du aber, X-Marker genau, wieder. Wir können es einfach so lassen, ich mache einfach meinen nächsten Zug dann nicht, ja, weil das hat keiner aus, ich spiele es einfach den hier aus. Okay. Dann liegt halt der auf der 5. Ja. Ne, der Sponsor links. Ja, du musst den X, nee, du kriegst den X-Marker, musst du dann ja gar nicht bezahlen. Genau. Nee, aber ich würde den Zug ja gleich genauso den X-Marker. Genau, ja, aber den brauchst du dann nicht, weil der ja dann, weil du dann ja ein Tier auch so spielen kannst. So, was kriegst du hier für ein Tier? Für jedes freie Wasser- und Gebirgsfeld kriege ich 2 Geld. Nein. Alter, was? Und für, nee, Symbol, das ich habe. Für die Symbole, die du hast. Du würdest jetzt gucken, du hast 1, 2, 3, 3. Das Tier hast du noch nicht, aber da ist auch keins drauf. Genau. Würdest du 6 Geld bekommen. Mhm. Und du hast jetzt, dadurch, dass du den Biodiversitätsforscher engagiert hast quasi in deinem Zoo, die Möglichkeit, Wasser- und Felsenfelder zu überbauen. Thematisch gesehen überbaust du die natürlich nicht wirklich, sondern die würden dann integriert werden in die Gehege. Das ist so ein bisschen die Idee dahinter, ne? Aber weil es mechanisch viel zu kompliziert wäre, darfst du sie jetzt einfach überbauen. Mhm. Und alle Voraussetzungen auf Karten, die das brauchen, sind automatisch erfüllt. Also wenn du jetzt irgendeine Karte spielst mit Wasser oder Felsen, okay, ist automatisch erfüllt. Okay, dann würde ich beim nächsten Zug ja das Tier machen, dann wird das wieder hier, ja, und dann bist du jetzt zweimal dran. Du hast jetzt einen Doppelzug. Mhm. Genau. Sorry für die Verwirrung, aber es fiel mir dann auf, dass das jetzt... Und dann darf ich jetzt ja noch den umlegen und den zweimal. Ja, genau, dann geht der wieder nach oben, ja. Oder ich auf die 1. Oder auf die 1, aber dann, ja. Da lacht er ja eh schon. Nee, lacht er nicht. Der lag hier. Ja. Jetzt, du führst ja jetzt das aus als zweite Aktion. Ja, und dann darf ich den. Und dann geht der hier hin. Mhm. Und jetzt darfst du noch auf 5 oder 1 legen und dann schiebst du. Okay. Bauoption. Einmal für 6 bitte. Also 4 wieder. Mhm, genau. Und ein Dreiergehege entsprechend. Dankeschön. Okay, jetzt ist es so, ich so viel machen will, das Spiel ist gleich zu Ende. Ja, also ich glaube nicht, dass es noch eine Pause gibt. Das packe ich hier hin. Dann kommt das Bauen. Nee, ja, es ist schön, dass es Entscheidungen gibt. Ne? Ben ist dran, macht seinen Zug. Ja? Ich bin wieder dran. Ja. Ich spiele Tiere. Und zwar habe ich erstmal wieder den einen Ruf, hier. Den Ruf, den gehe ich nach oben. Hast du jetzt freie Auswahl? Freie Auswahl, was ich mir hier nehme. So. Oder von oben geht auch. Ja, genau. Weil du siehst ja schon, ich gucke hier drauf und stelle hier nichts mehr. Nee, doch so. Jetzt habe jetzt... darf Tierkarten jetzt spielen? Und zwar 2 Stück. Spiele als erstes die Nordgiraffe. Die kostet mich 16. Ne, weil ich da keinen Bonus bekomme, weil ich ja Afrika nicht habe mit der Partnerschaft. Hat die Gnu-Geschichte natürlich wieder. Das heißt, das würde hier triggern, aber das hilft mir nicht weiter. Nee, weil du immer noch keine, ja. Ne, genau, also dementsprechend zahle ich hier mal die 16 hin. Und darf Sponsoren hier nach hinten packen dafür. Ja, aber im Anschluss. Ne? Im Anschluss, also, genau. Du bist ja dabei, die hier genau. Ja, genau. Das, ne? Das heißt, du spielst die jetzt erstmal aus. Aber erstmal 7, einmal... Ach, oh, Ben ist mit mir gleich gezogen hier. Ja. Okay, hier bin ich auf 58. So, und dann spiele ich noch ein zweites Tier. Das ist gut. Natürlich. Das rote Riesenkänguru spiele ich. Also erstmal muss ich den hier umdrehen natürlich auch noch. Dann spiele ich das rote Riesenkänguru. Oh nein, für 23. Da fehlt mir einer. Hoppala! Das ist jetzt echt ärgerlich. Mir fehlt einer? Boah, und das wäre so gut gewesen. Darf ich? Ich würde. Man darf nicht tauschen. Oh. Explizit verboten.
Das war auch ein Strategiespiel, ne? Okay, Ben hat ja auch gerade diesen ganzen Schmerz zurückgemacht. Also daher machen wir natürlich Folgendes. Wir packen die Karte wieder auf die Hand. Ich bekomme leider wieder... Ja, aber guck mal, du kannst es ja trotzdem... Ja, ich müsste... Also das Känguru würde ich auf jeden Fall spielen. So, und dann spielst du halt stattdessen, was ja dann, das ist ja auch noch ein Herdentier. Das genau, heißt, der geht ja wo rein. Der geht zu den Wiesen. Genau. Und dann hast du ja, weil du die aufgerüstet hast, auch die Möglichkeit, irgendeine von den Karten noch zu spielen. Mhm. Du kannst halt auf jeden Fall, wie teuer war das, die Giraffe? Also du hast 15 Geld, hast du, ne? Ja, genau, 15 Geld habe ich, ne? Mhm, genau. Ah, ja, das passt nicht. Das passt hier mit, also ja. Du kannst halt die hier spielen, ja, ne? Aber die ist natürlich nicht ganz so gut. Aber dafür hättest du zwei Tiere dann ausgespielt. Ja, das stimmt. Aber was ist denn mit dem Affen da oben? Den Affen kannst du spielen. Ich kann sogar den Affen spielen für 12. Ausgefuchst. Für 5. Der kostet dich... Oh, ja, der ist gut, stimmt. Der Affe kostet dich 15. Das passt genau. Warum? Ja doch, weil der in Slot 6 liegt. Muss halt wenn du die aus der Mitte spielst, musst du zumindest noch Zusatzkosten zahlen. Ach ja, genau. Der würde dann 18 kosten, aber minus 3, also 15. Würde genau reichen. Ja, genau. Oh, stimmt, das mit dem, wenn man aus der Mitte spielt, also sie direkt rausnimmt über diese Fähigkeit. Dann bezahlt man noch die Karten. Das steht drauf, aber das... Mit Zusatzkosten. Ja, das kann man natürlich mal am Anfang noch übersehen, aber... Den Affen könntest du spielen. Und ich darf dann eine beliebige Aktionskarte. Also der Affe, der macht das Ausfuchsen, macht ja. Also im Prinzip fast das gleiche wie die Giraffe. Ja. Nur dass du nicht die Sponsorenkarte in 1 legen darfst, sondern quasi irgendeine andere. Nur in eine 1, ne? Ja. Genau, richtig. Ja, das stimmt. Aber auch nur in 1. Also bei der Giraffe darfst du die Sponsorenkarte in 1 oder in 5 legen. Ja, genau. Dann machen wir das doch mal ruhig, obwohl der Affe bringt mir auch. Na komm, egal, wir müssen ja auch mal ein bisschen vorankommen. Ja, also, du bist ja auch gleich im Ende. Wenn du jetzt das. Das verlierst du eh nicht mehr. Wenn du das Känguru jetzt spielst, das gibt so einen Schub nochmal. 23, das heißt, ich bekomme nochmal 2, bitte wieder. Also, wenn du beide spielst, ist dein ganzes Geld weg. Hat man ja, genau, richtig. Ne? Also. Der braucht kein Gehege, ne? Das sind 7. Und jetzt beutelst du noch zweimal. Und dann beutel ich noch zweimal, genau. Zwei Karten weg. Dann macht der 11 Attraktionen. Ihr wart eben gleich auf, ne? Ja, ja, genau. So, dann ich bin bei 52. Ja, bei 51 bin ich jetzt bei 62. Ja, das reicht nicht. Aber gut, das reicht noch, nicht, ne? Ganz, noch nicht ganz. So, und jetzt haben wir gesagt, mache ich mit dem zweiten Kauf. Mit dem Restgeld da den Affen hier. Noch. Genau, das sind 15, die wir dafür brauchen. Und das bastelt, also du hattest eben einen zu wenig und die hat 16 gekostet, ne? Die Giraffe, dann passt das jetzt genau. Genau, also alles weg. Und das Gehege noch umdrehen. Und dann 5 Attraktionen. Mhm, genau. 62 auf 67. So, du brauchst jetzt noch eine jetzt ausfuchsen. Ja, nachdem du die wieder in 1 gelegt hast. So, jetzt die Karten brauchst du jetzt nicht mehr, die kannst du jetzt runterschieben. Genau. Eine Aktion mehr möchte ich auch einholen. Verdammt. So, dann ist jetzt Ben dran. Mhm, ich mache Verband. Auf der 4. Mhm. Ich mache einmal auf jeden Fall das hier, weil ich habe hier 5 Afrika-Sachen. Mhm. Da lege ich hier von einem drauf, ne? Ja, aber das kostet mindestens 5. Ja, also ich gebe einen X aus. Zack. Zusätzlich habe ich noch eine Spende vor. Ja, das kannst für 7 Geld noch einen Artenschutzpunkt kaufen. Hm, das mache ich auf jeden Fall. Aber das machst du danach. Mach erstmal, das ist immer danach. Also erstmal hier für 5 Afrika, ne? Genau, das nehme ich jetzt hier weg. Boah. Dann brauche ich auch keinen Arbeiter für, ne? Das verbraucht auch. Das nicht. Braucht keinen Arbeiter, nur der hier. Achso, das ist der 5er, genau. Also da gebe ich den Arbeiter. Mhm. Da muss ich mir hier was aussuchen. Hier würde ich nehme mal den hier, leg den da hin. Dann kriege ich 2. Dann stelle ich das da drauf. 5 hast du mir schon gegeben. 5 habe ich dir gegeben, ja. Den kriege ich. Dann könnte ich jetzt noch. Jetzt kannst du für 7 Geld noch einkaufen. Für 7 Geld mache ich. Mhm. Dann nehme ich 15 zurück. Du bist übrigens hier drüber gerutscht, da kannst du dir jetzt 3 X-Marker für nehmen oder 5 Geld. Hier bist du drüber gerutscht. Ich nehme mal 5 Geld. Hier einmal brauche ich 15 zurück. Warte, habe ich. Ich muss da irgendwo für 7 ausgeben. Ich darf jetzt kaufen 7. Was kriegst du jetzt? 15 zurück. Ja, dann kriegst du 20 zurück, weil du kriegst ja gerade 5. Stimmt. Macht Sinn. Das hier habe ich ausgegeben. Ja. Da muss ich jetzt auch wieder noch einen Würfel drauflegen.
Nee. Nein, ja doch, hier, weil du da. Das bezahlt hast. Aber nicht von da, sondern na, einfach rein von außen. Ja, das habe ich gestern auch irgendwie die Frage tatsächlich. Ne? Ja. Ich meine, klar, ne, man legt hier irgendwie Würfel drauf, aber das sieht ja auch so ein bisschen so aus. Ne? Richtig, ja. Genau. Aber nein, das ist tatsächlich dieses Symbol Anschluss, hier, ja. Wenn man das hier macht. Ja, genau. Ich habe das Symbol schon hingepackt. Aber irgendwie mit dem Anschluss verbindet man halt grün, grün, grün und dann guckt man hier drauf und das ist halt so, hat so einen leichten rosa Anstrich. Ne? Das ist hier weiß, das ist hier so und dementsprechend hast du da. Die Assoziation geht da so ein bisschen vielleicht drüber. Ne? So, und hierbei kriege ich 5 Geld, habe ich mir genommen, Karten abwerfen, dann bin ich durch. Ja. Gut, ich mache die Verbandsaktion. Genau. Ne? Setze den Arbeiter. Also ich kann einfach. Ja, es ist fast egal, du nimmst jetzt einfach einen zu. Ich kann einfach hier drauf gehen. Achso, das kannst du auch machen, ja. Ne? Dann gehe ich. Kriege ich ja hier 2. Dann kriege ich hier einen. Ja. Und noch ein X, was egal ist. Ja. Und habe noch 5 Punkte, habe noch 3. Also du kannst den X-Marker, den du darüber kriegst, übrigens nicht einsetzen. Ne? Die X-Marker muss man benutzen. Naja, vorher. Also du hättest jetzt quasi 6. Für 6 könntest du es auslösen. Genau, für 6 könnte ich es, genau, richtig. Und ich löse was für 2 aus und könnte jetzt noch was für 4 auslösen. Ja. Was aber egal ist. Na, ist weil, nicht egal. Oder? Du kannst dir jetzt hier noch so einen Partner zu nehmen. Ja. Egal welchen, kriegst du da den Arbeiter für und dafür nochmal 2. Dankeschön, genau, richtig, ja, genau. Den hat den Zweier da, ne, weil der dann sollte man vielleicht einfach so daneben stellen, dass man es am Anfang sieht, nachher weiß man es. Ja. Ne, genau, sind noch mal 2. Super. So, spenden kannst du nicht mehr, nicht weil mehr, Geld hast Geld du nicht mehr. Du dürftest jetzt noch 10 Geld bezahlen. Ja, hast du nicht mehr, so. Und jetzt ist, jetzt hast du das Spiel quasi beendet und Ben ist jetzt noch einmal am Zug und kann noch einmal alles geben. Alles. So, jetzt kommt natürlich, das habe ich natürlich vorbereitet. Ja. Also, ich mache ich glaube, ich mache tatsächlich das Ding hier. Das glaube ich, das, was mir am meisten bringt, oder? Aber ist egal, ich komme hier nicht ran. Du hast zwar genug Arbeiter, aber das Ding nur auf Stufe 1 jetzt, ne? Und ich brauche es auf Stufe? Auf 5. Aber wenn du jetzt halt nicht die 5... Warum brauche ich es auf Stufe 5? Ja, weil das so ein Anschlussprojekt ist immer 5. Ah. Aber wenn du dir hier anstatt 5 Geld 3 X-Marker nimmst, dann hättest du jetzt 3, 4, genau 5 und 2 Arbeiter und dann könntest du es machen. Das mache ich. Ja. Und dann will ich aber auch die Punkte erfüllen, ne? Das bringt also ja, Punkte. Aber unterm Strich bringt das schon Punkte, ne? Also zum Beispiel, den hier würde ich auswildern. Mhm. Das ist nämlich ein großer. Also ich weiß jetzt nicht, was du hier noch hast, ne? Mhm. Aber wenn du den jetzt auswilderst, du verlierst halt nur die Attraktion. Mhm. Das heißt, du würdest 5 Artenschutzpunkte bekommen, was in dem Fall 15 Punkte sind und 4 verlieren, also plus. Mach ich. Gehe hier 1, 2, 3, 4 nach hinten. Genau, und dann da würdest dann du 5 nach vorne gehen. 2, 3, 4, 5. Dann kriegst du jetzt noch einen Vierergehege, ist wieder frei. Das wäre jetzt auch noch sehr gut, wenn das Spiel jetzt noch weitergehen würde. Und du kriegst einen Ruf, weil du die Karte ausgespielt hast, hier quasi zur Verfügung gestellt hast. Mhm. Die ist ja jetzt da. Mhm. Und weil das ein Artenschutzprojekt ist, darfst du hier auch noch einen runternehmen. Weil die könnte früher jetzt auch gleich benutzen. Ja, ne? Ja, aber ist ja nicht mehr dran. Ja, ja. Du nimmst halt jetzt den und kriegst nochmal. Komm ich hier auch noch ran? Frank ist auch wieder da und sagt, wäre gut, den oberen Teil des Spielplans zu sehen, wo ich gerade unterwegs bin. Achso, du meinst, ja. Nee, ich verschieb das hier immer. Aber ja, wir sind jetzt. Wir ja, sind jetzt, so jetzt, jetzt es kann auch sein, weil unsere Bilder gefleckt sind. Sind unsere Bilder hier links und rechts? Nee, ja, weil ich, wenn ich so mache, sollte man es. Genau, dann müsste man es jetzt ganz sehen, ne? Da sieht man es so ein bisschen, ja. Jetzt müsst ihr uns ganz sehen, genau. Dann kommt schon die Endrechnung, ne? Das war's. So, jetzt wird halt geguckt. Meine Engine ist zu spät losgegangen. Was hier noch liegen ist. Du hast hier keine braunen Karten liegen, also hier gibt es keine Punkte mehr. Mhm, genau. Ben hat, jetzt können wir mal gucken. Hier bräuchtest du 5 verschiedene Kontinente. Ich habe, glaube ich, keine Austritt. Doch, ich habe. 1, 2, 3, 4, 5. Doch, du hast alle Kontinente, das heißt, der macht einen Artenschutzpunkt. Naja, aber. Die habe ich ja, ne? Oh, aber hilft natürlich nicht. Habe ich gerade übersehen, aber du hast keine 5, du hast 2 unterstützt, nicht 5. Also, ja. Die Sache, ne? Denn, genau, da ist nicht mehr viel drin. Das genau, ist ja. Nicht mehr viel, ne? Das ist nur noch Unterstützung. Ja, das hier ist so ein brauner Strich. Ah, genau. Ne? Du hast hier schon so ein paar Karten, die das theoretisch alle haben, das. Die haben den Strich bei dir. Ja, klar. Aber erfüllt hast du die, glaube ich, nicht alle, ist aber auch nicht schlimm. Also, Der macht jetzt für jede Kombination Wasser und Felsen 2 Punkte. Ich habe aber kein Wassertier gesehen bei dir. Alter, jeder. Nee, also Wassersymbole hast du nicht, also würde der dann auch keine Punkte bringen. Mhm. Das soll ich nur machen, oder? Der hat, wie viele Forschung hast du denn? 1, 2, 3, 4. Leider. 4, es gibt einen, aber einen Anschlusspunkt macht er dann. Ja, siehst du, da geht noch was. Da überholst du mich jetzt gerade tatsächlich. Ja, so der, wenn du alle Randfelder bebaut hast, das ist leider, hat leider nicht geklappt. Mhm. Und 5 Einergehege belegt hast du auch nicht.
Nicht ganz. So, also das sind jetzt die Punkte. Und dann geht es jetzt halt nur noch. Nur den einen und der zählt bei mir nicht, genau. Genau, dann geht es jetzt halt noch um die Endwertungskarte. Dann kriege ich hier nochmal eins, zwei. Ja, ich kriege keinen da. Ja, also, ich hab's doch gesagt, ein Zug mehr, dann hätte ich dich noch gekriegt. Aber ich hätte jetzt ja auch das Auswilder nutzen dürfen, ne? Du hättest ein Tier mit Dreier, ein Pflanzenfresser mit Dreier oder Zweier Gehege. Ja, ne? Also du hättest jetzt. Gut, dann muss jetzt gucken. Ne? Den Panda auszumildern wäre jetzt nicht so schlau. Punktemäßig ist ja auch in der Wirklichkeit ziemlich schwierig, die Tiere auszumildern. Aber den zum Beispiel wäre, glaube ich, gut gewesen. Nee, das ist kein Pflanzenfresser. Zum Beispiel, das sind ja dann vier Anschlusspunkte kriegst du für ein Dreiertier, also 12 minus 5, 7 Punkte plus halt da nochmal den Effekt. Ja, genau. Genau. Hätte ich ja erst Runde später ausgespielt. Genau, also du kriegst für deine welche Endwertungskarte hattest du von den Ich hatte die Kletterpark erhalte Siegpunkte für Felsensymbole in deinem Zoo. Ich habe keine einzigen Felsensymbole hätte Ben gesammelt. Also, und Ben hatte nochmal, um zu gucken, Forschungssymbole sammeln. Den Marker hätte ich noch. Der Marker wäre jetzt richtig gut gewesen bei dir. Weil dann wäre ich hier halt nochmal 1-2 Stunden vorangegangen, wäre es immerhin... Du wärst sogar, für den hättest du auch einen extra gekriegt dann. Oh, dann wäre ich sogar hier. Ich immer einen. Stell ich mal wieder zurück, wir mal gucken, wie viel es war. Ja, also Flo hat gewonnen. Aber ich muss jetzt erstmal kurz nochmal, wie werden die Punkte zusammengemessen? Was du zählst jetzt einfach, also da Ben sich getroffen hat, hast du gewonnen. So, ach so, ne? Okay. Das ist jetzt erstmal das. Okay. Und wenn jetzt mehrere Leute getroffen haben, dann wird hier einfach geguckt. Der wird auf. Nee, wenn ich hier du rechnest jetzt 67 minus 61, hast 6 Punkte. Ah, und wäre ich hier gewesen, ne, hätte ich jetzt hier irgendwie... Und darum ist es auch egal, wo du dich triffst. Ja, ne? Das finde ich egal. Ne? Wenn Ben sich jetzt da getroffen hätte, dann würde er... Wenn Ben jetzt, sagen wir mal, er hätte jetzt die 3 Punkte noch gekriegt, ne, so, dann hättest du 4 Punkte gemacht. Ja. Dann wäre es 4-7 gewesen. Mhm. Okay. Ja. Ja, schön. Das war's. Schön. Möchte man Terraforming Mars kaufen? Ich habe einen dabei. Das ist schon sehr geil. Ne, und wie gesagt, es war jetzt wirklich die erste Partie, ne, und es geht dann definitiv schneller, ne, wenn man nicht noch erklärt nebenbei wenn man dann auch ein bisschen genauer weiß, ne, was passiert, wenn ich welche Karte umdrehe, wenn man generell ein bisschen weiß, ne, wie der Flow ist, welche Karten man dann vielleicht noch behalten will. Wann haben wir oder welche nicht? Wie lange haben wir gebraucht jetzt? Weiß 3 Stunden? 3 Stunden, ja, okay. Und 2 Anfang, 2,5 bis 3. Aber ne, 50% mehr für die Erklärpartie, plus nochmal Chat. Ja, also, ne, wie gesagt, ja auch selbst wir schon eher Grübler sind, ne, und dann jetzt natürlich keine Zeit mehr verlieren für was welche Karte, aber dann eher so viele Züge im Voraus denken. Wir sind ja auch viel deutlich schneller zwei Spieler. Ich glaube, ich darf das hier behalten und werde dann noch ein paar Partien von spielen. Und was mir sehr gefällt, ist, dass du eine Auslage reingepackt hast. Also ich bin ein riesengroßer Everdell-Freund und ich finde immer, ein Vorteil zu Terraforming Mars ist, dass du da, also ne, du hast sogar Karten noch spielen. Unsere beiden großen Karten spielen, deshalb vergleichst mit denen, ne? Dass du natürlich immer. Welches dann noch? Terraforming Mars und? Genau. Und darum finde ich es schön, dass du hier eine Auslage reingemacht hast, die natürlich aber ganz anders ist. Ne? Dass du diese Limitationen reingepackt hast und dass man sich auch da nach vorne kämpfen muss. Also, was aber auch bedeutet, du musst nicht ständig immer alles lesen. Das ist richtig. Kannst es aber wieder machen, weil du wieder über die Extra-Aktion bei den Karten nehmen, wieder auf diese eine besondere Karte zugreifen kann, was aber wieder sehr teuer ist. Ne? Wenn du die Kartengeschichte auf 5 extra hochbringst, nur um, wenn du bis hierhin vorgekommen bist und nimmst dir extra nur diese Karte, ist das ja... Aber nochmal, wenn ich das mache, habe ich Zugriff auf alles? Ja, genau. Nee. Ja, das Konzept nochmal, ne? Also pass auf. Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten, auf die Mittel zuzugreifen. Das eine ist zuschnappen, dann kannst du einfach irgendeine Karte aus der Mitte. Ich glaub, das meinte ich. Ja, so, das ist untere. Genau. Ja, wenn man die Karte auf Stufe 5 ausfüllt, dann hat man freie Auswahl aus der Auslage. Mhm. So, und wenn man die aufgerüstet hat oder halt so ein Kartensymbol hier hat, das ist identisch damit. Wenn man das verbaut oder eben die aufgerüstet hat, dann darf man in Rufreichweite zugreifen oder vom Stapel ziehen. Mhm. Kann ich mal loggen hier eigentlich? Ja, also schön. Genau. Und was mir mit der Auslage, mir war halt wichtig, dass du immer genug Karten zur Auswahl hast. Und das ist dann halt nicht, dass du nicht hinterher das Gefühl hast, jetzt ist das Spiel geht in die letzten Züge und ich habe jetzt irgendwie, ich habe jetzt auch gar nichts mehr, was ich ausspielen kann. Und der andere hat halt irgendwie noch 3 Karten. Und du hast halt hier immer genug Karten auszuspielen.
Und da ist dann einfach die Frage, welches sind die besseren dann für dich. Ne? Und im Zweifelsfall spielst du halt, wie du jetzt, dann spielst du halt den Affen, der bringt dir von den Symbolen, hat dir jetzt nichts mehr gebracht, aber es waren halt die letzten fünf. Und das ist ja sogar noch der nächste Schritt, den du eingebaut hast, tatsächlich. Also, dass du nicht nur sagst, man hat die Auslage, wo man drauf zugreifen kann, weil das ist ja das Problem, wenn das Spiel richtig läuft und du hast dann nichts mehr auf der Hand, dann sagst du, okay, opfere ich jetzt wirklich einen ganzen Zug dafür, dass ich nur Karten ziehe. Und dadurch, dass du hier gesagt hast, okay, man kann dann sogar die Karten nutzen von der... Das ist ja quasi mit der verbesserten Geschichte. Du musst dafür aber wieder ein bisschen mehr zahlen. Na, und ich meine, ja, du hattest ja jetzt zum Beispiel beides aufgerüstet, sowohl den Zugriff auf die Mitte über die Karten, als auch über die Karten. Genau. Und wenn man jetzt, da man ja in einem Spiel nie alle Karten aufrüstet und auch es ist wirklich auch nicht oft, oder na, oft vielleicht schon, gerade am Anfang, aber es ist nicht zwangsläufig so, dass man auch vier Karten aufrüstet, ja, ne? Weil es halt auch durchaus valide ist, nur hier hochzugehen oder nur hier hochzugehen. Ja. Dann hast du den Zugriff halt auch nur auf bestimmte Karten aus der Mitte, ne? Und so weiter und so fort. Also das ist schon, du hattest jetzt natürlich alles aufgerüstet und den maximal möglichen Zugriff, ne? Zu Kosten des Bauens. Des Bauens, genau. Ich bin voll, ich kriege nichts mehr hingebaut. Also ich kann ja nur noch Dreier und ich noch diese Arbeit. Ne? Ich bin auch, aber ich muss auch zu Ende halt. Genau, auch was ein Tiere. Ich muss das Spiel jetzt auch beenden, weil ich kann ja auch keine guten Tiere hier jetzt mehr ausspielen. Ja, aber soll ich auch sagen, wenn das halbwegs voll ist, dass dann auch schon das Spielende irgendwie kommt. Ja. Du hast ja am Anfang mit dem Gehegen richtig losgelegt. Da hatte ich irgendwie eins, da hattest du schon drei Gehege gefühlt und es ging ja immer so weiter. Und auf einmal kippt er es und ich sehe jetzt für die rüber, du hast ja gefühlt noch sehr viel mehr leer als ich. Also ganz kaputt ist man auch nie, ne? Also wenn du jetzt deine Gehege schon vollgebaut hast, du kannst ja wieder auswildern, ne? Dann drehst du ja wieder eins rum. Also da geht ja auch nochmal, gibt's auch nochmal eine Möglichkeit, sich nochmal Platz zu machen. Aber gut, dafür braucht die Karte natürlich. Dafür muss dann so eine Auswildernkarte irgendwie mal kommen. Ja. Also irgendeiner muss sie gespielt haben, ne? Genau. Also es reicht ja, wenn der Mitspieler sie spielt, weil sie dann in der Ausgabe. Aber die können natürlich schlimmstenfalls auch alle unten liegen, ne? Ja, das ist oder abgeworfen werden. Genau, ich hatte Karten hier, die weg waren, wieder. Ja, klar, es kann passieren, dass einfach keine kommt. Ne? Ja. Das ist klar, da gibt es irgendwie 10 Stück von. Ne? Und das echt? Ist ein großer Ach so, Stapel. Okay. Ja, gut. Das ist ein großer Stapel. Wie viele Karten sind das? 62? 100, ja, nee, das sind insgesamt 255 Karten. Das sind 64 Sponsorenkarten, 20 Artenschutzprojekte. Und bei den Tieren werfe ich es immer durcheinander. Und es müssen 128, ne? Zweierpotenzen immer. 128 Tierkarten sein, plus 64, plus 20. Genau, und dann 20, ja, so genau. Zwei Potenzen, weil es jede Tierkarte zweimal gibt? Nein. Weil okay, aber so. Hat was mit der Balance zu tun. Das kann nicht 65 geben, das geht nicht. Das sind 64 und ich fand das mit den 20, war schon schwierig. Es gibt jede Tierkarte. Nein, aber man hat das ja versucht auch vernünftig zu balancen. Ne? Und ich habe dann natürlich auch einen Excel-Sheet und mir auch überlegt, wie das Verhältnis sein muss zu den Karten. Und das ist dann mit zwei Potenzen. Keine Ahnung, bin ja auch Informatiker, ne? Also war man irgendwie einfach. Man weiß, was recht. So, das ist genau. Ja. Super. Jedes Tier gibt es ja nur einmal. Ja. Gut, okay, dann hatte ich es doch richtig verstanden, weil es hätte ja einfach sein können, dass das es völlig ist keine, sich gemerkt hat. Die einzigen Karten, die quasi doppelt sind, sind die Aktionskarten. Mhm. Ja. Genau. Das einzige Karte kommt nur einmal im Spiel vor. Korrekt. Ne? Ich meine, gut, ne? Klar, du hast jetzt, die unterscheiden sich dann manchmal über den Namen und über das Bild natürlich immer. Dann haben die einen haben halt ein größeres Gehege oder brauchen dann kein Wasser, haben eine andere Fähigkeit und so, ist klar. Ne? Aber es gibt jede Karte, ist unique, die in dem Stapel drin ist, gibt es genau einmal mit dem Namen und mit dem Effekt und der Kombination. Ja. Also im Prinzip, wenn man mal guckt, also es gibt ja 5 verschiedene Kontinente und 5 verschiedene Tiere. In den meisten Fällen ist es halt so, dass es genau jede Kombination dann einmal gibt. Ne? Also quasi von den Pflanzenfressern gibt es von jedem der 5 Kontinente jede Gehegegröße einmal. Okay. So, ja, zum Beispiel. Ja. Also bei den Raubtieren ist das so, bei den Pflanzenfressern ist es nicht ganz so, weil die größer sind im Schnitt. Da gibt es keine Einhandgehege. Das ist euch jetzt nicht aufgefallen. Nee. Mhm. Ja? Das hat aber keinen Einfluss auf die anderen Karten, weil die Kleintiere ja Einer- und Zweiergehege sind zum Beispiel. Aber es gibt keine Einhandgehege bei den Pflanzenfressern. Dafür gibt es bei den Reptilien wieder mehr mit Einhandgehegen. Jetzt habe ich natürlich, angetrieben durch meine Karten, hätte ich auch auf Kleintiere gehen können. Habe ich aber nicht gemacht, weil ich keine Kleintiere auf der Hand hatte am Anfang. Und habe dann gesehen, gut, ich habe Raubtiere auf der Hand. Raubtiere, haben Sie Raubtiere? Ja. Raubtiere. Ja. Und es gibt Raubtiere als Tier. Also daher war es klar, in welche Richtung man geht. Und irgendwann entwickelte sich das bei mir, dass ich dann dachte, gut, mehr Tiere spielen ist natürlich besser. Große Tiere spielen ist auch besser, weil es effektiver ist. Ne? Lieber eine Karte spielen,
weil da brauche ich nur eine Aktion dafür. Kommt ja auch darauf an, was man levelt. Genau, und jetzt aber die Frage, du würdest auch sagen, es gibt aber auch hier die Strategien mit den Kleintieren. Ja, du halt, ne? Definitiv. Wenn du wirklich auf Kleintiere spielst, das heißt, die kosten dann weniger. Dafür musst du aber häufiger die Tierkarten-Optionen nutzen natürlich, ne, weil du mehr wahrscheinlich davon ausspielst. Ja, also zum Beispiel, wenn man eine Großtierstrategie hat, ist es nicht unbedingt so wichtig, die Tierkarte zu leveln, weil man ja dann eh immer nur ein Tier oft spielt, genau, weil das so teuer ist. Ja, genau. Dafür gibt es dann aber auch ein paar Großtiere, da musst du es für leveln. Ne? Also du hattest jetzt ja zum Beispiel den Bären mit diesem super mächtigen Effekt, ganz Arbeiter am Anfang gut, das und so weiter. Genau. Und dafür musstest du genau, dann auch hochdrehen. Aber ne, es gibt zum Beispiel auch eine Karte, gerade explizit für Großtiere, die es dir dann erlaubt, das zu ignorieren. Ne? Wenn du die dann zum Beispiel findest, dann brauchst du. So und so ist es dann halt später. Dann guckst du halt, die Karten, die man hat, ne, das ist ja eine bestimmte Kombination, ja, und diese Zusammensetzung erlaubt es mir, welche von meinen Aktionskarten am ehesten nicht zu leveln. Wie kann ich das am besten kompensieren, die nicht zu leveln? Ja. Und so, und dann hast du immer ganz schnell mal ein, zwei Züge gespart am Ende. Ne? Und so kann das dann halt hinterher die Entscheidung bringen, ne? Über Sieg oder Niederlage. Ja, stimmt. Hast du Fotos gemacht? Okay. Klar. Fällt mir gerade ein, bevor ich... Alle schon fotografiert. Super. Wo ich immer wieder heute auch keine Fotos reingemacht, das hätte noch eine Stunde länger gedauert sonst. Aber ja, sehr, sehr schön. Also Rezension gibt es dann, wenn du weg bist, ist ganz nett. Ja, alles gut. Warte, Geld war am Ende auch noch ein Punkt jeweils, ne? Nein, Geld ist nichts mehr wert am Ende. Genau. Es geht darum, eine gute Balance zu finden, ne? aus einem attraktiven Zoo und eben dem Unterstützen von Artenschutzprojekten. Was denn, was soll das kommen? Ne? Das ist ja, wenn man der Karten drückt, wie süß. Und gerade, also es gibt diverse Substrategien, ne, die eingebaut sind. Und eine davon sind dann auch Großtiere und Kleintiere. Ne? Und man sieht es halt relativ einfach natürlich über diese Entwertungskarten. Ist das, ne, auch ein Foto? Mhm. Ja, es ist doch nicht gezeichnet, da ist ein Filter drüber gelegt. Okay, das sieht ein bisschen aus. Ja, von daher kommt das wahrscheinlich, ne? Aber ich, also nach meines Wissens nach sind das alles Fotos, mhm, und es ist über jedem Foto auch ein Filter drüber. Hier ist ein Filter drüber. Aber bei manchen sieht man es halt ein bisschen mehr und bei manchen eben ein bisschen weniger. Ich finde auch bei den Tieren, die sieht das, zum Beispiel hier, gerade da der Hintergrund, mhm, das Grasland ist halt ein bisschen mehr verschwommen als jetzt hier der Affe. Ne? Genau. Der sieht auch so ein bisschen aus, der könnte auch animiert sein. Animiert? Ja, ja. So gezeichnet, ne? Hintergrund. Aber hier siehst du Foto von ich. Ja. Passt schon. Und passt schon auf, was du gesagt hast, letztendlich, dass das Board ein bisschen schlichter ist, ne? Weil wir am Anfang gesagt hatten, das Board sieht schön mechanisch aus, ne? Aber. Genau, also dadurch, dass das brauchst halt gar nicht ist. Es muss auch nur für die Mechanik da sein. Und das ist halt, man ist auch ein bisschen dankbar dafür, dass es halt auch so relativ schlicht gehalten ist, weil ja überall sich hier irgendwo Symbole verstecken, ja, ne, die man halt sehen muss. Und wenn du jetzt auch noch hier kleine Papageien rumfliegen gehabt hättest und Fußstapfen, du noch einen Baum, der sich Tierkarten sehen können, ne, und gucken, wo es Boni gibt. Also wichtig ist ja hier die ersten Boni auf der Artenschutzleiste hier. Ich finde Brettspiele immer so geil. Wir haben natürlich gleich die Frage, Erweiterung? Also die Philosophie bei Feuerland, das glaube ich, kann ich so wiedergeben, ist, dass das Grundspiel, also dass da nichts vorgehalten wird, ne, sondern dass das Grundspiel für lange Zeit ausreichend viel Spielspaß bietet. Du hast ja gerade diesen Riesenhaufen Karten in der Hand. Und gerade bei den Sponsorenkarten gibt es halt auch große Unterschiede, die dann wirklich spannende Möglichkeiten erlauben. Also guck mal hier, du hast ja zum Beispiel einen Archäologen gehabt, mhm, wo du dann auf einmal darauf achtest, ich muss Randfelder bebauen. Richtig. Und da hast du einen ganz anderen Ansporn, deinen Zoo da voll zu bauen, als wenn du die nicht hast. Bei dir war das jetzt völlig egal, genau, ob du Randfelder bebaust. Ja, richtig. Wir können mal sagen, so viele Karten haben wir bespielt. Und zwar bespielt heißt beide insgesamt gesehen. Das heißt, ich habe die Hälfte von Ben schon mal nicht gesehen. Und die ja auch, oder? Ausgespielt, nee, hab ich auch ausgespielt haben wir viel weniger. Und die haben wir noch, also nochmal doppelt. Zweimal so viel. Ja, also auf jeden Fall noch. Ne? Und davon habe ich die Hälfte von Bens Karten nicht gesehen, weil sie abgeschmissen hat. Was? Oh, plus eine hier, den Neuweltaffen. Ah ja. Was macht er? ja, genau. Alles gut. Also es gibt halt die einheimischen Tiere, die man gibt, das sind halt auch Puzzlekarten. Ne? Genauso wie der Archäologe, der einen Anreiz geben, deine Gehege irgendwie an bestimmte Sachen dran zu bauen. Ja, und die verändern dann einfach komplett das Spielgefühl auch, mhm, ne? Weil du dann wirklich gucken musst,
Ja. Wo genau. Ich wenn ihr noch Fragen an den Auto habt, dann jetzt habt ihr noch Chance. Ja, letzte Chance. Der muss auch gleich los. Der hat noch was zu tun heute. Ja. Oh ja. Oh, oh, oh. Ja. Ach, scheiße. Ja, ich muss noch los. Gut, die Fragen dann beim nächsten Mal. Ich muss wirklich los. Ja. Naja. Wir sehen uns dann in 2 bis 3 Stunden beim Montag mit Markus. Und vielen Dank fürs Zukommen, vielen Dank fürs Hiersein, Erklären ja, und ja, mit, von mir. Mitspielen. Und ja, dann mach's gut, ne? Tschüss!